Achtung! Dieser Podcast kann persönliche Meinungen enthalten und hat keinerlei journalistischen Anspruch. Lass mir nicht absprechen, dass ich ein Herz für den VfB habe. Sverrisson, dann wieder Kügel, gewinnt sein Dribbling gegen Wörns und Guido Buchwald und der Ball ist im Tor. Nach 86 Minuten führt der VfB Stuttgart in Leverkusen mit 2:1. Nach 1950, 52 und 84 gewinnt der VfB Stuttgart zum vierten Mal die Meisterschale. Jetzt müsste der Ball endlich noch einmal hereinkommen. Jetzt kommt er weiter mit auf Hitzesberger! Mario Gomez, spitze Winkel, noch einmal nach innen. Pizza hat den Ball und es gibt noch einmal Abstoß vom Tor. Und jetzt ist das Spiel aus und der VfB Stuttgart ist deutscher Fußballmeister. Mein Name ist Ricky und mit mir in der Leitung der Sebastian. Guten Abend, Sebastian. Schönen guten Abend, Ricky. Ich glaube, die ersten paar Worte sind jetzt nicht mit auf der Aufnahme drauf. Aber wenn ihr wüsstet, was wir in der letzten Stunde schon durch haben, dann glaubt mir, dann wäre für euch ein paar Worte, die nicht mit auf der Aufnahme drauf sind, das kleinste Problem. Sebastian, das waren Rückfall in alte Zeiten, fast sogar noch schlimmer. Unsere Technik lässt uns aktuell komplett im Stich. Ihr werdet es gerade hören. Ich muss erstmal durchatmen. Ja, das ist halt, glaube ich, so ein Vorgriff, ne? Wenn wir dann alle irgendwie in Quarantäne sitzen wegen des Coronavirus und das Internet, dann werden wir wahrscheinlich dann über Telefon irgendwie aufnehmen oder so. Das ist schon vielleicht ein kleiner Vorgeschmack. Wir müssen halt irgendwie technisch komplett abrüsten, damit wir weiterhin verfügbar sind. Ja, also du meinst, dass es vielleicht daran liegt, dass Studio Link uns im Stich gelassen hat, dass so viele Konferenzen jetzt nicht mehr vor Ort stattfinden, sondern tatsächlich die Geschäftsleute auf den Flug verzichten und sich vor ihr Studio Link sitzen und dann eben miteinander kommunizieren. Das könnte sein. Ja, vermutlich. Ja. Also wir haben massivste technische Probleme aktuell. Deswegen müssen wir jetzt auf Skype zurückgreifen und mit der Skype-eigenen Aufnahmefunktion hier ein Video aufnehmen. Und wir hoffen, dass das, was wir jetzt hier besprechen, irgendwann auch bei euch auf dem Telefon landet oder weiß ich nicht, wo ihr eure Podcasts sonst so hört. Und am besten natürlich dann in annehmbarer Audioqualität. Ja, da bemühen wir uns drum, dass das halbwegs gut klingt anschließend. Und natürlich versuchen wir wie immer die technischen Probleme bis zur nächsten Aufnahme zu beseitigen. Aber Stand jetzt, Sebastian, korrigier mich, wenn ich da falsch liege, wissen wir noch nicht mal so richtig, was das Problem wieder mal ist. Nee, und wir sind uns ja auch keiner Schuld bewusst, weil, also, vielleicht hätte ich nicht Urlaub machen sollen, aber vorher lief es ja eigentlich ganz gut. Und jetzt gleiches Setup, gleiche Software, gleiche Hardware und irgendwie funktioniert gar nichts mehr. Das ist ein Phänomen. Apropos Urlaub, damit wollte ich eigentlich einleiten. Ich wollte fragen, wie deine Kreuzfahrt so verlaufen ist. Es war gleichermaßen entspannend wie aufregend. Also wir hatten ja alles dabei, angefangen vom Chaos am Düsseldorfer Flughafen, von dem wir gestartet sind, zum Start über Sahara-Sandsturm auf den Kanaren und Coronavirus-Fälle auf Teneriffa, gerade als wir da waren, bis hin zu, was hatten wir denn noch, Patienten, die ins Krankenhaus mussten auf dem Schiff und es war super. Also es war genau die richtige Mischung aus Entspannung und so ein bisschen Thrill. Ja, klingt eigentlich nach einer typischen VfB-Zweitligasaison, um hier mal die Brücke zu schlagen. Manchmal läuft es ganz gut und dann ist es auch wieder der absolute Horror. Also ich denke mal, diese Überleitung, die wagen wir jetzt hin zum Spiel in Fürth am vergangenen Samstag, das du meines Wissens nach nachträglich dir zu Gemüte geführt hast und nicht live mitverfolgen konntest. Ist das richtig? Ja, genau. Und das war jetzt, glaube ich, zum ersten Mal der Fall, dass ich das Spiel nicht nur nicht sehen konnte, sondern dass ich es halt so überhaupt gar nicht verfolgen konnte, weil den Sieg gegen Regensburg, den habe ich im Ticker und im Radio verfolgen können, war also schon irgendwie relativ zeitnah dabei. Aber tatsächlich saß ich während des Spiels in Fürth die ganze Zeit komplett im Flugzeug und als wir in Düsseldorf dann wiederum landeten und
kann als erstes den Flugmodus ausmachten, sagte meine Frau dann zu mir, der VfB hat nur 0-0 gespielt. Ich sage, na gut, das ist auswärts ja nicht so schlecht. Und dann sagte sie, ach nee, das war nur das Halbzeitergebnis, der hat halt irgendwie so eine Push-Nachricht bekommen. Sie haben 2-0 verloren und das fand ich dann nicht mehr ganz so gut. Aber ich war da wirklich mal so komplett abgekoppelt vom aktuellen Geschehen und habe es dann erst gestern in aller Ruhe dann mir nochmal angeguckt. Ja, jetzt hast du es dir gestern angeschaut und ja, hattest praktisch nicht die Beschallung der diversen sozialen Medienkanäle mit dabei. Wie war es denn für dich? Also was würdest du denn jetzt für dich nach diesem Auswärtsspiel so rausziehen? An was lag es, dass der VfB nicht gewinnen konnte? Also ich glaube, es lag vor allem daran, dass man mit einem 0-0 in die Halbzeit gegangen ist, weil ja, Fürth hat das wirklich gut gespielt, aber der VfB war in der ersten Halbzeit, also zumindest vielleicht, ja, die ersten Spielminuten hatte Fürth auch noch was vor, aber dann war der VfB ja wirklich komplett überlegen und eigentlich war es so ein Spiel, wo man dachte, okay, früher oder später fällt dann der Treffer für den Favoriten und dass der VfB dann halt mit 0-0 in die Halbzeit geht, ich denke, das war halt schon so ein Knackpunkt, weil eigentlich musst du das Spiel nach 25 Minuten führen mit ein oder zwei Toren und dann ist das Ding halt in meinem Empfinden auch mehr oder weniger durch und das fehlte halt. Und was halt auch dann, ich sage das relativ selten, aber in dem Fall finde ich es dann zutreffend, auch fehlte, war echt das Spielglück, weil ich glaube, Greuther Fürth hatte außer den beiden Toren vielleicht noch eine halbe Chance irgendwie und sonst gar nichts und die beiden sind halt drin, während der VfB halt beste Chancen vergibt und es war tatsächlich die Chancenverwertung und dann muss man sich aber fragen, ist das jetzt mangelnde Konzentration, mangelnde Leidenschaft, mangelnde Fokussierung, also woran liegt das? Und ich hatte mir gestern auch noch vorher dann das Spiel von Bielefeld angeguckt gegen Wien Wiesbaden und auch Bielefeld hat kein gutes Spiel abgeliefert und beim Stand von 0-0 hatte Wien Wiesbaden eine relativ große Chance zum 1-0 und trafen nur den Pfosten. Und dann macht Bielefeld halt dieses 1-0 und damit ist das Spiel halt durch. Und da hat man schon so ein bisschen den Unterschied gesehen aktuell zwischen Arminia und dem VfB, den ich aber nicht ganz genau definieren kann, worin der jetzt wirklich liegt. Ja, also der große Unterschied aus meiner Sicht ist, dass Arminia Bielefeld die Spiele, in denen sie nicht so besonders gut sind, nicht verlieren. Also wenn du mal schaust, Bielefeld hat halt bislang 2 Spiele verloren. Und es waren definitiv mehr Spiele dabei, wo sie nicht ganz so überlegen waren, auch nicht ganz so gut gespielt haben. Aber sie haben die Spiele nicht verloren, haben dann wenigstens unentschieden gespielt. Und darin liegt für mich so der Schlüssel. Also der VfB hat halt oft das Problem, dass man Spiele, wie zum Beispiel auf St. Pauli, nicht noch wenigstens zu einem Unentschieden biegen kann, sondern dass man dann meistens die Dinge einfach verliert. Und darüber können wir jetzt gerne diskutieren. Liegt es an der Qualität oder sind es andere Parameter, die dazu führen, dass diverse VfB-Stürmer vor dem Tor, vor dem gegnerischen Tor versagen? Und ob wir vielleicht dann doch eine nicht ganz so pralle Abwehr haben, wie es in den letzten Wochen den Anschein machte. Denn ich glaube, das war auch eine trügerische Sicherheit, dass wir in den ersten Spielen unter Matarazzo wenig Gegentore bekommen haben. Und viele dachten, ja, also das hat er jetzt einfach gefestigt das Gebilde und das passt jetzt und wir sind nicht mehr so anfällig. Wir sehen halt, dass es, wie auch schon in der Hinserie eigentlich, wenn es individuelle Fehler gibt, uns vor Probleme stellt, weil wir das nicht einfach dann so ausbügeln können, sondern meistens ist es dann auch wieder eine Fehlerkette, die dann einsetzt. Also da kommen wir jetzt gleich nochmal detailliert drauf zu sprechen. Gibt mit Sicherheit viele Gründe. Aber Sebastian, lass uns ganz vorne anfangen. Eigentlich war es ja klar, dass wir dieses Spiel verlieren. Es sprach alles dafür, dass wir dieses Spiel verlieren. Erstens mal konnten wir, glaube ich, in jeder Zeitung vor diesem Spieltag lesen, dass in den Duellen zwischen Fürth und Stuttgart immer die Auswärtsmannschaft torlos blieb. In den zurückliegenden, glaube ich, 9 Duellen blieb immer die Auswärtsmannschaft torlos. Somit war klar, wir erzielen kein Tor. Dann kommt dazu, dass Fürth seit jetzt inzwischen 9 Partien in Folge immer getroffen hat. Damit war ja eigentlich schon klar, wir können dieses Spiel nicht gewinnen. Und dann gibt's ja noch diese berühmten Statistiken, da kommt der VfB dann immer gern zur Hilfe, um einfach mal so eine Tradition zu brechen. Und da war es so, dass Fürth seit 3 Jahren nicht mehr gegen einen Bundesliga-Absteiger gewinnen konnte. Und auch das spricht ja eigentlich für unseren VfB, dass wir da einfach mal so ein bisschen Aufbauhilfe leisten und uns als, ich sag mal, opferbereit erklären. Aber ganz so einfach war es natürlich nicht. Ja, also im Großen und Ganzen hat das Fürth schon ganz gut gemacht. Nichtsdestotrotz ist der VfB sehr, sehr gut ins Spiel gekommen. Nach 4 Minuten ging das schon richtig ordentlich los aus meiner Sicht. Da hatte Silas eine Riesenchance und ich habe dich ja vorhin gefragt, ob du so diesen ganzen Social Media Kladderadatsch mitbekommen hast. Ich glaube, du hast da einen Bogen drum gemacht, auch im Nachhinein, oder?
Ja, ich habe es nicht nochmal komplett nachgelesen, aber ich habe schon den Unmut der VfB-Timeline dann am Samstag noch so ein bisschen mitverfolgt, aber ich habe es nicht mehr en Detail nachgelesen. Ja, da wurde ja viel über Silas auch wieder geschimpft und ja, man hört es ja häufiger mal, dass Silas nicht besonders gut sei oder beziehungsweise ein Problem sei für das Angriffsspiel. Also ich sehe es da ein bisschen anders. Auch in diesem Spiel konnte man sehen, fast jede gefährliche Aktion läuft über Silas. Natürlich macht er nicht alles richtig, würde er alles richtig machen mit 20 Jahren und das Tempo mit sich bringen und die Technik oder beziehungsweise die Technik ist jetzt nicht das, was ihn ausrechnet, aber das Tempo vor allem und mit Sicherheit der ein oder andere sehenswerte Trick, dann würde er ja einfach nicht beim VfB spielen. Ja? Und dann hättest du wahrscheinlich einen Spieler, der irgendwo in Dortmund oder weiß ich nicht, bei Gladbach spielen würde. Es hat schon einen Grund, warum der VfB den für sich gewinnen konnte in der zweiten Liga. Und das sind dann halt eben diese kleinen Defizite. Aber man muss halt wirklich sagen, eigentlich alle gefährlichen Aktionen laufen über Silas. Und wenn er nicht beim VfB spielen würde oder nicht von Anfang an spielen würde, glaube ich, dass es noch mauer aussehen würde nach vorne. Und für mich ist gleich diese vierte Minute einfach so ein Sinnbild für den Rest des Spiels. Denn an und für sich macht es der VfB richtig gut. Wir sehen in der vierten Minute einen einstudierten Spielzug. Karasor schlägt den Ball lang auf Al-Ghadoui und der legt dann per Kopf ab auf Castro. Castro spielt direkt weiter auf Didavi. Das ist alles wirklich One-Touch-Football oder One-Touch-Fußball, wie auch immer. Und Didavi ist dann auf links. Silas hinterläuft. Wie gesagt, alles einstudiert. Es gibt den Schnittstellenpass von Didavi auf Silas. Bis dahin ist das einfach nur eine Augenweide, muss man ganz ehrlich so sagen. Und die Schnelligkeit von Silas dann im Sprintduell gegen Sauer spricht für sich. Ja, da kommt halt einfach kaum ein Abwehrspieler mit. Dann spielt er den Sauer auch noch aus. Und dann gibt es halt diesen Moment, wo er im Strafraum steht und glaube, hier sagen viele, ja, Mensch, da muss der Silas den Al-Ghadoui anspielen am zweiten Pfosten oder den Castro, der steht auch relativ zentral. Aber wenn man sich das Spiel oder diese Szene mal genauer anschaut, das Spiel kurz anhält, dann sieht man, dass Al-Ghadoui zwar am zweiten Pfosten anspielbar wäre, theoretisch, allerdings steht da Wittek auch noch sag ich mal, in Reichweite, könnte damit einlaufen und dann eben so eine Flanke oder so einen Chipball abfangen. Dann sagen alle wieder, ja, warum zieht der Silas jetzt nicht ab? Und auf der anderen Seite, Castro hat, glaube ich, auch mit den Armen gewedelt. Der steht 13 Meter zentral vor dem gegnerischen Tor, relativ frei, muss man sagen. Aber auch hier siehst du dann Caligiuri, der den Passweg ganz gut zustellt. Also auch hier kann ich verstehen, dass Silas nicht versucht, Castro anzuspielen. Und ja, Silas entscheidet sich dann letzten Endes für den Torschuss. Und an und für sich war das ja auch gar keine schlechte Idee. Das lange Eck war frei, aber er verzieht das Ding halt. Und aus meiner Sicht wäre die beste Variante gewesen, er hätte versucht, Massimo anzuspielen. Also macht euch mal den Spaß, schaut euch diese Szene nochmal an. Haltet das Spiel kurz bevor Silas seine Entscheidung trifft, kurz an. Schaut euch das Standbild an und dann seht ihr, dass Massimo am rechten Strafraumeck komplett frei steht. Und ich glaube, wenn Silas ihn anspielt und Massimo dann abziehen kann, dann haben wir die größten Erfolgschancen auf dem Tor. Ja, aber ja, was sagst du zu solchen Situationen? Also verstehst du die Kritik an Silas, dass er häufig dann, weiß ich nicht, die falschen Entscheidungen trifft, dass seine ersten Kontakte nicht immer so sauber sind? Also wie siehst du es, wie stehst du zu Silas? Würdest du ihn mal draußen lassen? Auf gar keinen Fall. Ich habe ja schon ein paar Mal gesagt, ich finde, er ist ein toller Spieler, ist halt ein Unterschiedsspieler, weil er halt einfach so brutal schnell ist und wirklich die gegnerische Defensive in Unordnung bringen kann. Aber genau die Situation, wie jetzt in der vierten Minute gegen Fürth, die haben wir ja schon ein paar Mal gesehen. Ne? Also Silas kommt am 16er oder im Strafraum, kommt frei zum Schuss und er versucht halt fast immer den Ball halt irgendwie da hinten ins Eck reinzuhängen. Ne? Und ich finde, wenn er da den Ball bekommt, dann muss er ihn zumindest aufs Tor bringen. Also von mir aus muss der Ball nicht im Winkel landen. Mir wäre es halt recht, er kommt einfach aufs Tor. Von mir aus kann der Torwart auch durch die Beine flutschen lassen, aber er muss halt einfach aufs Tor kommen. Und das ist von dort aus machbar, dass er aus der Position den Abschluss sucht und nicht nochmal abspielt, ist völlig okay. Aber das Ding sollte halt aufs Tor kommen oder es sollte halt häufiger aufs Tor kommen. Und diesen Versuch, den wir da gesehen haben, den haben wir halt schon relativ häufig gesehen. Und ja, da fehlt mir halt so ein bisschen die Kaltschnäuzigkeit und die Abschlussqualität, die dann vonnöten wäre, weil wir müssen nicht drüber reden, wenn der VfB nach vier Minuten 1-0 führt, dann wird es halt weitaus einfacher, als es dann jetzt geworden ist. Und da fehlt einfach so ein bisschen ihm noch die Kaltschnäuzigkeit. Aber ich kann ihm das natürlich auch durchaus nachsehen. Er spielt halt seine erste Saison halt in der zweiten Bundesliga. Er ist ein junger Spieler. Das kommt hoffentlich noch. Aber das würde ich mir halt wünschen, dass die Dinge halt aufs Tor kommen irgendwie und nicht halt immer der Versuch kommt, den möglichst halt schön zu machen, dann doch irgendwie leicht am Eck vorbeigeht.
Ja, ich glaube schon, dass es ein Qualitätsproblem ist und aber auch vielleicht ein bisschen was mit Erfahrung dann wieder zu tun hat. Also ein Spieler, der da etwas locker, ruhiger bleibt, der macht den vielleicht dann eher. Der zimmert halt einfach drauf oder beziehungsweise guckt sich den Torwart besser aus. Keine Ahnung, aber ich habe schon das Gefühl, dass er dann etwas nervös wird in solchen Situationen und auch nicht so richtig weiß, was jetzt die richtige Entscheidung ist. Also er kämpft da so ein bisschen mit sich selber, habe ich manchmal das Gefühl. Und das muss man einfach einem jungen Spieler zugestehen. Also ich bin bereit, einen 20-Jährigen dann auf dem Platz zu sehen, der dann so eine Chance vergibt. Das ist mir dann lieber, als wie wenn, weiß ich nicht, Gomez so ein Ding versiebt. Oder das ist jetzt vielleicht ein blödes Beispiel, weil er natürlich jetzt nicht diese Dynamik mit reinbringt wie Silas. Aber ich sehe halt keinen Spieler, der überhaupt erst in diese Situation kommen kann. Weil nur durch Silas Dynamik kommen wir an diesen Punkt, dass er diese Möglichkeit hat, drei Mitspieler anzuspielen oder selbst abzuschließen. Das fehlt ja sonst komplett im Spiel des VfB Stuttgart. Also Gonzalez kann das vielleicht noch mit reinbringen. Der war aber leider Gottes jetzt zuletzt verletzt und musste jetzt erstmal auf der Bank Platz nehmen. Aber das ist noch jemand, der vielleicht so eine Dynamik mit reinbringt. Aber auch er hat ja seine Schwächen, was den Torabschluss angeht. Ja, kurze Zeit später, die nächste große Chance für den VfB. Wieder ist Silas beteiligt. Los ging es eigentlich über Castro. Also die ganze Situation entsteht aus einer Fürth-Ecke heraus. Der VfB kann kontern. Und über die Davi landet der Ball dann bei Castro. Der spielt Silas an und der macht das hier auch wieder richtig stark. Erstmal behauptet er sich gegen Maximilian Bauer und kann dann noch zwei weitere Fürther auf sich ziehen. Und dann macht er eigentlich alles richtig, legt den Ball auf die Davi ab und der versucht es dann mit der linken Innenseite und verzieht. So, das ist halt dann etwas, was ich eher kritisiere. Also da erwarte ich halt von so einem Spieler wie Daniel Didavi, dass er den Ball, also wie du es vorhin schon gesagt hast, aufs Tor bringt. Und da kann man jetzt auch wieder fragen, an was liegt das, dass Didavi einerseits so ein Spiel abliefert oder so ein Ding reinzimmert wie letzte Woche gegen Regensburg und diesmal kriegt er aus einer wirklich guten Position den Ball noch nicht mehr aufs Tor. Ist es dann einfach nur Pech oder ist es dann auch wieder Qualität oder was ich auch häufig gelesen habe, es fehlt die Entschlossenheit. Da weiß ich gar nicht so richtig, was ich damit anfangen soll. Also ja, aber im Fall von Didavi muss es ja fast irgendwie so ein softer Faktor sein, ne? Weil die Qualität fehlt ihm sicherlich nicht. Das hat er in den letzten Spielen deutlich gezeigt. Ja, aber woran liegt das, ne? Also wenn er jetzt Vollspann nimmt und übers Tor jagt, okay, aber er nimmt ihn halt wirklich mit der Innenseite und schiebt trotzdem irgendwie anderthalb Meter am Tor vorbei. Das kann einfach nicht sein. Und ist er da schon in Gedanken beim Anstoß nach dem Tor für Fürth? Oder, also das habe ich überhaupt nicht verstanden. Ich habe echt die Szene gesehen und war fassungslos, dass der Ball halt dann doch relativ deutlich neben das Tor geht. Also kann ich nicht erklären, aber ja, Entschlossenheit ist dann vielleicht wirklich so das Ding oder auch vielleicht Konzentration, weil bei ihm kann es definitiv nicht an der Qualität liegen. Aber weil ich Entschlossenheit häufiger gelesen und auch gehört habe in der Berichterstattung, nochmal die Nachfrage, weil ich kann es wirklich nicht so richtig greifen. Was ist fehlende Entschlossenheit in dem Moment? Also ich meine, der möchte doch das Tor erzielen. Man muss vielleicht auch noch dazu sagen, Silas hätte ein bisschen früher das Abspiel finden können. Ja, vielleicht dauerte das zu lang, schwer einzuschätzen. Ich war noch nie in so einer Situation, dass ich da mit Highspeed aufs gegnerische Tor zugerannt bin und mit den Qualitäten eines Dani Didavi ausgestattet war. Vielleicht braucht es da doch ein paar Sekunden, bis der dann das verarbeitet, wenn der Mitspieler einfach nicht so spielt, wie man das vielleicht sonst gewohnt ist. Das kann ja auch noch mit reinspielen. Aber ich möchte mich weiter an dieser Entschlossenheit aufhängen. Ich erkenne das halt nicht, dass die Spieler unentschlossen sind oder so, sondern ich sehe schon, dass die direkt den Abschluss suchen, aber der Abschluss an sich qualitativ einfach zu schwach ist. Das ist eigentlich für mich der Hauptpunkt jetzt in dem Fall bei Didavi. Das war einfach ein scheiß Schuss. Ja, genau, aber also, wenn er jetzt Vollspann genommen hätte, ne, und geht volles Risiko und sagt, hey, ich zimmer den in den Winkel und egal, ob der Torwart drankommt, nicht, der ist halt drin. Aber das war es ja nicht. Ne? Er geht ja dann doch so relativ kontrolliert ran und trotzdem schiebt dann halt komplett kontrolliert am Tor vorbei. Ja. Also solche Szenen kann ich mir nicht erklären, genauso wie, ich weiß gar nicht, in welchem Heimspiel das war, als Daniel Didavi aus 16 Meter zum Schuss kommt und den Ball wirklich über den Zaun jagt. Ne? Also, gegen Aue war das, ne? Ja, was ich mir jetzt nochmal angucken wollen würde, was mir gerade noch einfällt, vielleicht hat es das mit dem Platz zu tun gehabt. Es kann natürlich sein, dass der Ball irgendwie nochmal blöd aufspringt und er sich mit der Innenseite sicherer fühlte. Das ist mir beim ersten Mal anschauen nicht aufgefallen. Ich muss schon wieder dazu sagen, ich habe gestern, war ich schon um 6 Uhr wach am Sonntag und habe bis um 12 dieses Spiel geguckt. Von 6 bis 12 Uhr habe ich mir das Spiel angeguckt, weil es so viele Punkte gab, an denen ich einfach nochmal Stopp machen musste, nochmal zurückspulen musste, weil es lief viel gut. Auf der anderen Seite fand ich halt auch vieles gut, was Fürth gezeigt hat, aber da kommen wir vielleicht nachher noch drauf zu sprechen. Abschließend zu der Situation noch,
Al-Ghadoui ist für mich auch ein Faktor gewesen, warum aus der Chance nicht mehr geworden ist. Denn ich glaube, wenn sich Al-Ghadoui noch ein bisschen mehr von Maximilian Sauer gelöst hätte, wäre er auch noch eine Anspieloption gewesen. So steht er mehr oder weniger gut gedeckt von einem Vierter einfach im Strafraum rum und ist keine Anspieloption für Silas. Vielleicht hat das auch dazu geführt, dass Silas kurz noch einen Moment überlegen musste. Vielleicht wollte er Al-Ghadoui auf dem zweiten Pfosten anspielen, aber der war halt einfach nicht anspielbar, weil er gut gedeckt wurde. Also da fehlt Al-Ghadoui manchmal natürlich auch so ein bisschen das Raumgefühl, möchte ich mal sagen. Also der macht seinen Job schon ganz gut, gerade für diese Ablöse und auch für die Erwartungen, die wir an ihn so hatten. Aber du merkst halt schon, dass das halt kein absoluter Top, es ist kein Terodde, so möchte ich es mal sagen. So, und das siehst du in solchen Situationen. Also ein Terodde hätte sich da, glaube ich, in eine bessere Abschlussposition gebracht und als Option eher angeboten. Ja, aber das sind halt so schon mal zwei Chancen gewesen. In der 16. Minute kommt dann auch noch die von Silas dazu. Aus meiner Sicht war das ein guter Abschluss, der dann halt knapp am Pfosten vorbeigeht. Aber eine dieser drei Chancen muss eigentlich drin sein, oder? Da sind wir uns einig. Genau, also ich habe wie gesagt, gestern geguckt und dann, nachdem ich in der 20. Minute dann auch diese vermeintliche Elfmeter-Reife-Situation gesehen hatte, als Castro von hinten umgestoßen wird, dachte ich, das kann nicht sein, dass es nach 20 Minuten 0-0 steht. Also eigentlich musst du entweder Silas oder die Darby musst das erste machen und dann kriegst du eigentlich einen Elfmeter und der ist dann relativ sicher drin und dann steht es 2-0 und das Ding ist halt durch nach 20 Minuten. Ne? Und mit dem Wissen, wie es dann halt am Ende ausgegangen ist, fand ich das halt extrem bitter, dass es nach 20 Minuten noch 0-0 stand. Ja, zu dem Elfmeter kommen wir sofort. Ich möchte noch eine Szene kurz erwähnen, und zwar in der 16. Minute hat man auch so ein bisschen gesehen, dass der VfB, ich möchte nicht sagen, nicht alles investiert hat in dieses Spiel, aber es gab ja diese Aussage von Pellegrino Materazzo auf der Pressekonferenz vor diesem Spiel, dass er oder die Mannschaft sich in der Rolle des Jägers sehr gut fühlt oder wohlfühlt. Sie möchten immer jagen, hat er da gesagt. Und in der 16. Minute gab es so eine Situation, Al-Ghadoui bekommt auf der linken Seite den Ball und sucht dann wirklich sekundenlang verzweifelt nach einer Anspielstation. So, dass er fast bis zur Mittellinie zurücklaufen muss. Und es kommt einfach niemand ihm entgegen oder bietet sich als Anspielstation an. Und das ist auch etwas, was ich kritisiere, wenn ich vorher diese Marschroute ausgebe oder sage, ich möchte jagen, ich fühle mich in dieser Rolle des Jägers sehr wohl und wir möchten praktisch jedes Spiel gewinnen. Da fehlt mir dann in solchen Momenten auch so ein Zeichen von einzelnen Spielern, dass sie das auf den Platz bringen. Also, dass sie wirklich sich anbieten, einen extra Weg gehen möchten. Genau das, was Fürth ja eigentlich gemacht hat. Also, die waren ständig in Bewegung. Und das ist ja auch kein Zufall, dass die 5,5 Kilometer mehr gelaufen sind in 90 Minuten als der VfB. Und ich glaube, dass man das in diesen Situationen immer wieder gesehen hat. Dass es da ja einfach nochmal so diesen zusätzlichen Schritt bedarf hätte, um dann neue Anspielstationen zu kreieren oder eben Wege oder Räume zu öffnen für einen Spieler, der gerade den Ball am Fuß hat. All das fehlte so ein bisschen, aber erst nach 16, 20 Minuten, als ich glaube ich auch so ein bisschen, weiß ich nicht, so eine Unzufriedenheit mit der aktuellen Situation eingestellt hat beim VfB, weil wie du halt das auch so empfunden hast, dass man jetzt hier eigentlich führen müsste und wir kommen jetzt zum Elfmeter, den auch noch verdient hätte und steht aber mit leeren Händen da, dann scheint der ein oder andere ja, so ein Motivationsproblem zu bekommen und nicht mehr bereit zu sein, das noch zu investieren, was man in den ersten 20 Minuten investiert hat. Denn die Chancen sind ja nicht daraus entstanden, dass das Fürth so besonders schlecht war, sondern dass man halt wirklich eine Menge investiert hat in den ersten Minuten. Ich würde sagen, wir kommen jetzt ganz kurz zu dem Elfmeter. Ich glaube, da gibt es keine zwei Meinungen. Das ist ein klarer Elfer, oder? Ja, für mich schon. Also, weil ich diese Argumentation, dass Castro irgendwie das Foul annimmt, das zählt für mich nicht, weil er sieht den Gegenspieler im Rücken nicht. Ne? Er guckt halt nach vorne, steht, glaube ich, ungefähr am Elfmeterpunkt, er kriegt den Ball, er will den Ball verarbeiten und zum Abschluss kommen wir dann von hinten einfach über den Haufen gerannt. Ne? Er kann da gar kein Foul annehmen oder irgendwie schon aktiv nach unten gehen, weil er weiß gar nicht, was von hinten kommt. Und das ist glasklarer Elfmeter. Also ich habe heute den guten Spruch gehört, wer später bremst, ist länger schnell. Und so ähnlich Fall. Genau, wer von hinten auffährt, hat immer Schuld. Und was im Straßenverkehr gilt, gilt auch im Strafraum. Also und der, ich glaube, Wittek, er fährt von hinten auf, also er hat Schuld, gar keine Frage. Ich genauso. Also ich verstehe in diesem Moment halt wirklich wieder nicht, dass es noch nicht mal eine Überprüfung gab, weil es ist für mich halt so eindeutig gewesen, dass Castro sich hier nicht hat fallen lassen, sondern er war ja eigentlich in einer guten Abschlussposition und holt aus, möchte schießen und fällt dann um. Also es macht halt null Sinn, in dem Moment sich fallen zu lassen, weil du ja eigentlich erkennen konntest, er hat die Entscheidung zum Schuss getroffen
und lässt sich dann fallen. Also das macht halt einfach keinen Sinn. Genau, und der geht ja nicht gegen seinen Gegenspieler irgendwie in den Strafraum rein und sucht das Foul oder so. Nee, er steht da ja bei der besten Abschlussposition und wird halt einfach von ihm umgeschubst. Ne? Ja. Also eine unglückliche Situation auch von Wittek, aber das bringt ja trotzdem nichts. Es ist halt faul. Also das ist halt eine Aktion, die im Strafraum aus meiner Sicht eine hundertprozentige Torschance verhindert. Also hier gibt es für mich nur eine Meinung und das ist Elfmeter und ich finde es abenteuerlich, dass diese Situation nicht überprüft wird. Dann gut, die gelbe Karte, die Davi, jetzt bin ich schon wieder bei die Davi, die Castro danach noch bekommt, kann ich ein Stück weit nachvollziehen. Zum einen das Handspiel, zum anderen gibt es die Aktion mit dem Ball. Ich glaube, Castro hat danach gesagt, Emotionen gehören dazu, wenn bei jeder Kleinigkeit gepfiffen wird und man für jede Meinung gelb kriegt, dann können wir alle Schach spielen. Ist natürlich an und für sich jetzt mal eine Aussage, da würde ich als Fan wahrscheinlich applaudieren. Auf der anderen Seite haben wir halt eben das Problem, dass auf kleineren Plätzen die Gewalt gegen Schiedsrichter einfach zunimmt. Und ich bin dann eher hier auf Seiten des Schiedsrichters, der sagt, dafür gebe ich gelb, weil der Spieler muss diesen Ball nicht wegschlagen. Das ist eins drüber, sage ich jetzt mal. Und ja, die gelbe Karte wegen Meckerns geht völlig geht genauso in Ordnung, wie der ausbleibende Elfmeterpfiff nicht in Ordnung geht. Aber wenn der Schiedsrichter nicht pfeift, dann pfeift er halt nicht, dann kann ich mich halt kurz aufregen, aber ja, er hält den Ball halt fest, dann wird halt Handspiel gepfiffen, er regt sich auf. Das ist auch okay, dass er sich aufregt, aber irgendwann ist dann halt auch gut, ne? Und dann kriegt er gelb wegen Meckerns, damit die Sache auch erledigt. Aber die Tatsache, dass sich Gonzalo Castro, der jetzt ja nicht gerade als impulsiver Spieler gilt, sich dann so aufregt, zeigt ja auch deutlich, dass er da irgendwie keinen Elfmeter schinden wollte, sondern einfach auch das Gefühl hatte, der Chance beraubt worden sein und da einfach gefoult wurde. Für mich zeigte das sogar noch ein bisschen mehr, nämlich dass er allgemein einfach unzufrieden war, dass es aktuell noch 0-0 steht. Also es war nicht nur dieses Foul, sondern auch die Situation, das Gefühl wahrscheinlich, oh Gott, das wird wieder so ein Spiel wie gegen Sandhausen, wie gegen Osnabrück, auch wenn da die Tore früher gefallen sind. Aber trotzdem hattest du halt das Gefühl, du kannst hier noch monatelang spielen. Du wirst einfach dieses Spiel nicht gewinnen. So. Und dann, da haben wir ja vorhin schon drüber gesprochen, kann der VfB halt einfach nicht umswitchen und diese Spiele wenigstens nicht verlieren, sondern meistens verlieren wir dann solche Partien. Die Entwicklung nahm dann so langsam aber sicher seinen Lauf, denn dieser Elfmeter, ich möchte nicht sagen, dass das der nicht gegebene, dass das ein Bruch war im Spiel, aber er führte schon dazu, dass dass es mehr Fehlpässe gab irgendwie. Also der VfB wirkte einfach unzufrieden, ne? Und auf der anderen Seite nahm die Ungeduld so ein Stück weit zu, ist mir aufgefallen. Also die Fürther hatten es etwas leichter, die Bälle zu erobern. Und es lag jetzt nicht nur daran, dass der VfB, dass die Fürther deutlich besser geworden sind, sondern es lag eher daran, dass der VfB immer hektischer spielte. Und das ist mir auch aufgefallen, diese Ungeduld zieht sich durch die komplette Saison. Also man verliert dann so ein bisschen den Glauben an die eigene Stärke, habe ich das Gefühl. Hast du auch das Gefühl gehabt? Schon. Also dieses Wissen, dass man halt auswärts schon mehrere dieser Spiele verloren hat, die scheint schon relativ tief in den Köpfen zu sitzen. Und ich hatte auch so das Gefühl, dass man jetzt nicht dass die VfB-Spieler nicht ausstrahlten, komm, jetzt spüren wir mal weiter, es steht 0-0 und irgendwann machen wir unser Ding schon, sondern ja, die wurden halt dann schon so ein bisschen nervös, ein bisschen unruhig, ein bisschen fahrig, ein bisschen ungeduldig. Das habe ich auch festgestellt, so ohne das jetzt irgendwie an harten Fakten festmachen zu können, aber dieses Gefühl beim Gucken hatte ich auch, ja. Da wäre mir halt recht, wenn dann einer der erfahrenen Spieler irgendwie so ein bisschen das Ganze wieder beruhigt. Das fehlt mir aber auch ein Stück weit. Also ich weiß gar nicht, wen ich da jetzt als erstes nennen würde, weil die Davi ist halt für mich nicht der Lautsprecher schlechthin auf dem Platz. Ja, der macht seine Aufgabe eigentlich ganz gut. Also ich finde weiterhin, das ist für uns der entscheidende Spieler im Aufstiegskampf. Also den möchte ich jetzt ja gar nicht zu sehr kritisieren. Castro ist auch nicht so der Typ, der da der Denker und Lenker ist. Eigentlich müsste er es können, aber ich habe auch das Gefühl bei Castro, er ist immer noch so ein bisschen mit sich selbst beschäftigt. So richtig zufrieden ist er weiterhin nicht mit seiner Rolle hier beim VfB. Damit meine ich jetzt nicht die Position, die er auf dem Platz spielen muss, sondern ich glaube, dass er von sich mehr erwartet und das nicht so richtig abrufen kann aus irgendwelchen Gründen. Ja, und dann fehlen dir halt so Spieler wie Holger Badstuber, die vielleicht dann auch mal das Spiel so ein bisschen in gewisse Richtung lenken können. Schwierig. Also da würde es mir halt einfach besser gefallen, wenn man geduldig bleibt. Von mir ist dann auch mal ein Gang zurückschaltet, wenn du so eine stressige Anfangsphase hinter dir hast, viel Gas gegeben hast, dich vielleicht nicht belohnt hast, aber dann lieber mal wieder ein Stück zurückfahren, nicht ganz so früh pressen. Vor allem, das fällt mir gerade noch ein, so ab der 30. Minute hast du auch gemerkt, dass sie nicht mehr als Verbund zusammen
dieses Pressing so gut durchgeführt haben wie in den ersten Minuten, der VfB jetzt, sondern dass es dann irgendwie so Verschiebungen gab. Also der eine ist mal stärker angelaufen als der andere und plötzlich kamen halt dann auch Räume zustande führt eben aus dem Grund, weil dieses Pressingverhalten nicht mehr ganz so einheitlich war, wie das eigentlich ja zu Beginn des Spiels ablief. Ja, folgerichtig haben dann auch die Fürther ihre erste Chance bekommen nach 27 Minuten. Man muss sagen, auch hier war ein bisschen Glück dabei. Der Ball von, ich glaube, Seguin hat die Ecke getreten. Jetzt muss ich überlegen, ja, ich glaube, die Ecke hat in dem Fall nicht Seguin getreten, der hat die meisten getreten, aber die nicht, die landete aber dann trotzdem bei ihm und der flankt dann von der rechten Strafraumkante auf Branimir Hagota und Massimo eigentlich da mit einem echt groben Stellungsfehler, hat etwas Glück, dass Hagota auch nicht perfekt zum Ball steht und Hagota köpft dann Massimo an den Rücken, ja, und der Abpraller landet wieder gefährlich vor Hagota, und da müssen wir uns bei Ned Phillips bedanken, der ganz, ganz schnell reagiert hat und mit dem Kopf in höchster Not klärt. Das war die erste große Chance, möchte ich sagen, für Greuther Fürth in diesem Spiel und hat natürlich die Fürther auch so ein bisschen angestachelt, ja, an den Sieg zu glauben, weil ich glaube, solche Situationen, ja, wenn du merkst, der VfB steht hinten nicht ganz so sicher, der Massimo ist anfällig, der Phillips hatte auch nicht seinen besten Tag, übrigens auch Stenzel hatte nicht seinen besten Tag, wenig Zweikämpfe gewonnen, kommen wir nachher noch drauf zu sprechen. Ja, der stachelt dich so ein Stück weit an, dass du dann doch nochmal vielleicht eine Schippe drauflegst. Weil das könnte genau, man schon. Ich finde, das Ding ist aber auch schlechter als es war, weil es war, glaube ich, die einzige Chance, der führte in der ersten Halbzeit. Ja, ja, ja. Und es war ja nicht mal eine Chance, weil Hagota ist ja nicht mal zum Abschluss gekommen. Also es wurde ja von Ned Phillips geklärt, bevor er zum Abschluss kommen konnte. Und das war echt das einzige Mal, dass Fürth gefährlich vorm Stuttgarter Tor auftauchte, während der VfB, ja, wie gesagt, zwei Tore hätte schießen können oder müssen und einen Elfmeter hätte bekommen müssen. Und insofern fand ich das dann, das 0-0 halt, ja, zur Halbzeit sehr schmeichelhaft für Fürth. Und insgesamt fand ich die Leistung des VfBs halt mit Ausnahme der Chancenverwertung wirklich gut in den ersten 45 Minuten. Zumal es ja nochmal eine große Chance für Al-Ghadoui in der 31. gab. Du erinnerst dich wahrscheinlich, dass Al-Ghadoui ja mehr oder weniger im 1-gegen-1 Duell auf Sascha Burchard zulief. Nachdem er seinen Gegenspieler da vorher sensationell ausgewackelt hatte. Ja, ne? Das war genau. Ja, spektakulär. War auch Wittek in dem Fall, der sich da hat auswackeln lassen von Al-Ghadoui. Und ja, da muss man aber sagen, das macht der Burchard richtig stark. Ja. Aber trotzdem darf man, ne, also ja, macht den Al-Ghadoui halt eher einen Vorwurf bei so einer Chance als Silas, ne? Weil er ist genau für solche Situationen geholt worden, dass er da halt genau, wie er es schon gezeigt hat, dass er es kann, solche Dinge halt einfach reinmacht. Ne? Und das wäre halt einfach Gold wert gewesen in so einem Spiel. Und das wäre ja nicht seine einzige Chance, die er nicht hat machen können. Ja, dann kommen wir zum 0-1 in der 47. Minute. jetzt muss ich mich erstmal kurz sammeln, weil jetzt, es sind so viele Dinge da passiert, so viele Fehler sind dem VfB unterlaufen. Das kotzt mich dann schon ein Stück weit an, weil das ist so ein vermeidbares Tor gewesen, aber ja, eins nach dem anderen. Also es gibt einen Einwurf für Fürth. So, dann muss man sagen, gibt es die Situation, dass Karasor, also der Einwurf wird reingeworfen, wird nicht besonders gut eingeworfen von Fürth und Karasor ist eigentlich eine Situation, wo er diesen Einwurf relativ souverän klären könnte, ja, rausköpfen, wegschlagen, kann sich abdrehen und zu seinem eigenen Torwart spielen, aber stattdessen muss man sagen, macht er das, was eigentlich am dümmsten war in der Situation, nämlich er köpft nach vorne, erwischt den Kopfball aber nicht so hundertprozentig und köpft Howard Nielsen, der übrigens vom VfB-TV-Kommentator immer als Howard Nielsen bezeichnet wurde. Direkt, ich habe es gestern auf VfB-TV geguckt, das habe ich gar nicht so mitbekommen. Ja, er hat ein paar so lustige Dinge dabei gehabt, aber Howard Nielsen fand ich gut. Auf jeden Fall, den köpft er auf die Brust. Und dann muss man auch sagen, dass das Endo dann im folgenden Zweikampf schlecht aussieht. Also hier ist der zweite Fehler. Erst der Fehler von Karasor, der die Situation einfach besser bereinigen muss. Muss ein bisschen besser stehen zum Ball. Klar, vielleicht ist er überrascht, dass er überhaupt an diesen Einwurf rankommt. Das kann sein. Aber trotzdem, in dem Moment, wo ich merke, hier, scheiß Situation, der Ball kommt jetzt doch nicht direkt auf meinen Fuß oder was weiß ich, auf die Brust, sondern ich muss ihn per Kopf nehmen, dann köpfen lieber nochmal ins Aus oder so. Weil es war in einer Zone, die eigentlich nicht besonders viel Gefahr verspricht für Fürth. Also von daher ein bisschen blöd gelöst von Karasor. Endo führt dann einen schlechten Zweikampf und Nielsen passt dann auf Tillmann, der dann von Karasor gefoult wird. Ja, ich glaube, das war
war fast nicht zu vermeiden, weil Zimmermann hat dann einen coolen Trick gezeigt, hat Karasor so ein bisschen durch die Füße gespielt und Karasor hat sich dann gedacht, nee, wenn ich den jetzt ziehen lasse, dann ist der auf der rechten Seite durch und kann relativ frei flanken. Den muss ich jetzt hier stoppen. Von daher verstehe ich, dass man hier das Foul sucht. Das geht für mich klar. Ist halt vorher verkackt worden, auf Deutsch gesagt. So, und dann gibt es diesen Freistoß, getreten von Wittek aus halbrechter Position. Und Al-Ghadoui kommt an den Ball. So, haben alle gesagt, wie kann denn der Al-Ghadoui der Segel so blöd köpfen? Ja, also der köpft den Howard Nielsen oder von mir aus Howard Nielsen direkt an die Hacke. Wie kann man das nur machen? Klar, ein Abwehrspieler hätte das mit Sicherheit besser gelöst in diesem Moment. Aber für mich ist es eigentlich ein anderer Punkt der entscheidende Fehler gewesen, nämlich Mangala, der, als der Freistoß ausgeführt wurde, zumindest Howard Nielsen zugeteilt war und einfach stehen bleibt. Also die Situation entsteht mehr oder weniger. Ja, also der Freistoß wird getreten und Howard Nielsen läuft in Richtung 5-Meter-Raum vom VfB oder vor dem VfB-Tor und Mangala bleibt einfach stehen am, weiß nicht, 11-Meter-Punkt oder an der 16-Meter-Linie. Auf jeden Fall bleibt er einfach stehen und das ist uns ja auch schon in Sandhausen aufgefallen, dass er so eine gewisse Passivität immer bei Standardsituationen aufblitzen lässt. Also das verstehe ich gar nicht, dass er da nicht mit seinem Gegenspieler mitläuft. Und wäre er mitgelaufen, hätte Nielsen definitiv größere Probleme gehabt, diesen Ball überhaupt zu verarbeiten. So, und dann geht's weiter. Hinter Al-Ghadoui stehen noch Phillips, Karasor, Endo und die Davi. Und die alle sehen den wieder hinter ihnen stehenden Caligiuri nicht, der komplett frei ist. Auch hier bin ich der Meinung, irgendein Spieler muss doch da was sagen, beziehungsweise merken, dass hinter den vier Spielern oder hinter sich selber dann halt eben noch jemand freisteht. Also das ist halt einfach richtig scheiße verteidigt. Ja, und dass dann die alle eingerückt sind, das geht halt nicht, ne? Also warum? Also gibt es ja gar keinen Grund, dass bei einer Standardsituation auf einmal dann ein Spieler so frei da steht, weil selbst wenn Al-Ghadoui dann irgendwie nicht optimal klärt und der Ball dann nochmal da runterkommt im 16, also warum steht halt ein Spieler da so frei nach einem ruhenden Ball? Das habe ich auch nicht so ganz verstanden. Ja, die haben so ein bisschen auf Abseits spekuliert, das siehst du auch daran, der Ball ist noch nicht mal richtig im Tor. Ja, da heben schon Endo, Castro und Stenzel den Arm und Mangala schaut schon zum Schiedsrichter. Das Manuel-Neuer-Syndrom, ja. Ja, aber das kannst ja, also das ist ja das, was mich so nervt in dem Moment. Natürlich, wenn du so konsequent dann direkt schon den Arm hochreißen kannst, dann spring halt von mir aus einfach noch in diese Richtung zu Caligiuri. Das hätte wahrscheinlich gereicht, wenn einer nur, weiß ich nicht, einen Meter an Caligiuri dran gestanden wäre, dann hätte die Situation schon komplett geklärt werden können, aber stattdessen löst man diese Situation einfach nicht besonders gut. Und das sind einzelne Fehler, die wir jetzt aufgezählt haben. Karasor, der diesen Kopfball nicht richtig setzt, dann Endo, der den wichtigen Zweikampf verliert und dann würde ich Mangala noch eine große Schuld zusprechen, der einfach mit seinem Gegenspieler nicht mitläuft. Tja, und dann versagen eigentlich vier Leute noch im Kollektiv und zack, steht's 0-1. Und dann ist es ja eigentlich schon klar, dass es besonders schwer wird gegen so eine Mannschaft, die sowieso die ganze Zeit schon bissig ist und die das Leben schwer macht. Die freuen sich ja mehr oder weniger, dass sie jetzt kontern können gegen dich. Und letzten Endes haben sie genau das gemacht. Also sie haben den VfB dann ins Leere laufen lassen, auch wenn man sich dann bemüht hat, nochmal den Ausgleich zu erzielen. Das darf man ja auch nicht vergessen. Al-Ghadoui hatte in der 60. nochmal eine richtig gute Chance. Da muss man halt auch sagen, ich weiß nicht, ob du dich an die Situation noch erinnern kannst, da war es so, dass Silas auch mal wieder und die Davi wirklich mit einem Doppelpass sich großartig in den gegnerischen Strafraum dann kombinieren und dann passt Silas von rechts ganz scharf vors Tor. Al-Ghadoui und Scholli noch verpassen, aber eigentlich war das herausragend gemacht von Jeckel und Sauer. Also die Situation habe ich mir wirklich mehrfach angeschaut. Du siehst halt, wie der Jeckel Al-Ghadoui so ein bisschen vom Tor weghält, einen Arsch ein bisschen rausstreckt, sagt man, glaube ich, dazu. Und der Sauer hat genau diese Zehntelsekunde vor Scholli noch am Ball ist, um die Situation noch zu klären. Das ist halt einfach auch bockstark verteidigt. Also da möchte ich jetzt noch nicht mal den VfB-Stürmern jetzt hier irgendwie eine Schuld zuweisen, dass die das Tor nicht gemacht haben. Das war richtig, richtig gut verteidigt. Also da hat man auch so ein bisschen Pech gehabt, dass da zwei Defensivspieler einfach die richtige Entscheidung getroffen haben in diesem Moment. Ja, Silas hat dann nochmal eine richtig gute Chance in der 67. Minute. Da war es Schurlinov, der in Burchardt Abstoß im Mittelfeld abfängt. Und dann, vielleicht könnt ihr es euch nochmal angucken, in der 67. Minute muss man mal drauf achten. In dem Moment, wo Silas erkennt, dass Schulinov jetzt hier den Ball abfängt, er steht da an der Mittellinie auf der rechten Seite, zieht er auf einmal einen Sprint an und alle sprechen von Haaland. Also das war unser Haaland-Moment. Ey, das war wirklich stark, wie er da in Richtung Strafraum sprintet. Und Schulinov macht das auch gut, trippelt sich anschließend wirklich gut durchs eigentlich dicht gestaffelte Zentrum von den Fürtern und spielt dann den Schnittstellenpass auf Silas.
Der erste Kontakt von Silas passt nicht so 100%. Das ist dann letzten Endes wahrscheinlich der entscheidende Fehler, warum er die Bude nicht macht. Aber trotzdem, das ist halt auch eine Qualität von Silas, kommt er noch zum Abschluss und tunnelt beinahe Burchardt. Aber ja, der hat es halt auch wieder stark letzten Endes gemacht, die Füße noch zusammenbekommen, das Ding entschärfen können. Aber für mich war halt ja auch wieder die Stärke von Silas, wie er sich da einfach im richtigen Moment entscheidet, für den Sprint nach vorne geht und dann diese Chance bekommt. Und ja, ärgerlich, dass er sich da nicht belohnt. Also das war eigentlich richtig, richtig stark von Silas. Oh. Ja, genau, aber genau diese Ballannahme und der erste Kontakt, das ist ja das, was halt sein Problem ist. Ne? Da kannst du wirklich eine Münze werfen. Manchmal ist er gut und die andere Hälfte der Zeit ist er halt irgendwie nicht gut. Und selbst wenn er nicht gut ist, kommt er durch seine Schnelligkeit dann trotzdem noch irgendwie an Ballerball nicht mehr so, dass er halt konsequent abschließen kann. Also das ist halt, finde ich, halt seine große Schwäche noch, dass er halt wirklich, wenn er den Ball bekommt, halt den halt oft nicht so gut verarbeitet, wie es vonnöten wäre, sondern dann die Bälle halt verspringen, dass er sich zu weit vorlegt das passt halt auch nicht ganz. Wenn ich heute hier so ein bisschen rumschwimme, fällt es nämlich selber auf, dann liegt das wirklich daran, dass ich hier ständig auf Skype schaue. Läuft die Aufnahme noch? Gibt es irgendwelche Nachrichten von Skype? Cool, ich dachte, du sagst jetzt, weil ich ständig auf Sky gucke, wie es bei Hannover gegen Holstein Kiel steht, aber du guckst es gar nicht bei Sky, sondern bei Skype. Nee, also Hannover und Kiel sind mir egal, muss ich ganz ehrlich sagen. Es steht übrigens 1-0 für Hannover. Okay, dann weiß ich das jetzt auch. Nee, es ist wieder mal die Aufnahmesituation, die mich nervös macht und bitte seht mir das nach. Nächste Woche wird alles besser und ich drücke mich dann auch wieder etwas besser aus als heute. Sorry dafür. Also, 74. Minute, noch eine interessante Situation. Da kann man darüber sprechen, ob es vielleicht für Paul Seguin die gelb-rote Karte hätte geben müssen. Da gab es so ein erstmal ein Wortduell mit mehreren Spielern, hauptsächlich Mangala, und Orell lässt sich dann eigentlich zu einer Dummheit hinreißen und packt Seguin an den Hals. Wie bewertest du die Situation? Ja, dieser klassische an den Halsgriff, finde ich, der geht halt auch irgendwie gar nicht. Ne? Das sollte man lassen und ich finde, der Schiedsrichter hat es in dem Fall mit einer relativ losen Leine ganz, ganz gut gehandhabt, finde ich. Ich fand es auch gut, wie er es gelöst hat. Also es gab ja auch wieder, wie es ja eigentlich immer beim VfB so ist, Kritik am Schiedsrichter, Selbstdarsteller und was weiß ich, was ich da alles gelesen habe, sehe ich ein bisschen anders. Ich fand, der hat die Situation eigentlich immer sehr, sehr gut erklärt. Ich finde es besser so, wenn der Schiedsrichter wirklich seine Entscheidungen dann auch den Spielern mitteilt. Also nehmen wir nochmal ganz kurz die 20. Minute. Da erklärt der Castro, du kannst das ja fast von den Lippen ablesen, Handspiel, und danach noch Ball wegschlagen, das ist halt gelb. So. Ja. Und zuvor erklärte auch Seguin, warum er jetzt die gelbe Karte bekommen hat, obwohl er ja gar keinen Foul gemacht hat bei irgendeiner Situation. Da ging es darum, dass er nach jeder Entscheidung gegen die Fürther sich darüber aufgeregt hat. Da sagt der Schiedsrichter, pass auf, 1, 2, 3, 4 Mal. Das fand ich aber schön, als er ihm das gezeigt hat, weil normalerweise ist es irgendwie 1, 2, 3, jetzt kriegst du gelb. Und ich glaube, bei Seguin hat er wirklich bis 5 oder bis 7 zählen müssen. Das war herrlich. Also, nee, da hat er gut im Griff gehoben. Ja, und das finde ich völlig okay. Also klar kann man das vielleicht kritisieren an manchen Stellen, dass er dann zu sehr im Mittelpunkt stand. Ich bin auch ein Fan davon, dass man danach nicht unbedingt weiß, wie der Schiedsrichter heißt. Und zwar deshalb, weil man einfach gar nicht den Schiedsrichter großartig wahrgenommen hat. Aber ja, besonders negativ ist er mir jetzt hier nicht aufgefallen, bis auf diese eben Elfmetersituation, die er falsch entschieden hat. Und jetzt hier bei der Situation finde ich, hat er das wirklich sehr, sehr gut gelöst, weil er gesehen hat, dass ein Wechsel anstand und er hatte dann Mangala auch zu verstehen gegeben, ganz schnell jetzt vom Platz, sonst ist hier Feierabend für dich. Und ich glaube, dass Seguin hier nicht gelb-rot gesehen hat, war auch dem geschuldet, dass Mangala sich zu dieser Dummheit hat hinreißen lassen, weil konsequent wäre gewesen, Seguin gelb-rot zu geben und Mangala rot. Also deswegen bin ich eigentlich mit dem Ausgang jetzt ganz zufrieden, dass Mangala ausgewechselt wurde und dann eben Seguin auf dem Platz bleiben durfte. Übrigens, ganz kurz noch zu dem Spieler, der hat ja wirklich bei der VfB-Timeline hart gelitten, aber ich finde, das ist eigentlich ein geiler Spieler. Ja? Er hat eine hohe Qualität, muss man sagen. Also das ist jetzt nicht nur irgendwie ein Treter oder so, sondern der kann richtig gut kicken, enorm pressingresistent, gute Pässe, also den trennst du nur ganz, ganz schwer vom Ball und der hat halt wirklich eine Qualität, die er mit in dieses Spiel reinbringt, gute Standards, auch wenn Fürth, glaube ich, noch nie ein Tor nach einer Ecke erzielt hat. Aber trotzdem kann der schon gute Standards treten. Ich mag den eigentlich als Spielertyp, weil solche Spieler fordern wir ja auch immer. Ja?
wenn es darum geht, was fehlt denn dem VfB und so, dann hört man immer, ja, so ein Spieler, so einen, den bräuchten wir mal. Und wenn wir den dann sehen, dann verurteilen wir den, dass er auf dem Platz so einen wie Seguin halt gerne bei uns sehen und nicht beim Gegner, ne? Also, und auch jetzt im Vergleich halt mit dem Hinspiel war das Spiel ja auch jetzt von der Aggressivität her und von den Fouls her auf einem deutlich niedrigeren Niveau. Deswegen gab es jetzt für den Schiedsrichter auch aus meiner Sicht keinen Grund, da irgendwie rot und gelb-rot zu zeigen, weil das war echt alles im Rahmen. Nee, aber klar, Paul Seguin ist halt so ein Spieler, den du halt als Gegner irgendwie hast und der für die eigene Mannschaft halt sehr, sehr wertvoll ist, halt durch ein sehr intensives körperliches Spiel, aber halt auch durch spielerische Qualität. Und so einer wird dem VfB natürlich auch gut tun, weil das ist vielleicht so ein Spielertyp, der uns halt noch so ein bisschen abgeht, seit Santi nicht mehr da ist. Ja, das musste jetzt sein. Aber der spielt ja jetzt bei der Hertha. Das ist er mit Sicherheit glücklicher als beim Big City Club, ja. Ja, da läuft's ja. Gut, lass uns nicht auf andere Vereine gucken. Wir haben ja selber genügend Probleme. Zum Beispiel in der 75. Minute, als wir das 0-2 durch Sebastian Ernst kassieren. Auch da gab es dann wieder herbe Kritik an einem Spieler. Ich sehe auch hier wieder mehrere Spieler in der Verantwortung. Erstmal geht's damit los, dass Endo im Mittelfeldzentrum ein Kopfballduell gegen Nielsen verliert. Übrigens auch auffällig, dass Endo nach, es war ja so in den ersten Spielen seine Stärke, dass er häufig Kopfballduelle gewinnt. Das nimmt mehr und mehr ab. Also er hat immer häufiger Probleme, dass er zum einen gar nicht in Kopfballduelle geht und zum anderen die dann nicht gewinnt. Und hier konnte man das auch wieder ganz gut sehen, dass er gegen Nielsen dieses Kopfballduell verloren hat. Und über Umwege und eher zufällig wird der Ball von Jeckel dann nochmal heiß gemacht. Karasor verteidigt das dann ganz schlecht gegen Hagota. Und es kommt eine Situation, dass Philips fast vorgeführt wird. Also das ist die Kritik, die ich häufig gelesen habe, dass Philips hier falsch reagiert hat. Bin ich bei jedem, der Philips kritisiert. Das musst du anders verteidigen. Eigentlich muss er nur dastehen und den Weg zumachen. Und er entscheidet sich halt dazu, diese Spielchen mitzumachen, dass er dann immer wieder versucht, diesen Ball irgendwie abzuluxen. Also ich glaube, wenn er einfach nur stehen geblieben wäre, die Füße etwas mehr geschlossen hätte, dann hätte er es besser lösen können, als so wie er es dann letzten Endes getan hat. Aber das ist für mich nicht der entscheidende Fehler gewesen. Schlimmer fand ich es dann, wie im Strafraumzentrum des VfB gedeckt wurde. Aber eins nach dem anderen, also die Flanke kommt von Hagota punktgenau auf den Fuß von Ernst und der macht das Ding dann rein. Und jetzt muss man sich natürlich fragen, wie kann das sein, dass das Ernst ja so frei steht, ja? Also wieso ist da niemand bei ihm? Und man sieht zum Beispiel, dass Schurinov, das hätte erkennen können, dass Ernst relativ frei ist. Und er hätte dann unter Umständen Endo das Kommando geben können, dass er so ein bisschen in Richtung Schurinov, in Richtung Ernst einrückt. Oder er hätte selber zu Ernst gehen können. Also da sind zwei Spieler gewesen, die eigentlich die Möglichkeit hatten, Ernst zu decken. Und man sieht zum Beispiel auch, dass Karasor und Stenzel dann im 5-Meter-Raum ganz merkwürdig stehen. Also auch diese Situation habe ich mir mehrfach angeguckt. Es gibt einen enorm großen Abstand zwischen den beiden. Nielsen hätte dann auch noch problemlos einlaufen können. Also du hast hier vier, ja, wenn du Philips noch mit dazu nimmst, 5 VfB-Spieler im Strafraum, die es nicht hinbekommen, das besser gegen 3 Fürther zu verteidigen. Also das ist halt auch wieder so eine Schlafmützigkeit gewesen, wenn man das so sagen kann. Und vielleicht auch ein Stück weit Unerfahrenheit. Ich weiß nicht, ob Schulinov sich nicht getraut hat, da was reinzurufen, aber der sieht da sehr, sehr schlecht aus in dem Moment. Ich würde behaupten, dass wenn Massimo noch auf dem Platz gewesen wäre, dieses Tor nicht gefallen wäre, weil Massimo hat da schon eher das Gefühl für die Gefahr, ja, und geht dann eher mal zu seinem Gegenspieler hin. Das fehlt ihm jetzt hier in der Situation. Also das kannst du auch besser verteidigen. Absolutes unnötiges Gegentor in dem Moment. Ja, auf jeden Fall. Und wie gesagt, angefangen halt da bei dem Zweikampf Gotha gegen Ned Phillips, aber da muss man ja auch sagen, dass jetzt Branimir Hrgota jetzt auch nicht so der klassische Zweitligaspieler ist, sondern der hat ja auch schon bei Gladbach und Frankfurt gezeigt, dass er irgendwie ein relativ guter Einzelspieler ist, der es dann aus welchen Gründen auch immer jetzt nie so richtig in der Bundesliga gepackt hat. Klar sieht Ned Phillips da nicht so richtig gut aus, aber ja, sein Gegenspieler war jetzt ja auch kein Nobody, also insofern trifft ihn natürlich eine Schuld, aber jetzt alles dann auf ihm irgendwie abzuladen, ist dann auch zu einfach. Zu Philips kommen wir gleich noch. Da habe ich mir noch so ein extra Segment praktisch extra ausgedacht. Das Philips-Segment. Cool. Ja, das Philips-Segment. man muss ehrlicherweise sagen, in der Nachspielzeit hatte dann Fürth noch mehrfach die Chance zum dritten Tor. Da hat Kobel das ein oder andere Mal gut gehalten. Der VfB hatte auch noch ein paar Chancen zum Anschlusstreffer. Aber eigentlich war das Ding durch nach dem 0-2. Also das spürte man auch als Fan, dass da nicht mehr viel gehen wird. Ja, und letzten Endes muss man sich dann eben hier mit so einer Niederlage zufrieden geben, auch wenn es hart ist. Genau, und das ist ja auch so ein Punkt, ne, dass der VfB dann ja doch irgendwie so gefühlt
das Spiel dann eigentlich hergibt, obwohl noch 15 Minuten zu spielen sind. Also das ist ja auch wieder so Thema Entschlossenheit, Thema Leidenschaft, ne? Dass man nicht das Gefühl hat, dass da eine Mannschaft auf dem Platz ist, die sich sicher ist, hey, wir können in 15 Minuten noch 2 Tore schießen. Also das Gefühl hatte ich schlichtweg nicht. Und das ist auch so ein bisschen was, was mir fehlt, weil eigentlich könnte der VfB dazu in der Lage sein, aber ich hatte dann das Gefühl, dass der Mannschaft selbst auch der Glauben daran fehlt. Ja, da gehe ich sogar, ja, was heißt sogar, da gehe ich mit. Das Gefühl hatte ich auch nicht, dass man jetzt hier nochmal versucht, irgendwie das Unmögliche möglich zu machen. Und man spielt ja immerhin gegen Fürth. Also es ist jetzt nicht so, dass da, weiß ich nicht, Leverkusen oder so einem gegenübersteht. Und selbst da hast du ja versucht, noch weiter zu spielen. Und da hast du eher das Gefühl gehabt, dass man jetzt noch versucht, irgendwie den Ausgleich zu schaffen. Erinnere dich an diese DFB-Pokal. Ja, ja, klar. Ich meine, genau, du steht 0-2 nach 75. Minute und du musst ja nicht mal 2 Tore schießen, du musst ja erstmal nur ein Tor schießen und dann bist du ja dran, ne? Und dann ist es ja ein ganz anderes Spiel wieder. Aber irgendwie dieses Selbstverständnis zu sagen, ja, okay, das ist jetzt halt scheiße, aber hey, wir können das noch irgendwie rausreißen, das fehlt mir, dieses Selbstverständnis. Ja, auch da rechne ich das so wirklich relativ hoch den Fürthern an, was die gemacht haben. Die gehen dir halt ständig auf den Sack. Und also ein Mittel, das Stefan Leitl da angewandt hat, nämlich, dass man in der zweiten Halbzeit noch früher die Schücke der Innenverteidiger angelaufen ist. Das war für mich so der Schlüssel zum Erfolg. Also das ist halt auch enorm mutig, weil das kann natürlich auch ziemlich nach hinten losgehen, wenn da 3 Mann auf unsere 3 Innenverteidiger draufgehen und dann kommen sie halt nicht an den Ball oder beziehungsweise wir können das spielerisch besser lösen, als uns das gelungen ist. Also das war schon richtig mutig gemacht, aber auch gut gemacht, muss man sagen. Und gleiches gilt für die Abwehr, die übrigens noch nie in Dreierkette, beziehungsweise dann, wenn der VfB den Ball hatte, in Fünferkette aufgelaufen sind. Das haben die in 6 Tagen in der Woche vor dem Spiel gegen den VfB einstudiert. Auch aus der Not heraus. Fürth hat große Verletzungssorgen. Insgesamt 6 wichtige Spieler fallen da aus oder fallen schon länger aus. Jetzt kommt mit Wittek noch der 7. dazu. Das muss man, finde ich, einfach dann auch anerkennen, dass ein Gegner hier ganz, ganz großartige Arbeit geleistet hat. Und gerade, wenn man jetzt zum Beispiel schaut, wie sie das verteidigt haben. Ich habe mir mal die Mühe gemacht und habe alle Spiele durchgeguckt, welche Passgenauigkeit der VfB in der gegnerischen Hälfte hatte. Also alle bislang absolvierten Spiele. Und da war das zweitschlechteste Spiel, was die Passgenauigkeit in der gegnerischen Hälfte angeht. Und das liegt natürlich jetzt vielleicht zum einen daran, dass die Spieler nicht ganz so genau gespielt haben oder irgendwie einen schlechten Tag hatten. Aber es liegt auch daran, dass Fürth halt wirklich auch so verteidigt hat, wie sie vorne schon gepresst haben. Nämlich enorm ekelhaft sind die dir immer auf den Sack gegangen, standen die auf dem Fuß, haben die Passwege gut zugestellt. Da war wenig auszurichten mit, sag ich mal, mit einfachen Mitteln, sondern du musstest kämpferisch dagegenhalten und da erzähle ich dir jetzt nichts Neues. Das ist nicht die Stärke des VfB. Mhm. So, und da kann man natürlich drüber sprechen. Ja, wie kriegst du das in eine Mannschaft rein, dass die diesen Biss, diesen Jagdinstinkt, ja, da bleibt man jetzt einfach mal bei diesem Matarazzo-Thema, dass man als Jäger auftreten möchte. Wie bekommst du das in eine Mannschaft rein, die eigentlich so die komplette Saison noch nie aufgetreten ist? Also der VfB ist mir noch nie als Jäger aufgefallen. Nö, der VfB spielt halt das, was sie sind, eigentlich eine vermeintliche Erstligamannschaft in der zweiten Liga. Ne? Technisch meistens überlegen, aber halt irgendwie oft ohne den nötigen, ja, weiß ich nicht, physischen Punch, den du halt irgendwie brauchst. Ne? Der fehlt halt. Also so treten sie halt fast immer auf und das unterscheidet sie natürlich dann auch von Teams wie jetzt Bielefeld oder Heidenheim oder Fürth einfach. Ne? Diese Physis, die man zumindest nicht spürt als Zuschauer. Ja, da gehe ich mit. Aber das hat für mich nichts mit fehlender Mentalität zu tun, was ja dann häufig mal rausgekramt wurde, sondern das ist auch eine gewisse Qualität, die dann fehlt. Das ist halt, weißt du, also der eine kann halt gut schießen, der andere, der kann halt gut kämpfen, sage ich jetzt mal. Und da fehlt es vielleicht dem einen oder anderen beim VfB, dass er technisch hier und da besser ist als seine Gegenspieler. Aber der kämpferische Aspekt fehlt ein Stück weit. Was mich wundert. Ja, klar, aber du machst ja aus dem Castro auch keinen Seguin mehr. Ne? Das ist ja so. Und du willst es ja wahrscheinlich auch gar nicht, weil er halt andere Qualitäten hat. Aber dann, ja, ich glaube, damit müssen wir uns abfinden, weil es sind noch 10 Spieltage zu spielen. Und der VfB wird keine kampfstarke Truppe mehr werden. Also die müssen es dann irgendwie anders lösen und die nötigen Punkte noch einfahren. Ich glaube auch, dass ein Seguin es sehr schwer hätte in der Mannschaft des VfB. Weil wenn du jetzt so guckst, das sind schon Spieler, die ja alle einen gewissen Stil so haben. Also das ist schon technisch sehr hochwertig und ja, Kurzpassspiel, das können sie alle ganz gut, aber so besonders viel Grätschen und so wirst du nicht sehen. Wobei man auch wieder ehrlich was sagen muss, was Tacklings und sowas angeht,
da war der VfB nicht viel schwächer als Fürth. Da kommen wir jetzt noch drauf zu sprechen, denn es wurde ja danach thematisiert, nicht nur vom Trainer der Fürther, Stefan Leitl. Fürth sei eine Tretertruppe, würde unfair spielen. Und wenn man so mal schaut und diverse Statistiken zu Rate zieht, dann merkt man ganz schnell, dass Fürth eigentlich keine große Tretertruppe ist in der Liga. Klar, Fürth fault im Ligaschnitt 14 Mal pro Spiel. Das klingt erstmal viel, weil sie damit auch auf Platz 2 landen. Aber nur mal so, um das einzuordnen, der VfB fault pro Spiel 12 Mal im Durchschnitt. Und sie liegen damit auf Platz 11. Also pro Spiel faulen die, wenn man es jetzt so runterbrechen will, 2 Mal weniger als die Fürther und sind damit gleich dann eher im unteren Mittelfeld anzusiedeln. Also das braucht man, glaube ich, nicht so hochhängen mit dieser Foul-Statistik, dass sie da auf Platz 2 stehen, die Fürther. Und auf der anderen Seite, der VfB wird im Ligaschnitt 12 Mal pro Spiel gefault, liegen damit auf Platz 10 und die Fürther werden 15 Mal pro Spiel gefault, sind damit auf Platz 1. Das heißt, die Fürther sind auch eher mehr Fouls ausgesetzt als andere Mannschaften, werden häufiger gefault als andere Mannschaften. Also von daher kann man auch sagen, gut, die wehren sich halt dann, könnte man auch so auslegen. Also ich sehe da jetzt keine unfaire Spielweise von Fürth oder so. Also das kann ich jetzt hier nicht erkennen. In dem Spiel, um das noch abzuschließen, war es so, dass Fürth 17 Mal gefoult hat, der VfB 14 Mal. Und wenn man jetzt die Tackles zum Beispiel sieht, da war es so, dass der VfB 20 Mal getackelt oder den Tackling-Versuch unternommen hat, die Fürther 19 Mal. Und ungefähr gleich viele Tackles wurden von beiden Mannschaften durchgebracht. Beim VfB waren 70%, bei Fürth waren 68% der Tackles erfolgreich. Aber man sieht jetzt hier, dass Fürth da nicht übermäßig hart gespielt hat gegen den VfB. Und deswegen lasse ich diese Ausrede auch nicht gelten, dass Fürth hier mit unfairen Mitteln sich letzten Endes zum Sieg gemogelt hat, um es mal so auszudrücken. Ja. Weiß nicht, ob du dazu noch was sagen möchtest zu der Diskussion, dass Fürth eine Tretertruppe sei. Also ich finde, nach dem Hinspiel konnte man dieses Urteil durchaus fällen, dass Fürth sehr hart gespielt hat und die VfB-Spieler dann auch vom Schiedsrichter nicht adäquat geschützt wurden vor dieser Härte. Aber jetzt in dem Spiel am Samstag habe ich das nicht gesehen. Und grundsätzlich finde ich auch, dass es einer Mannschaft, die vermeintlich weniger Qualität hat, durchaus zusteht, das Spiel auch durch Fouls auf ihre Seite zu ziehen. Ne? Dafür ist der Schiedsrichter da, der das sanktioniert, wenn die Fouls zu hart werden oder wenn die Fouls Überhand nehmen, der kann das dann mit Karten sanktionieren und sorgt dafür, dass halt eine Mannschaft das Spiel nicht durch Fouls entscheiden kann, aber dass es ein taktisches Mittel sein kann, eine technisch überlegene Mannschaft aus dem Spielfluss zu bringen, das gehört zum Fußball dazu und darauf muss sich dann halt auch die vermeintlich bessere Mannschaft einstellen, aber das habe ich am Samstag auch jetzt nicht so gesehen, dass Fürth überhart gespielt hat. Dann gab es auch noch das Thema, dass Silas, das haben wir vorhin schon angerissen, vielleicht mal wieder auf die Bank gehört und auch da konnte man natürlich dann relativ unqualifiziert lesen, der kann nichts und was weiß ich. Auch hier habe ich noch mal ein paar Daten dazu. Also Silas war an jeder gefährlichen Offensivaktion des VfB beteiligt in diesem Spiel, hat 2 Chancen eingeleitet, 67% Passquote, das ist in Ordnung, das ist natürlich jetzt kein Spitzenwert, aber es ist in Ordnung. Insgesamt hat er 3 Mal aufs Tor geschossen. Torschüsse insgesamt von Silas waren 8, aber trotzdem 3 aufs Tor. Keiner hatte mehr beim VfB. 5 Dribblingsversuche oder Dribblingversuche. 3 davon waren erfolgreich. Auch da liegt er ganz weit vorne. Und was ich zum Beispiel auch mal geschaut habe, weil ja oft Silas unterstellt wird, er verliert den Ball und was weiß ich. Also er hatte jetzt 17 Ballverluste in dieser Partie. Daniel Didavi hatte 18. Roberto Massimo auf der anderen Seite hatte nach 45 Minuten 10 und Darko Schulinov, der dann eben für Massimo kam, hatte ebenfalls nach 45 Minuten 13. Deswegen würde ich sagen, 17 Ballverluste ist jetzt kein Wert, wo man, dann braucht man sich nicht irgendwie, weiß nicht, auf die Wade tätowieren lassen, aber es ist jetzt auch kein besonders schlechter Wert. Also deswegen finde ich diese Kritik etwas unangebracht. Und was ich auch viel zu wenig erwähnt finde, ist, dass Silas auch gegen den Ball hervorragende Arbeit leistet. 3 Tackles hat er gesetzt, keiner hatte mehr. Nur Endo hatte auch 3 Tackles, sonst hatte kein VfB-Spieler mehr Tackles und das Gute war, Silas hat alle seine Tackles auch noch gewonnen. Also das waren immer erfolgreiche Tackles und das schlägt sich dann auch in seiner Zweikampfquote nieder, auch wenn die jetzt für mich nicht so hoch zu hängen ist, wie vielleicht andere Parameter, aber trotzdem gewinnt Silas für einen Wingback relativ viele Zweikämpfe und er ist ja eher ein Wingback, der sich nur nach vorne orientiert, aber er hat ein paar Mal gezeigt, dass er auch hinten mithelfen kann und auch Zweikämpfe gewinnen kann. Also ich verstehe die Kritik in Richtung Silas ganz ehrlich überhaupt nicht. Ich weiß nicht, wie du es siehst, ob du da nochmal eine andere Perspektive hast.
Nee, gar nicht. Also wie gesagt, ich mag den Spieler total. Ich meine, auf die Frage, kann man ihn mal wieder auf die Bank setzen? Natürlich kann man so einen jungen Spieler wie ihn mal auf die Bank setzen, wenn man der Meinung ist als Trainer, ich spiele jetzt mal mit Doppel-Ochsen-Sturm Gomez Al-Ghadoui. Natürlich kannst du ihn auf die Bank setzen, aber ich finde seine Leistungen schreien jetzt nicht dafür, dass er nicht wieder in der Startelf stehen kann, weil das ist halt nicht so schlecht, wie es von vielen gemacht wird. Und viel wichtiger, er bringt halt eine Qualität ins Stuttgarter Spiel durch seine Schnelligkeit, die sonst halt niemand zu bieten hat. Und das hat man gerade in der ersten Halbzeit, in der Anfangsphase wenn er da über links kommt mit seiner Geschwindigkeit und dann auch noch einen Gegenspieler ausspielen kann, da gibt's halt sonst niemanden im Kader, dem ich das so zutrauen würde. Dann das Manko ist halt, wie gesagt, noch vielleicht der erste Ballkontakt und natürlich dann der Abschluss. Ja, aber grundsätzlich gehe ich mal davon aus, dass er noch Entwicklungspotenzial hat und eher besser wird als schlechter, und insofern bin ich da total dafür, ihn weiter spielen zu lassen. Weil ich gerade immer wieder auf die Skype-Aufnahme gucke, sehe ich, wir sprechen schon eine Stunde über dieses Spiel. Wie immer, muss man fast schon sagen. Deswegen muss ich das Tempo natürlich jetzt ein bisschen anziehen. Es liegt nur an mir, Sebastian. Keine Kritik an dich, sondern das bin ich wieder, der viel zu viel labert. Gut, Philips, ganz kurz noch. Auch das habe ich ja vorhin schon angekündigt. Da gab es ja auch dann die Forderung, der müsste jetzt wieder auf die Bank. Und da kann man, denke ich mal, ja, da bin ich eher der Meinung derjenigen, die sagen, er ist aktuell nicht so stark, wie man sich das vielleicht erhofft, oder beziehungsweise jetzt gegen Fürth war er das nicht. Dennoch muss man sagen, von der Dreierkette ist es der Spieler, der die meisten Zweikämpfe gewinnt. Ja, 64% in diesem Spiel, Karasor 62%, Stenzel nur 38%, kein besonders guter Wert. Insgesamt ist Philips auch, also in der kompletten Liga, momentan auf Platz 3 der Innenverteidiger mit den meisten gewonnenen Zweikämpfen. Da ist noch der Markreiter dabei, der hat nur 11 Spiele bestritten, also da ist die Fallzahl etwas geringer. Könnte sein, dass er da vielleicht sogar noch am Markreiter hätte vorbeigehen können, wenn der noch weitere Spiele bestritten hätte. Also er weiß schon, wie man sich ja im Zweikampf verhalten muss. Auch was den Luftzweikampf angeht, ist er wichtig für das Spiel des VfB Stuttgart, hat 5 bestritten gegen Fürth, hat 4 davon gewonnen. Gerade gegen Howard Nielsen ist das echt ein guter Wert, weil da kommen wir auch noch ganz kurz drauf zu sprechen, dass das ein ganz, ganz wichtiger Punkt war. Und was man ihm, denke ich mal, ankreiden muss, sind die vielen leichten Ballverluste. Also die sind schon auffällig. Es gibt natürlich die Zahlen, da kann ich immer welche finden, die jetzt belegen, dass Spieler X oder Y besser ins Spiel passt als ein anderer. Aber du hast ja auch so ein gewisses Gefühl, wenn du dieses Spiel siehst und siehst halt, Philips hat immer mal wieder so einen leichten Ballverlust mit drin. Und wir haben es ja auch schon bei Karasor in der Hinrunde häufiger thematisiert. Was nützt es dir, wenn du 99,1% deiner Pässe an den Mann bringst und das eine Ding ist halt ein Fehlpass und das sorgt dann dafür, dass du das Spiel 0-1 verlierst. Also man muss natürlich das dann auch so ein bisschen von der Seite betrachten. Und da gebe ich jedem recht, der sagt, diese Ballverluste sind etwas zu leichtfertig. Das Passspiel ist ausbaufähig. Mit 68% ist das nicht besonders gut als Defensivspieler. Nur mal so als Richtwert. Der Mannschaftsschnitt in der eigenen Hälfte liegt bei 84,5%. Also da fällt er schon deutlich ab, auch im Vergleich zu seinen beiden Mitstreitern in der Dreierkette. Karasor kommt auf 75% Passquote und Stenzel auf 86%. Also da kann man schon sagen, es ist ein Unsicherheitsfaktor, gerade was dann das Aufbauspiel angeht. Da muss er sich verbessern, zu viele Ballverluste, schlechtes Passspiel. Wie siehst du es, Philips mal raus und dafür Bartsch über rein? Oder sagst du, nee, der muss weiterspielen, der macht es an und für sich ja eigentlich gar nicht schlecht. Er ist halt ein total solider Innenverteidiger. Jetzt hat natürlich Materazzo in Zukunft dann mit Kaminski und Bartstuber dann die Qual der Wahl für die Innenverteidigung. Ist natürlich die Frage, ob man jetzt gerade im Spitzenspiel gegen Bielefeld jetzt einen der zwei Langzeitverletzten, die gerade wieder jetzt mit dabei sind, reinwerfen möchte. Weiß ich nicht. Also ich glaube, zumindest gegen Bielefeld würde ich noch auf die, da kommen wir dann später noch zum Startelf-Tipp, ja, auf die Spieler setzen, die bislang gespielt haben. Aber danach sehe ich dann schon auch wieder einen Bartstuber und oder einen Kaminski in der Innenverteidigung. Der Startelf-Tipp wird heute spannend. Das kann ich mal versprechen. Der Tipp ist sehr schwer. Gut, abschließend 5 Spiele, über die wir sprechen müssen. Und Sebastian, ich rate das jetzt hier einfach runter, weil ich muss ein paar Sachen dazu sagen. Und du kannst dann gerne intervenieren, wenn du noch irgendwie was beitragen möchtest. Aber die Rubrik gefällt, glaube ich, mir am besten von allen, die sich diesen Podcast anhören. Ja, dann ratter mal. Ne? Ich bin gespannt. Der erste Spieler, den ich hier mit reinnehme, ist Daniel Didavi, der für mich kein schlechtes Spiel gemacht hat. 65 Kontakte, das sind die meisten aller Offensivspieler. Und nur die Spieler der Stuttgarter Dreierkette hatten mehr Ballkontakte in dieser Partie.
mit 69 war Stenzel derjenige, der die meisten hatte, aber erinnere dich mal an die alten Walter-Zeiten, da kam so ein Stenzel schon mal auf deutlich über 100. 100, ja. Also, ja, das sieht jetzt schon dann doch ein bisschen anders aus. Dazu kommt, dass Daniel Didavi 5 öffnende Pässe gespielt hat, also im Großen und Ganzen fand ich die Partie von Daniel Didavi ganz ordentlich, deswegen wollte ich ihn hier erwähnen. Ja, vor allem in der ersten Halbzeit diese Schnittstellenpässe auf der linken Seite, wo dann halt irgendjemand links auf dem Flügel hinterläuft, also oft dann Silas. Das war ja ein Traum, wie wohltemperiert und wie exakt die dann immer da reingespielt wurden von der Angeli Davi. Also das war ganz großes Kino, fand ich. Gehe ich sofort mit. Umso ärgerlicher ist dann halt dieser Abschluss von ihm, ja, der genau das Gegenteil eigentlich war von dem, was er sagt. Ja, vielleicht sollte er ins Tor reinpassen und nicht schießen oder so, ich weiß nicht. Das, also wenn er so abschließen würde, wie er seine Pässe spielt, dann hätte er viel mehr Tore auf dem Konto. Ja, ja, da gebe ich dir recht. Weiterer VfB-Spieler, der es in die 5 Spieler geschafft hat, das ist Wataru Endo. Allerdings diesmal nicht, weil ich ihn so besonders gut fand, sondern weil das für mich eher ein schlechteres Spiel von ihm war. Er konnte nur 50% seiner Zweikämpfe gewinnen. Was die Luftzweikämpfe angeht, konnte er von den 4, die er geführt hat, nur einen gewinnen. Das war nicht so besonders gut. Also am Boden hat er das eigentlich ganz souverän gemacht, aber in der Luft lässt er so ein bisschen nach, möchte ich mal sagen. Dazu kommen 13 Ballverluste, die insgesamt jetzt vielleicht noch nicht mal so viel klingen, aber da auch hier das Problem, dass es dann oft in prekären Situationen waren. Also das waren dann immer wieder so Ballverluste, wo dann direkt die Fürther daraus eigentlich vielleicht jetzt, sagen wir mal, Gefahr ausgestrahlt haben, nicht unbedingt gleich eine Chance herausgespielt haben, aber es waren sehr gefährliche Ballverluste, so möchte ich es mal sagen. Und dann kommt was dazu, was mir aufgefallen ist, Wataru Endo glänzte eigentlich in den letzten Spielen immer so als derjenige, der die Bälle abfängt, Gegner blockt oder allgemein Situationen klärt. In dem Spiel gelang ihm das insgesamt nur 3 Mal und sonst schafft er das eigentlich immer mindestens 6 Mal. Also auch hier siehst du halt einfach einen Unterschied. Ja? Die Qualität, die er sonst hatte, viele Bälle abzufangen und so, die konnte er hier nicht unter Beweis stellen. Und das war auch ein Grund, warum die Fürther dann eben auch manchmal diese Situation hatten, dass sie im Strafraum dann völlig blank standen. Ich möchte da nochmal darauf hinweisen, das 2-0, das kann man auch Endo ein Stück weit mit angreifen, der Ernst nicht gesehen hat oder die Situation falsch eingeschätzt hat. Deswegen habe ich jetzt Endo nochmal mit dabei. Wir haben ihn immer gelobt, dann kann man ihn, denke ich, auch mal kritisieren. So. Ja, aber so, genau, aber so gefühlt ist er auch so sein Trend eher so ein bisschen absteigend. Ne? Also, soweit will ich noch nicht gehen, Sebastian. Ich sag's mal so, was diese Kopfballstärke angeht, wo wir ja alle gedacht haben, Alter, was geht denn mit dem ab? Das kann er nicht mehr so richtig aufrechthalten. Aber ansonsten ist es für mich schon einer der konstantesten Spieler, die der VfB momentan hat. Aber irgendwie, weiß ich nicht, ist es auch meine Erwartungshaltung, vielleicht meinst auch du das jetzt gerade, wenn du sagst, die Tendenz ist absteigend, man erhofft sich immer noch so den nächsten Schritt. Also man sieht den Spieler und denkt, das ist alles ganz gut, aber könnte jetzt auch nochmal ein weiterer Schritt kommen. Und das fehlt bei vielen Spielern beim VfB aktuell. Ja. Dieser nächste Schritt. Also alles stagniert immer auf so einem soliden Zweitliganiveau. Und das macht einem fast schon Angst, wenn man sich so überlegt, dass man eigentlich aufsteigen möchte. Und dann muss es ja mal so einen Sprung geben. Aber wenn du jetzt die Spieler siehst, die gespielt haben am Samstag, da fallen mir nicht viele ein, denen ich jetzt nochmal so einen Schritt zutrauen würde. Also Mangala, Silas und Kobel sind dann noch welche. Dann wird es aber schon langsam eng von denen, die gespielt haben. Ja, das ist wohl wahr, das stimmt. Jetzt überlege ich gerade, dass ich kein Massimo könnte man vielleicht noch sagen, aber auch da bin ich mir noch nicht ganz so 100% sicher, ob er das Zeug hat, wirklich jetzt nochmal so einen entscheidenden Schritt zu machen. Ich finde, er macht das wirklich gut bislang, aber ich bin mir noch nicht ganz sicher, in welche Richtung das mit Massimo geht. Also bei Silas bin ich mir wirklich sicher, dass der seinen Weg machen wird. Ob der jetzt ein Champions-League-Spieler wird, das sei mal dahingestellt, aber das wird jemand sein, der in der Bundesliga Fuß fassen wird oder in irgendeiner anderen europäischen Top-Liga, da bin ich mir sicher. Auch Kobel muss sich keine Sorgen machen um seine Karriere, Mangala genau das Gleiche. Aber der Rest ist alles, da weiß man nicht so 100%, in welche Richtung das geht. Also gut, sprechen wir ein anderes Mal drüber. Harvard Nielsen muss ich lobend hervorheben, habe ich ja vorhin schon angedeutet. Also zum einen ist es halt ein enorm laufstarker Spieler, der deine Innenverteidigung immer wieder vor Probleme stellt. Fast 11 Kilometer hat er als Stürmer abgespult. Also das ist richtig, richtig gut. Hatte zwar auch so ein paar Anlaufschwierigkeiten, nachdem er aus Düsseldorf
nach Fürth gewechselt ist, aber mittlerweile ist er wirklich ein ganz, ganz entscheidender Spieler. Eine Vorlage geliefert, dazu noch 3 Chancen rausgespielt, hat viele Zweikämpfe geführt und ich habe ja vorhin schon gesagt, Luftzweikämpfe, das ist so sein Ding. 12 Luftzweikämpfe hat er geführt, 7 davon gewonnen und das waren halt dann immer wieder diese typischen Wandspielersituationen, aus der dann Gefahr entstanden ist. Also das ist ein ganz, ganz wichtiger Spieler in diesem Spiel gewesen und ja, auch die Art und Weise, wie er gegen den Ball agiert, hat immer mal wieder so clevere Fouls, das ist eben das, was wir vorhin schon angesprochen haben, immer wieder so clevere Fouls gezeigt, 3 Stück insgesamt, die mir wirklich aufgefallen sind. Und du merkst halt immer, okay, hier ist er halt vielleicht ein Ticken erfahrener, macht das ganz, ganz gut, das sind keine schweren Fouls, aber die unterbinden dann zum Beispiel ja, das Aufbauspiel des VfBs oder sorgen dafür, dass es ein Konter gar nicht erst zustande kommt. Also das macht er einfach richtig, richtig gut. Und was man auch noch erwähnen muss, zusammen mit Branimir Hagota haben Nielsen, ja, hat Nielsen 14 der jetzt inzwischen 36 erzielten Treffer der Vierter markiert. Also das ist schon ein guter Mann. Muss man sagen, hat sich gut entwickelt. Genauso überraschend war übrigens David Raum für mich, den man so überhaupt nicht auf dem Zettel hatte. Als linker Wingback hat er uns alle überrascht. Rutschte, glaube ich, auch für, jetzt muss ich überlegen, der rutschte, glaube ich, für Jackel oder Sapai in die Mannschaft. Ich weiß nicht, wie sie das gegen wen Wiesbaden taktisch gespielt haben, aber ja, mit Bauer, Sauer und Raum rutschen eigentlich 3 Spieler in die Mannschaft, die man so nicht auf dem Zettel hatte. Und David Raum hat dann gleich richtig Eindruck hinterlassen. Über 11 Kilometer absolviert, richtig stark, 64% gewonnene Zweikämpfe, hauptsächlich gegen Massimo und Scholinov. Die musste auch erstmal in den Griff bekommen. Und dazu dann auch noch 4 Tackles gewonnen gegen einen so robusten Spieler wie Massimo, der, ich habe es schon ein paar Mal gesagt, vielleicht jetzt nicht so aussieht, aber wirklich ein harter Spieler ist. Also das ist auch nochmal ein richtig guter Wert. Dazu 60 Ballkontakte, damit die drittmeisten beiführt. Ja, nur Seguin mit 68 hatte mehr und der Torhüter Burchard mit 61 hatte auch einen Ballkontakt mehr als David Raum. Hat insgesamt wirklich eine sehr, sehr gute Partie absolviert. Und dann sind wir schon bei für mich dem besten Spieler dieses Spiels. Das war Sascha Burchard. 8 Paraden, 61 Ballkontakte, eine Passquote von 70%. Das ist halt eben auch wichtig, dass du deine Bälle dann an den Mann bringst. Auch 35 seiner Abschläge, also 35 Abschläge gab es für Fürth in dieser Partie. Und 21 davon landeten beim Mitspieler. Also das finde ich halt auch wichtig, dass du in solchen Momenten dann nicht, ja, weiß ich nicht, die Bälle ständig verlierst und es ausschlägst und so. Das hat er auch richtig gut gemacht. Und ja, er hat halt gehalten wie eine 1. Ich glaube, er hat auch vom Kicker die 1 bekommen. Und zu Recht. Ich glaube, das war schon eine sehr, sehr starke Leistung von ihm, oder? Ja, aber weißt du, definitiv, also das zieht sich ja leider auch durch die Saison, dass gerade gegen den VfB immer die Keeper des Gegners irgendwie ihr bestes Saisonspiel abliefern. Aber weißt du, woran ich immer denken muss, wenn ich Sascha Burchardt im Fürther Tor sehe? Nee. An das Spiel von Hertha gegen HSV im Jahr 2009. War er da nicht Hertha-Torhüter? Der war Hertha-Torhüter, wurde, glaube ich, zur Halbzeit oder ich glaube, er musste zur Halbzeit eingewechselt werden. Er war zweiter Torhüter. Wahrscheinlich war das noch Gabor Kiraj, der sich verletzt hat. Und Sascha Burchardt musste dann reinkommen und hat auch innerhalb von weniger Minuten 2 in höchster Not außerhalb des Strafraums per Kopf geklärt und 2 den Ball bis an Mittelkreis geköpft, aber jeweils in die Füße eines Hamburger Spielers. Und 2 hat dieser Hamburger Spieler dann mehr oder weniger so aus 30, 35 Metern ins Berliner Tor dann eingeschossen. Ja. Einmal war es ja gerade gut. Einmal war es David Jarolim und einmal war es Seroberto. Und daran denke ich jedes Mal, wenn ich den Burchard sehe, weil er hat da, glaube ich, auch gar nicht schlecht gehalten und auch die Klärungsaktionen damals, die waren völlig okay. Er hat halt echt nur das Pech gehabt, dass da halt immer jemand schon noch getroffen hat. Und immer, wenn ich Sascha Burchard sehe, muss ich an diese Situation denken. Das ist eine schöne Geschichte. Also jetzt möchte ich das Spiel nochmal sehen. muss irgendwie, Oktober 2009 war das. Ganz großartig, da war Pal Dardai Mittelfeldspieler bei Berlin und Jerome Boateng hat bei Hamburg gespielt. Ja, das waren noch die guten alten Zeiten für alle, muss man sagen, für alle Beteiligten. Gut, sei es drum. Abschließend noch zur Fürth-Geschichte, vielleicht sollten wir es noch ganz kurz erwähnen, auch wenn wir es nicht größer machen wollen, als es letzten Endes war. Es gab wohl noch bei der Rückreise diverser VfB-Fans ein unschönes Aufeinandertreffen mit ein paar HFC-Fans, Hallescher FC, die ja, ich glaube, in Großasbach gespielt haben, dort verloren haben mit 0-1, genau so war es. Und ja, blöderweise
beide Fangruppen am Bahnhof Crailsheim unfreiwillig und es gab dann die wahrscheinlich zu erwartende Ultraschlägerei, möchte ich mal so sagen. Also ich möchte wirklich nicht größer machen, als es ist. Ich glaube, das ist, auch wenn es nicht schön ist, aber relativ normal, wenn sich da zwei Ultragruppierungen irgendwie auf dem Bahnhof über den Weg laufen, dass es dann auch mal zu Handgreiflichkeiten kommt. So wie ich das jetzt mitbekommen habe, wurde niemand verletzt. Jedenfalls gab es da keine Personen, die behandelt werden mussten. Das Blödeste, was passiert ist, dass der Bahnverkehr kurzfristig gestoppt werden musste, weil eben auch die Schlägerei ins Gleisbett verlegt wurde, was natürlich nicht so besonders helle ist, aber ja, wie gesagt, ich wollte es kurz erwähnt haben und zwar gar nicht so sehr, um das jetzt hier so, ja, weiß nicht, groß auszuschlachten, sondern ich wollte nochmal daran erinnern, dass es ja schon mal einen sehr unschönen Vorfall gab, der sich ja auch in der Bahn abgespielt hat damals und auch von HFC-Fans ausging. Und zwar war es, glaube ich, im Oktober 2016 so, dass ein Magdeburg-Fan im Zug von HFC-Fans aus dem fahrenden Zug gestoßen wurde und leider Gottes an den Verletzungen, an den schweren Kopfverletzungen später starb. Und da gibt es aktuell, jetzt muss ich lügen, entweder bei Spiegel.tv oder Stern.tv, schaut mal auf YouTube, eine ausführliche Dokumentation darüber. Da werden auch nochmal die Eltern so ein bisschen befragt. Es werden diverse Fans befragt, natürlich nicht die vom HFC, aber die Magdeburger kommen zu Wort. Und da kann man so ein bisschen nochmal den Eindruck bekommen, was damals passiert. Das war natürlich eine sehr unschöne Situation. Deswegen hat man so ein bisschen ein Auge auf die HFC-Fans, möchte ich mal so sagen. Ja, aber das ging, glaube ich, für Ultra-Verhältnisse ganz in Ordnung aus, oder? Also Sebastian. Ja, ich glaube, es war jetzt keine größere Aktion da. Ich meine, für Crailsheimer Verhältnisse wahrscheinlich schon höchst spektakulär, aber ich glaube, es passierte das, was man erwarten kann, wenn da irgendwie zwei Ultra-Gruppierungen an irgendeinem Bahnhof dann auch noch frustriert durch jeweils Niederlagen aufeinandertreffen. Ja, also machen wir es nicht größer, als es war. Es gibt andere Themen, gerade was Ultra-Gruppierungen angeht, auf die wir vielleicht nachher zu sprechen kommen. Genau. So, dann husch zum nächsten Spiel. Darf ich dich ganz kurz unterbrechen? Du hast ja gesagt, wir können eigentlich nicht schneiden, weil wir über Skype aufnehmen und ein Video irgendwie aufnehmen, aber ich müsste trotzdem, also ganz kurz. Ja, also Sebastian, geh kurz. Ich erkläre, wie das sonst immer abläuft. Also das ist das, was eigentlich bei jeder Aufnahme passiert, dass Sebastian nach der Besprechung des letzten Spieles erstmal kurz aufs Klo muss. Ich nutze dann meistens die Gelegenheit und schaue so ein bisschen auf Twitter, was es Neues gibt. Das mache ich jetzt nicht, denn ich möchte euch darauf aufmerksam machen, dass der Dennis unsere Hilfe braucht, auch weiterhin. Wir haben es ja jetzt schon mehrfach thematisiert, aber ich möchte es nochmal sagen, der Dennis leidet unter dem chronischen Erschöpfungssyndrom und es gibt eine Therapie, die beziehungsweise eine Operation, die wird in Barcelona durchgeführt und die könnte ihm unter Umständen helfen. Also das ist jetzt nicht so, dass wenn er operiert wird, dass er dann definitiv gesund wird. In erster Linie ermöglicht man ihm, glaube ich, so ein bisschen wieder Hoffnung zu haben, dass es ihm irgendwann besser gehen könnte. Und ich finde, ja, wenn man das als große Gruppe versucht, irgendwie jemanden da zu helfen und jeder einen kleinen Teil gibt, dann ist das auch was Schönes und zeigt vielleicht dann auch so ein bisschen die Community VfB Stuttgart. Das wäre ja toll, wenn wir Fans dafür sorgen, dass einer von uns sozusagen wieder Hoffnung hat, dass sein Leben wieder etwas lebenswerter wird, als das aktuell der Fall ist. Denn der arme Mann liegt halt wirklich von morgens bis abends nur im Bett, kann kaum reden. Ich glaube, er kann gar nicht mehr reden und kann sich eigentlich nur noch übers Handy mit seiner Mutter, mit seiner Freundin und auch mit diversen Twitter-Usern auseinandersetzen. Und ich würde es einfach toll finden, wenn es irgendwann diesen Tag gibt, dass Dennis, er muss nicht mit mir ins Stadion gehen, also er kann auch mit jemand anderem ins Stadion gehen, aber wenn er irgendwann wieder in ein Fußballstadion, es muss doch nicht mal das in Stuttgart sein, aber in irgendein Fußballstadion gehen kann, die Treppen hochlaufen kann und einfach sagen kann, ja, ich habe es geschafft. Ich würde das so großartig finden, wenn wir diese Geschichte hinbekommen. Ist natürlich nicht gesagt, dass wenn er diese Therapie antreten kann, dass es dazu kommt, aber nicht nur er, sondern auch ich hätte dann die Hoffnung, dass es eben dazu kommt. Deswegen nochmal mein Aufruf, unterstützt Dennis auf GoFundMe. Es gibt einen Link zur GoFundMe-Kampagne auf vfbstr.de und zwei Artikel, die das Ganze noch viel besser beschreiben, als ich es gerade getan habe. Denn das gehört auch zur Wahrheit. Heute habe ich hier irgendwie diesen Stamm noch verschluckt, aber es liegt wirklich daran, dass ich wahnsinnig aufgeregt bin, weil diese Technik mir hier schon wieder um die Ohren geflogen ist. Und ja, das sorgt für Probleme. Was könnt ihr euch noch erzählen? Sebastian ist noch nicht da? Nee. Dann kann ich euch sagen, dass die ersten Aufkleber
von mir verschickt worden. Letzte Woche gab es überraschend keine neue ST-Ausgabe. Eigentlich war geplant, mit einem Gast Sebastians Fehlen sozusagen zu kompensieren. Leider Gottes kam es dazu nicht. Dann habe ich die Zeit genutzt und habe gleich mal die ersten Aufkleber wieder unter das Volk gebracht. Es gibt neue ST-Aufkleber und war überrascht von dem Echo eurerseits. Es gab so viele Zuschriften. Ich glaube, insgesamt habe ich jetzt schon 700 Aufkleber verschickt. Aber es gibt noch welche. Also, wenn ihr welche möchtet, dann schickt mir einfach nur eine DM auf Twitter, Facebook oder Instagram mit eurer Adresse. Mehr brauche ich nicht. Bitte Adresse mit Namen angeben, weil das hatte ich auch das ein oder andere Mal, dass mir, weiß nicht, hohle Birne geschrieben hat und einfach nur die Straße und Postleitzahl und Ort angegeben hat. Das reicht dann noch nicht als Postanschrift. Also, hohle Birne in der Häschengasse 4, das ist einfach zu wenig für die Post. Das kriegen sie so noch nicht raus. Also ihr habt euch schon einen Namen gemacht im jeweiligen Ort. Das könnte natürlich sein, als hohle Birne. Gut, oder zu in Zukunft Album. Dann, sorry, ich bin wieder da, mit frankiertem Rückumschlag. Nein, das macht's ja noch aufwendiger. Dann muss ich ja diese die ganzen Umschläge öffnen. Die Umschläge kriegt ihr von uns und die Briefmarke auch. Also, das muss ich auch nochmal sagen, weil es immer wieder Fragen gab, hey, was kriegst du fürs Porto? 0 Euro möchte ich dafür haben. Ich brauche nichts. Ihr könnt uns zwar auf Patreon und PayPal unterstützen, müsst es aber nicht tun. Viel wichtiger wäre es mir, wenn ihr eben Dennis unterstützt. Ja, also die Aufkleber sind ein Dankeschön an euch von uns, dass ihr uns hier regelmäßig zuhört, ab und zu mal einen Tweet liked oder, weiß ich nicht, auf iTunes eine Bewertung hinterlasst oder so. Also es ist einfach nur so, ja, wir freuen uns, dass ihr zuhört und das ist unser Geschenk von uns an euch. So, geht schon wieder los mit dem Stammeln. Himmel. So. @VfBSTR, Twitter, Instagram und @VF3STR auf Facebook. So, Sebastian, jetzt Bielefeld. So, Bielefeld. Nächste Woche Montag, da steht es nämlich an. Das wirklich wichtige Spiel aus meiner Sicht. Also ich finde dieses Spiel, oder ich gehe anders ran, Platz 1 ist mir ehrlich gesagt egal. Ich möchte Zweiter werden. Also am liebsten würde ich Erster werden, weil ich möchte gerne nochmal so eine Zweitligameisterschaft miterleben. Also einfach nur, damit man was feiern kann und mit so einer Schale ist es halt schöner als ganz ohne. Aber ehrlich gesagt reicht mir auch Platz 2, aber ich glaube auch für Platz 2 ist dieses Spiel enorm wichtig jetzt am kommenden Montag gegen Bielefeld. Wenn wir das verlieren, kann das schon so ein bisschen einen Knacks geben für den Rest der Saison, weil drei Spiele später war das dann schon der HSV. Zwischenzeitlich spielst du dann noch in Wiesbaden und wie schwer das ist, hat Bielefeld letzten Sonntag erleben müssen und dann geht's nach Kiel, auch das wird ein schweres Spiel. Also ich sag schon, ein Sieg ist Pflicht. Weiß nicht, wie du es siehst. Also darfst du auf keinen Fall verlieren, denke ich, weil wenn man jetzt auf die Tabelle guckt, ne, wenn die Arminia in Stuttgart gewinnen würde, hätte sie 9 Punkte Vorsprung, ne? Und dann kannst du eigentlich ja schon denen zum Aufstieg gratulieren. Also ich glaube, da brennt dann echt nicht mehr so viel an. Und wir müssen eigentlich nur noch auf den HSV gucken, der ja auch gerade irgendwie eine relativ schwere Phase durchmacht, irgendwie in Aue 3-0 verloren, das ist halt auch schwierig. Aber du musst eigentlich zumindest einen Punkt hier behalten, um dann halt gucken, dass du dich irgendwie gegen den HSV behauptest. Aber ja, jetzt mit 6 Punkten Rückstand, 10 Spieltage vor Schluss, ist schwierig in Hinsicht auf Bielefeld. Meine einzige Hoffnung ist ja, dass wenn Bielefeld dann wirklich jetzt schon einen klaren Vorsprung hat, irgendwann so dieses Fraxhausen bekommt. Ne? Also die müssen nicht bis zum letzten Spieltag eigentlich kämpfen, sondern haben halt irgendwie ihre 6 Punkte, 7 Punkte Vorsprung und dass sie dann irgendwie Angst vor der eigenen Courage bekommen und irgendwie merken, hups, wir werden ja Erster und dann vielleicht doch anfangen, Spiele zu verlieren. Aber jetzt so die letzten Partien deutet ja echt nichts drauf hin. Sie gewinnen die Spiele, in denen sie besser sind, gewinnen sie klar. Die Spiele, in denen sie nicht besser sind, gewinnen sie knapp. Also das ist halt gerade schon ziemlich überzeugend, ergebnistechnisch. Das ist sehr überzeugend und man muss dazu sagen, es gab bislang nur eine Mannschaft in der zweiten Liga, die zu diesem Zeitpunkt mehr Punkte Vorsprung hatte als Bielefeld aktuell auf Platz 3 und auf Platz 4, weil du hast gerade auf 6 Punkte auf uns gesprochen, aber man muss sagen, auf Platz 3 haben die schon 9 Punkte, auf Platz 4 12 Punkte. Ja, und jetzt gab es 2-8, 2-9. Eine Mannschaft, die hatte mal mehr Vorsprung. Weißt du, welche das war? Heute Berlin. Schon oft thematisiert. Genau, Hertha war es damals. Pass auf, das war in der Saison 12-13, so ist es richtig. 08-09 wurde nämlich die Relegation eingeführt. Ich habe das nämlich vor einem Kicker erst gelesen. 2008-09 wurde die Relegation eingeführt und seitdem hat keine Mannschaft mehr Vorsprung gehabt als die Hertha. Die hatte nämlich 10 Spieltage vor Schluss in der Saison 12-13
12 Punkte Vorsprung auf Platz 3 und 15 Punkte Vorsprung als auf Platz 4. Und jetzt ist eben dann Bielefeld mit 9 Punkten Vorsprung auf Platz 3 und 12 Punkten Vorsprung auf Platz 4. Die Mannschaft, die ja den zweitgrößten Vorsprung hat seit Einführung der Relegation. So, das sind die ersten Zahlen, die ihr hier zu hören bekommt. Dann können wir vielleicht noch mal ganz kurz auf dieses Wiesbaden-Spiel, wirklich nur ganz, ganz kurz eingehen, weil für mich da der entscheidende Faktor die Einwechslungen waren. Mit Reinhold Jabo und Sven Schiplock kam für mich die Wende, nicht nur für mich, das wurde mehrfach thematisiert, dass das dann wirklich nochmal so einen neuen Schub gebracht hat. Und da muss man vielleicht dazu sagen, dass ja viele immer behauptet haben, ja gut, Bielefeld hat eine gute erste Elf, aber wenn da sich jemand verletzt und wenn das noch der Vogelsammer oder der Klos sein wird, ja, dann wird es echt eng. Und jetzt ist es so, der Vogelsammer fällt aus, der Klos hatte zuletzt auch nicht immer getroffen, also jetzt gegen Wiesbaden dann mal wieder. Und plötzlich merkt man, auch die Bank ist richtig gut, die können nachlegen. Also da kommt dann auch Qualität rein mit Reinhold Jabo, der ja an der Entstehung des entscheidenden Tores mit beteiligt war. Also, glaubst du, dass man die so ein bisschen unterschätzt hat? Also Reinhold Jabo, ich weiß gar nicht, warum er eingewechselt wurde, der gehört ja eigentlich schon zur Stammelf, der ist ja wirklich ein richtig starker Spieler, aber dass jetzt Suku Vogelsammer so irgendwie nahtlos ersetzen kann, das hätte ich tatsächlich nicht gedacht, aber ich glaube, dass Bielefeld jetzt auch echt so ein Flow hat und auf so einer Welle reitet, dass auch die Spieler über sich hinaus wachsen, ne? Die spielen jetzt die ganze Saison wirklich am oberen Limit, daran wird sich auch nichts mehr ändern und ich glaube, da kannst du jetzt wahrscheinlich bei denen reinbringen, wen du willst, das wird funktionieren. Ich meine, wir Stuttgarter wissen ja um die ja, Qualitäten und Nicht-Qualitäten von Sven Schiplock und wenn seine Einwechslung, ich meine, da glaube ich zum ersten Mal seit über einem Ewigkeit Jahr gespielt oder so, ja. Also wenn das einen Effekt bringt, das wird ja schon einiges heißen und mich würde es auch nicht wundern, also auf der Welle, auf der Arminia gerade reitet, wenn Schiplock jetzt dann am nächsten Montag in Stuttgart trifft, also da geht gerade alles, denke ich. Sag's nicht, ich will es nicht hören. Der trifft kurz vor Schluss zum 3:1 Anschlusstreffer für Bielefeld, nachdem sie das zweimal und Gomez einmal getroffen haben. Als der Caligiuri getroffen hat, habe ich auch so gedacht, das gibt's einfach nicht. Wie kann man so eine Serie hinlegen, dass eigentlich fast jeder Ex-Spieler mal gegen uns treffen darf? Gut. Trotzdem, Bielefeld für mich wirklich beeindruckend in dieser Zweitligasaison. Das unterstreicht auch nochmal, dass sie die beste Abwehr haben mit nur 23 Gegentoren und den besten Sturm mit 49 erzielten Toren. Und was für mich wirklich so der Unterschied ist zum VfB und auch zum HSV, ist der Fakt, dass die Spiele halt einfach nicht verlieren. Ja, also nur 2 Niederlagen, 8 Unentschieden, 13 Siege, das ist halt einfach mal mega beeindruckend, was sie da hinlegen. Und wie gesagt, das ist für mich der Unterschied zum VfB ja und zum HSV, dass sie auch knappe Spiele dann irgendwie noch zu einem Unentschieden hindeichseln. Das ist einfach eine Qualität. Dazu muss man sagen, 2 Niederlagen, ich habe es gerade erwähnt, und eine davon, die haben wir ihnen beigebracht. Ihr erinnert euch mit Sicherheit, Al-Gadoui in der letzten Sekunde, muss man fast schon sagen. Und die andere, die haben sie gegen Pauli kassiert, 3:0 damals auf St. Pauli. Also auch da kann man sagen, die sind schon verwundbar. Man muss sie nur richtig zu packen wissen. Da kommen wir auch noch gleich dazu, wie man das vielleicht lösen könnte. Was ich auch noch sagen möchte, in letzter Zeit hat man häufig hören dürfen, ja, man spielt immer gegen Tretertruppen. Regensburg und Fürth sind die beiden Mannschaften mit den meisten begangenen Fouls. Da haben wir schon drüber gesprochen. Das liegt jetzt hinter uns, denn jetzt kommt nach dem HSV die fairste Mannschaft der zweiten Liga. Nur 36 gelbe Karten, eine gelb-rote Karte. Im Schnitt nur 10 Fouls pro Spiel. Also wir haben ja vorhin gelernt, der VfB foult 12 Mal pro Spiel und führt sogar 14 Mal. Ich glaube, die Regensburger sogar 15 Mal. Also jetzt kommt eine Mannschaft, die sich eigentlich besser zu helfen weiß, als den Gegner hart anzugehen und zu faulen. Die machen das geschickter, möchte ich mal so sagen. Was natürlich auch nochmal erwähnenswert ist, ist die Kaltschnäuzigkeit vor dem Tor, das ist das, was uns so ein bisschen abgeht, vielleicht auch die Qualität, auch da finde ich, sollte man den Respekt oder dem Stürmer den Respekt zollen, den er verdient hat. Ich glaube, dass Klos so ein bisschen kleiner gemacht wird, als er eigentlich ist, also man hat so mal das Gefühl, ja, der spielt ja in Bielefeld und da funktioniert der Klos, aber ich würde schon behaupten, dass der eine richtige Qualität mitbringt.
Und nicht nur einfach so ein Stürmer ist, der mal ein gutes Jahr hat, sondern der bringt schon einfach so eine Präsenz mit im Strafraum, die würde ich mir von dem einen oder anderen Stuttgarter Stürmer wünschen. Also ein Gomez hatte die mal, hat die fast wiedergewonnen, fand ich, zum Beginn der Rückrunde, als er regelmäßig getroffen hat, 3 Spiele in Folge. Aber dann hat er wieder so Spiele dabei, da taucht er komplett unter. Und das hast du eigentlich bei Klos nie. Sebastian, du bist ja so ein bisschen näher dran an Bielefeld, weil es ja deine ehemalige Heimat ist. Täuscht mich da mein Eindruck oder würdest du das bestätigen, dass Klos schon ein Spieler ist, der eigentlich immer präsent ist, auch wenn er kein Tor erzielt? Der ist immer präsent, der arbeitet halt viel und ist halt trotzdem brutal torgefährlich. Also er ist ja für Bielefeld das und nicht nur in dieser Saison, so eigentlich immer, was für uns Simon Terodde in der ersten Aufstiegssaison war. Also ich möchte jetzt meine Hand nicht dafür ins Feuer legen, dass Fabian Klos bei irgendeinem anderen Verein funktioniert, außer der Arminia, und auch nicht dafür, dass er in der Bundesliga verlässlich treffen wird. Aber in der zweiten Liga für Bielefeld ist er halt echt eine absolute Waffe, weil du weißt halt und auch seine Mitspieler wissen, du musst den Ball ja irgendwie nur in seine Richtung bringen und er macht was damit. Ne? Er ist halt total abschlussstark, aber dann auch mannschaftsdienlich genug, um den Ball dann im Zweifelsfall nochmal zum besser postierten Spieler abzulegen. Und ich glaube, er steht jetzt gerade bei 16 Toren, also das ist halt schon bemerkenswert. Das ist herausragend. Ich würde auch gerne mal Klos würde ich auch mal gerne bei einer anderen Mannschaft sehen, einfach nur um zu wissen, ob es theoretisch könnte, aber er wird natürlich Bielefeld nicht mehr verlassen, also die werden jetzt aufsteigen mit Fabian Klos und die werden sehr wahrscheinlich dann auch wieder absteigen mit Fabian Klos und er wird da bleiben und ja, das ist ein geiler Typ, also ich mag es sehr, dass es noch solche Typen gibt im Fußball, weil die sterben natürlich so ein Stück weit aus. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass Fabian Klos einen Trademark-Jubel auspackt, wenn es doch so unwahrscheinlich, ist. Unwahrscheinlich, ich kann es irgendwie nicht vorstellen. Das ist einfach ein geiler Typ, also ich mag solche Typen und eigentlich freue ich mich auch auf das Duell, da nehme ich vielleicht schon so ein bisschen meinen Startelf-Tipp vorweg, Bartstuber gegen Klos. Also das ist für mich schon noch so. Hatten wir ja im Hinspiel, ne? Godzilla gegen King Kong, da hatten wir es ja auch schon. Genau, und da habe ich Bock drauf. Übrigens, diese gelb-rote Karte, die ich ja vorhin angesprochen habe, das war nämlich gegen uns. Eben jener Fabian Klos, der sich damals nicht im Zaum hatte, möchte ich mal so sagen, und gelb-rot kassiert hat. Auch ja, einmal Ellenbogen checken, einmal meckern, ne? War das irgendwie so? Oder? Das war auch so ein Knackpunkt irgendwie im Spiel. Ja. Nee, aber ich freue mich auch brutal, ne? Irgendwie Erster gegen Zweiter, beste Heimmannschaft gegen beste Auswärtsmannschaft. Das ist halt echt so, also mehr Spitzenspiel geht eigentlich nicht. Das stimmt. Also es sind, ich wollte gerade sagen, die zwei besten Mannschaften der zweiten Liga, aber ehrlich gesagt, ich muss jetzt was zugeben, ich finde, dass der VfB nicht die zweitbeste Mannschaft in der zweiten Liga ist. Auch wenn der HSV momentan so ein bisschen abkackt, ja, aber so auf die komplette Saison gesehen, finde ich eigentlich den HSV einen Ticken besser als den VfB und bin eigentlich ganz froh mit dem zweiten Platz. Also für mich sind Hamburg und Bielefeld die zwei besten Mannschaften der zweiten Liga rein von den Leistungen her, nicht vom Potenzial. Das muss man vielleicht auch nochmal sagen, wir haben ja vorhin schon über Spieler geredet, wie Silas Bamangituka und auch über Massimo und so. Das sind alle Spieler, die haben enorm viel Potenzial und daraus muss sich noch eine Qualität entwickeln. Und da ist natürlich der Trainer gefragt, keine Frage. Und Qualität haben Mannschaften wie Bielefeld dann inzwischen schon. Frage ist halt, ob die Qualität ausreicht, um in der ersten Liga dann zu bestehen. Aber das ist jetzt vielleicht noch nicht das Thema. Gut, dann kommen wir mal darauf zu sprechen, wie Bielefeld eigentlich spielt, was wir dagegen setzen müssen, um die Bielefelder irgendwie zu schlagen. Also was schon mal auffällig ist, dass sie relativ wenig Chancen brauchen, um Tore zu erzielen. Der VfB braucht aktuell ja gute 10 Torschüsse für ein Tor. Den Bielefeldern reichen 7 Torschüsse für ein Tor. Das ist schon sehr markant und auch eigentlich schlechtes Zeichen vom VfB. Da fehlt es einfach an Qualität. Ligaweit bekommt Bielefeld die wenigsten Freistöße zugesprochen, könnte aber vielleicht auch noch ganz kurz erwähnen, weiß ich gar nicht warum. Fällt mir gerade auf, wo ich meine Notizen durchgehe, weiß ich nicht, was dieser Wert aussagen soll. Habe ich einfach mal hier notiert und jetzt an den Mann gebracht. Jetzt wisst ihr das, genau. Ja, jetzt wisst ihr das. Die wenigsten Freistöße in der ganzen Liga. Aber was ich eigentlich erwähnen wollte und was ich wirklich wichtig finde, ist, dass Bielefeld ganz selten in Rückstand gerät. Also wir haben ja vorhin darüber gesprochen, die verlieren ihre Spiele nicht. Und bislang sind sie nur 8-mal in Rückstand geraten. Das ist Liga-Bestwert. Und ja, das ist halt auch eine Qualität, wenn du nicht ständig irgendwelche dummen Tore dir fängst, denen du dann hinterherlaufen musst, weil das ist uns ja vor allem in der Hinrunde so ergangen, dass wir ständig blöde Gegentore fressen und dann eben Probleme haben, die wieder zu egalisieren und dann auf der anderen Seite vielleicht sogar noch einen Siegtreffer zu erzielen. Also wir sollten tunlichst nicht in Rückstand geraten, weil dann wird es wirklich brutal schwer gegen Bielefeld.
Gut, von der Grundordnung her spielt Bielefeld ein 4-1-2-3, würde ich sagen. Manuel Britel, wichtiger Spieler, der im letzten Spiel leider Gottes mit einem Mittelhandbruch ausgefallen ist. Ich glaube, gegen Hannover 96 hat er sich die Verletzung zugezogen und Fabian Kunze hat ihn allerdings ersetzt auf der 6. Manuel Britel ist eigentlich der Mann auf der 6. Und ich bin der Meinung, dass das eigentlich ein Spieler ist, der fehlen dürfte bei Bielefeld. Aber es könnte sein, dass man ihn irgendwie mit einer Manschette oder so auf den Platz schickt. Also das würde mich nicht wundern, wenn er gegen Stuttgart aufläuft. Aber prinzipiell ist das auch nochmal eine kleine Schwächung. Wir haben ja vorhin von Vogelsammer schon gesprochen, der ebenfalls mit einem Bruch ausfällt und der wird wahrscheinlich auch kein Spiel mehr machen in der Saison. Aber Britel auf der 6 ist, glaube ich, schon auch ein herber Verlust für Bielefeld. Obwohl sie das, wie gesagt, mit Kunze ganz gut kompensiert haben. Aber wundert euch nicht, wenn der Britel mit der Manschette am Montag im Neckarstadion auftaucht. Ja, auch ein richtig guter Spieler. Kommt nachher noch bei den drei Spielern, auf die man achten sollte. Wobei ich, wie gesagt, nicht 100% weiß, ob der Britel dann letzten Endes spielt. Aber da habe ich mir noch einen Joker überlegt. Ah. Gut, jetzt kommen wir zu der Art und Weise, wie Bielefeld spielt. Und da fällt es halt auf, also es ist nicht mehr so leicht, wie man das früher oder vor noch einem halben Jahr sagen konnte. Da habe ich, glaube ich, in der Vorbesprechung gesagt, Bielefeld spielt halt lange Bälle und kreieren so viele Chancen. Das würde ich immer noch aufrechterhalten. Auch, dass Ortega als Torwart immer wieder mit im Aufbauspiel beteiligt ist und da auch ein wichtiger Faktor ist, ja, und auch gute lange Bälle schlägt. Aber ich finde, Bielefeld hat inzwischen wirklich Facettenreichtum entwickelt, was die Angriffe angeht. Sie können über die Mitte kommen, haben da gute Spieler im Zentrum, dann natürlich mit Marcel Hartl, aber sie können genauso gut auch über die Außen kommen. Ja, Jonathan Klaus, finde ich, hat eine gute Entwicklung gemacht. Mhm. Du hast vorhin Soku schon angesprochen, der inzwischen auch schon 4 Vorlagen hat, auch über Außen immer viel Druck erzeugen kann. Natürlich war Vogelsammer so der Spieler, der auch viel zugearbeitet hat für Klos. Auch er hatte 5 Vorlagen geliefert. Ja, aber du merkst halt, dass Bielefeld inzwischen nicht einfach mehr nur diese Mannschaft ist, die lange Bälle nach vorne schlägt und dann wird es da vorne irgendwie schon der Klos richten. Die sind schon stärker geworden in allen Bereichen. Und das macht sie natürlich auch enorm gefährlich. Also du kannst sie jetzt nicht nur auf lange Bälle einstellen. Aber das ist so, würde ich sagen, schon mit ihre größte Stärke. Die langen Bälle hinten raus, dann auf die Flügel und dann gibt's halt eben entweder nochmal den Ball zurück auf einen Hartl, der dann weiterverteilt, zum Beispiel auf Klos, oder es gibt die Flanke. Also die sind da schon richtig, richtig gut. Überraschenderweise. Ja. Was kann man sonst noch über Bielefeld sagen? Jetzt weiß ich auch wieder, warum ich vorhin diese Statistik mit den Freistößen reingebracht habe, weil sie an und für sich nämlich gute Standardsituationen ausführen. Ja, 5 Tore nach Freistößen. Das ist Platz 2 in der zweiten Liga hinter Nürnberg. Die sind auf Platz 1. Also insgesamt 5 Tore. Und das ist natürlich dann nochmal beachtlich, weil sie insgesamt nicht viele Freistöße zugesprochen bekommen. Das heißt, auch wenn sie nicht viele Freistöße bekommen, wenn sie welche bekommen, sind sie meistens gefährlich. Also auch da muss man ein Auge drauf haben und natürlich Konter unterbinden, das ist auch klar. Auch da entsteht immer wieder Gefahr. Du merkst schon, Sebastian, eigentlich sind die überall gut. Es wird schwer, da ein Gegenmittel zu finden. Sie können ja deswegen stehen sie auch so weit oben. Ne? Also und ich glaube auch, aber so, ich habe es ja gestern das Spiel auch gesehen und die Innenverteidigung von Bielefeld mit Pieper und Nilsson sicherlich richtig gut, aber wir haben ja auch beim VfB gesehen, also so ein Duo wie dann Didavi und Silas, die haben da sicherlich durch technische Qualität und Tempo schon Mittel, die Innenverteidigung und auch die Arminia-Defensive generell in Unruhe zu versetzen. Also ich zähl da schon drauf. Ich habe echt Angst ein bisschen vor der Bielefelder Offensive, bin aber sehr zuversichtlich, dass wir gegen die Arminia Defensive da doch ein bisschen für Unruhe sorgen können und auch Tore schießen können. Ich bin wirklich gespannt, wie dieses Spiel laufen wird, weil also es ist nicht mehr so wie früher, dass Bielefeld nur lange Bälle schlagen kann. Die haben auch ein wirklich gutes Kurzpassspiel inzwischen. Das sieht alles richtig, richtig gut aus. Ich kann ja nur meinen Hut vorziehen, was Uwe Neuhaus da geleistet hat. Ja, es ist halt einfach richtig, richtig gut. Und was auch auffällig ist, du hast ja sonst so Mannschaften, die sind froh, wenn sie den Ball irgendwie abgeben können und trotzdem dann halt in wenigen Situationen ihre Tore erzielen können. Und das ist Bielefeld eben auch nicht mehr. Sie können auch inzwischen den Ball länger in den eigenen Reihen halten. Das funktioniert alles ganz, ganz gut. Also du merkst halt einfach, dass diese Mannschaft sich immer noch in einer Entwicklung befindet und die Tendenz ist weiterhin aufsteigend. Und das macht einem natürlich schon so ein bisschen
Bauchschmerzen, muss man sagen. Also ich bin dann wirklich gespannt, wie unsere Spieler da dagegen halten werden. Das wird die wahrscheinlich bislang größte Herausforderung in der Saison. Bislang würde ich sagen, war es das Auswärtsspiel in Hamburg, das Ligaspiel. Und wir wissen ja, wie das ausgegangen ist. Ich glaube, ganz so dramatisch wird es nicht werden, aber es wird schon eine enge Kiste. Ja, also in dem Fall, man darf ja auch nicht vergessen, ne? Da trifft halt mit Uwe Neuhaus ein Trainer-Veteran auf Pellegrino Matarazzo, einem Trainer-Neuling. Und die Arminia kommt halt als Tabellenführer nach Stuttgart mit 6 Punkten Vorsprung. Ne? Also die haben echt alle Trümpfe in der Hand, weil selbst wenn sie verlieren sollten, haben sie immer noch ein Spiel Vorsprung, immer noch 3 Punkte Vorsprung. Und ich bin mal gespannt, ob Uwe Neuhaus dann seine Mannschaft so wie immer aufs Feld schickt oder ob da halt irgendwie noch einen Trick parat hat. Also, ich bin echt komplett gespannt, wie sich diese Spiele gestalten werden. Ich habe wirklich richtig Bock drauf. Also, das könnte ein schöner Montagabend werden. Also, mein Trick oder mein Tricktipp, möchte ich so sagen, von Neuhaus, den ich erwarte, ist wirklich, dass Pritl spielt. Mhm. Weil alle denken, ja, der Mittelhandbruch, der wird nicht spielen und so. Aber ja, ich habe das jetzt schon ein paar Mal gelesen, mitten in meinen Chatte, kann das funktionieren? Und gegen wen Wiesbaden würde ich das nicht probieren. Aber nee, gegen Stuttgart, weil Pritl ist schon einer, der da einen Unterschied mit reinbringen kann in die Partie. Wobei, ich sag's nochmal, der Fabian Kunze, kein Schwein kennt den. Der hat bei irgendeinem Dorfclub gespielt, bevor er nach Bielefeld gewechselt ist. Hat auch in der Knappenschmiede eine Zeit lang gespielt. Aber ja, also das ist eigentlich kein Spieler, den man so richtig auf dem Zettel hatte. Aber der spielt und macht das richtig gut als Sechser. Also auch hier kann man sich nicht zurücklehnen und sagen, ja, wenn der Pritl nicht spielt, dann haben wir das Mittelfeld unter Kontrolle. Aber das wird interessant zu sehen sein, auch von der Grundordnung her, wie Bielefeld da auftreten wird. Also ich bin wirklich sehr, sehr gespannt auf dieses Spiel. Vielleicht noch 3 Spiele, über die wir sprechen müssen in dem Fall und auf die man achten sollte. Zum einen natürlich Marcel Hartl, zentraler Mittelfeldspieler, 24 Jahre alt, beidfüßig, immer gut, kam im Sommer von Union und ich glaube, die beißen sich schon so ein bisschen in den Arsch, dass sie den abgegeben haben. Richtig, richtig guter Transfer von Arminia, ne? Mann. Absolut. 7 Vorlagen geliefert, spielt extrem gute lange Bälle, ist natürlich prädestiniert für dieses Spiel, das die Bielefelder zu Beginn der Saison ausgezeichnet hat, aber hat auch ein super Passspiel, also auch kurze Bälle bringt er an den Mann, spielt immer wieder die entscheidenden Pässe vor dem Tor, also es sind nicht nur die Vorlagen, sondern halt eben auch die Bälle, die die Chancen dann nochmal ermöglichen, also der Ball sozusagen vor der eigentlichen Chance. Ligafight liegt da auf Platz 3, was das Passspiel angeht, nur Manizek und Pacarada, oder wie der heißt, aus Sandhausen, die sind besser. Also Vanicek ist wirklich auffällig, wie wichtig der zum Beispiel für den KSC ist. Aber Hartl kommt dann schon auf Platz 3, also richtig, richtig gut. Gute Dribblings, gute Standards, arbeitet auch noch gut nach hinten mit. Es sind eigentlich fast nur Stärken, die ich hier aufzählen kann. Wenn überhaupt, gibt es Schwächen im Kopfballspiel und ist jetzt auch nicht so der robuste Spieler. Also er vermeidet eher das Tackling. So kann man ihn vielleicht kriegen. Also Hartl gegen Endo stelle ich mir interessant vor. Mangala mache ich eher Abstriche. Also ich glaube auch nicht, dass Mangala so als klassischer Sechser fungieren wird. Ich gehe davon aus, dass Mangala ein bisschen höher positioniert wird. Also ich glaube, dass Mangala und Castro sich auf einer Linie aufhalten werden und Endo ein Stück weit dahinter. Und Endo wird dann mit Hartl sich auseinandersetzen dürfen. Das könnte ein interessantes Duell werden. Also bin mal gespannt, wie er das so löst. 2. Spieler. Den ich wichtig finde, ist Cedric Brunner als Rechtsverteidiger. Auch der, ich glaube, der stand auch schon häufiger mal in Bielefeld in der Kritik. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob ich den jetzt gerade verwechsel mit Jonathan Klaus. Einer von den beiden stand auf jeden Fall mal in der Kritik. Und trotzdem muss man sagen, hat der Brunner bislang eine gute Saison gespielt als Rechtsverteidiger. 2 Tore geschossen, 2 Vorlagen geliefert. Wurde beim FC Zürich ausgebildet und das ist richtig gut. Starkes Kopfballspiel. Das fällt immer wieder auf, spielt immer wieder vorbereitende Pässe, also auch er ist so ein Spieler, der die Chancen mit einleitet, das sollte man auch unterbinden, dass er da so ins Rollen kommt, möchte ich mal so sagen, ist ein sehr harter Gegenspieler, auch hier wird es halt interessant, gegen wen muss er dann spielen, wenn es gegen den VfB geht, spielt er gegen Silas, der über links kommt, oder spielt er über Massimo, Schulinov, Gonzales, wäre vielleicht auch ein interessantes Duell, Brunner gegen Gonzales, das könnte ich mir auch schön vorstellen, auch ein sehr, sehr interessanter Spieler und vielleicht der ein oder andere Bundesligist könnte vielleicht mal anklopfen, denn der Vertrag läuft aus. Ja, könnte man vielleicht noch mal drüber nachdenken, wenn man gerade einen Rechtsverteidiger sucht oder so. Ja, ich glaube, das ist sowieso ein Problem, dem sich dann die Bielefelder
konfrontiert sehen, ne? Wenn sie dann aufsteigen sollten. Also wie viel von der Mannschaft bleibt dann übrig? Weil da sind echt einige Spieler, die dann bei Bundesligisten Interesse erwecken dürften. Ja, ja, also das sind gerade so, ich denke mal, gerade für so Mannschaften wie Frankfurt oder weiß ich nicht, auch Mainz, Union oder auch so. Augsburg, Mainz, Union, ja. Also je nachdem, wer drin bleibt halt, ne? Also Köln, ja, da werden schon einige anklopfen. Ja, und dann eben Prietl, den ich hier noch mit aufzählen möchte, bei den drei Spielern, auf die man achten sollte. Und wie gesagt, ich habe gleich noch einen Joker, weil ich, wie gesagt, nicht weiß, ob der Prietl dann letzten Endes spielt. Aber auch der, sollte er spielen, achtet auf den, drei Tore, eine Vorlage, das als defensiver Mittelfeldspieler, richtig gute Tackles, ligaweit auf Platz 5 von allen Spielern, also was das Tackling angeht. Sehr unangenehmer Spieler. Und auch hier könnte ich mir vorstellen, dass Daniel Didavi Probleme bekommt gegen Prietl. Auch ein sehr interessantes Duell. Und ich glaube, da wird auch dann wahrscheinlich das Spiel entschieden. Also wer kann sich da durchsetzen? Didavi oder Hartl? Auf der anderen Seite, wer bekommt den entscheidenden Kreativspieler besser in den Griff? Ich gehe jetzt mal davon aus, dass Endo gegen Hartl spielt, deswegen ist es dann Endo oder Prietl, wenn er spielen sollte. Das wird wirklich sehr, sehr interessant. Also achtet mal so ein bisschen auf das Zentrum, muss man sagen, in diesem Duell. Auch wenn die Außen Bahnspieler mit Sicherheit auch eine große Rolle spielen werden. Das ist auf jeden Fall ein tolles Spiel, da lege ich mich jetzt schon fest. Und meine Ersatzkandidaten, sollte der Prietl nicht spielen, sind zum einen natürlich Fabian Klos, man muss ihn erwähnen, das ist halt einfach der herausragende Spieler. Und ich habe gelesen, Sebastian, ligaweit liegt er in Sachen vergebene Großchancen auf Platz 2. Ja, das kann man sich gar nicht vorstellen. Der hat 16 Treffer oder 17 Treffer erzielt und trotzdem hat er noch 10 Großchancen vergeben. Nur Gant Boulard mit 13 Großchancen ist noch schlechter, was das Verwerten von eben solcher Großchancen angeht. Also der Klos ist halt ist einfach nur eine Maschine. Also das ist ein geiler Spieler. Punkt. Und der andere ist Jonathan Klaus, den ich ja vorhin schon ganz kurz erwähnt habe. Auch er mit 2 Toren, 5 Vorlagen, auch ein Spieler, auf den man achten sollte. Gut, ich würde sagen, dann habe ich die Bielefelder so ein bisschen skizziert und man kann sich so vorstellen, was auf uns so zukommt. Vielleicht abschließend meine Meinung, also ich glaube, wie gesagt, dass das Zentrum ganz, ganz wichtig oder entscheidend sein wird, welcher Spieler sich da durchsetzen kann, ob die Davi seine Kreativität mit reinbringen kann. Auf der anderen Seite wird es auch interessant sein, vor allem dann unsere linke Seite, wie sie damit zurechtkommen, dass bei Bielefeld wirklich ein sehr guter Rechtsverteidiger mit Brunner auf eben den Außenspieler wartet. Also Silas ist für mich ein Kandidat und Didavi, das sind für mich diese zwei Schlüsselspieler, die dieses Spiel für den VfB entscheiden könnten. Und auf der anderen Seite natürlich dann Klos und dann kommt unsere Innenverteidigung wieder ins Spiel. Also wer spielt gegen Klos, wie spielt man gegen Klos, wie funktioniert das? Das, ich kann es nicht vorhersagen, also ja, aber ich glaube, man muss sich nicht zu weit oder man lehnt sich nicht zu weit aus dem Fenster, um zu sagen, dass das Spiel am nächsten Montag das schwerste Heimspiel für den VfB wird. Also Arminia Bielefeld hat auswärts 8-mal gewonnen. Ich meine, der HSV kommt noch und der HSV, weißt du, wie oft die auswärts gewonnen haben? Gleich weiß ich's. 3-mal, ne? Die sind Dritter in der Auswärtstabelle. Die haben 3-mal gewonnen, ne? Und die Arminia ist halt einfach das auswärtsstärkste Team der Liga. Die sind auswärts noch stärker als zu Hause, kommen jetzt auch zu Hause ins Rollen. Also das wird das schwerste Heimspiel der Saison. Der VfB muss echt alles tun, um das zu gewinnen, weil ich glaube, das gibt ja dann echt auch so einen Push für die letzten 9 Saisonspiele dann, um halt irgendwie auf Platz 2 oder vielleicht sogar noch auf 1 einzulaufen oder so, ne? Aber das müssen wir gewinnen. Also ich lehne mich jetzt weit aus dem Fenster und behaupte, wenn der VfB ein Gegentor bekommt, werden sie dieses Spiel nicht gewinnen. Ja gut, wenn sie halt schon 3 Tore geschossen haben, dann das Gegentor bekommen, dann ja, aber sie sollten halt nicht in Rückstand geraten. Ich sage grundsätzlich, wenn Bielefeld in Stuttgart trifft, dann wird Bielefeld dieses Spiel nicht verlieren. So möchte ich es ausdrücken. Also so sehe ich das. Also wir dürfen kein Gegentor bekommen, egal wann. Ich gehe nicht davon aus, dass wir 3-0 führen gegen Bielefeld. Im besten Fall führen wir vielleicht mal 1-0 oder vielleicht sogar 2-0 oder so. Aber wenn Bielefeld trifft, bin ich mir sicher, dann haben sie auch die Chance, noch ein 2-0 aufzuholen, wenn es dann 2-1 steht und so weiter und so fort. Also ich lege mich da fest, sobald Bielefeld trifft, wird es für uns enorm schwer, das Spiel zu gewinnen. Aber ja. Ich freue mich auf dieses Spiel, wirklich. Und wir gucken das Spiel ja mit der von uns sehr geschätzten Eva Lotta Bohle an und werden dann wahrscheinlich sogar aus dem Stadion noch berichten können. Ja, hoffentlich. Oder ist das, ne? Ja, wenn es klappt. Ich weiß nicht, das kriegen wir irgendwie hin. Also ich glaube, solange wir keine Banner mit dezenter Kritik an irgendwelchen Mäzenen ins Stadion schmuggeln, geht alles. Also ein Aufnahmegerät sollte kein Problem sein.
ja, zur Not nehmen wir das Handy. Also das geht irgendwie. Schlimmer als Skype wird es nicht sein. Und du merkst, Sebastian, bitte siehst auch du mir heute nach. Ich bin hier ständig damit beschäftigt, irgendwie Technik im Auge zu haben. Immer deswegen, mit einem Auge auf der Tonspur, ja. Bitte heute so ein bisschen milde walten lassen mit mir und meine Unkonzentriertheit bei dem ein oder anderen Vortrag hier. Gut, ganz kurz, U21, U19, ich kann schon mal vorweg schicken, ich habe von dem 2-2 gegen den KSC rein gar nichts mitbekommen. Ich leider auch nicht, also ja, auch was deswegen, gelesen und habe gehört, dass der Ausgleich zu Ungunsten des VfB ist, glaube ich, relativ spät erst fiel, ne? Ja, genau, das habe ich noch mitbekommen, aber ich bin direkt nach dem Spiel in Fürth bin ich rausgegangen in den Wald, wirklich nicht zur Schreitherapie, sondern einfach, um mir die Füße zu vertreten und ein paar andere Gedanken in den Kopf zu bekommen. Also deswegen habe ich dieses Spiel der U19 überhaupt nicht verfolgt und auch nicht groß nachgelesen, was da jetzt passiert ist. Deswegen thematisieren wir das jetzt nicht lange. Was ich aber interessant fand, war der Auftritt der U21, die mit 0-5 oder andersrum mit 5-0 in Ilzhofen gewonnen haben. Gut, Ilzhofen ist jetzt nicht unbedingt der Gradmesser, die sind jetzt auf Platz 17, ist ein Abstiegskandidat, aber trotzdem musste das Spiel natürlich erstmal 5-0 gewinnen. Da tun sich andere Mannschaften schwerer gegen potenzielle Abstiegskandidaten, auch im eigenen Haus. Gut, und was natürlich auch besprechenswert ist, oder erwähnenswert besser gesagt, ist, dass Luca Mack nach langer Verletzungspause endlich mal wieder über 90 Minuten durchspielen konnte. Und er wurde von Gentner auf der Position im defensiven Mittelfeld eingesetzt. Nicht in der Innenverteidigung. Die alte Position, die er ja in der U19 schon gespielt hat, im defensiven Mittelfeld war dann wieder seine und er hat auch keine so schlechte Partie gemacht. Jedenfalls ist das das, was mir überliefert wurde. Klimowitz, auch wieder erwähnenswert, 2 Tore geschossen, durfte bei der zweiten ran. Und man wünscht sich ja, Sebastian, schon so ein Stück weit, dass er auch endlich mal diese Qualitäten, die er ständig bei der U21 zugegeben, in der Oberliga unter Beweis stellt, irgendwie auch mal in der zweiten Liga zeigen kann. Ist er für dich ein Kandidat, der jetzt auch dann vielleicht mal wieder eine Chance verdient hätte? Grundsätzlich schon, aber jetzt kommen wir ja auch dann in der Zweitligasaison so langsam Richtung Crunch-Time, ne? Und da weiß ich halt nicht mehr, oder bin ich mir nicht sicher, ist es jetzt die richtige Phase, der richtige Zeitpunkt, um halt Spieler aus der zweiten Mannschaft wieder ranzuführen, ist der richtige Zeitpunkt, um Langzeitverletzte wieder ranzuführen, weil eigentlich, ja, musst du jetzt immer deine beste Elf auf den Platz bringen. Und wenn du der Meinung bist, Klimowitz gehört nicht dazu, dann kann er auch nicht spielen. Ne? Du musst jetzt wirklich Punkte holen, Tore schießen und kannst da, glaube ich, jetzt echt mal keine Rücksicht mehr nehmen. Aber klar, wenn du der Meinung bist, Klimowitz ist halt dann stärker als einen, weiß ich nicht, Silas oder Schurdinov oder sonst wer, dann kannst du natürlich auch bringen. Aber ansonsten, ja, finde ich es ein bisschen schwierig. Aber er zeigt ja, ich finde, er hat auch in der zweiten Liga gezeigt, dass er durchaus das Potenzial hat, in der ersten Mannschaft zu kicken. Er hat immer wieder seine Chancen, die er dann leider Gottes vergibt. Genau, aber nicht nutzt, ja. Ja, da reiht er sich ja eigentlich wirklich in illustre Kreise ein. Also es ist jetzt nicht so, dass er derjenige ist, der ständig Großchancen versiebt, sondern das machen ja fast alle. Von daher kann man vielleicht sagen, okay, für so einen jungen Spieler ist es dann auch erwähnenswert, dass er ständig in Positionen kommt, die dann verheißungsvoll sind. Und auch er muss wie Silas mit Sicherheit noch so ein bisschen am Abschluss arbeiten. Ich könnte mir auch vorstellen, man sagt dann immer, ja, der Abschluss muss besser sitzen und so. Ich glaube, das ist auch eine Tempofrage. Also das siehst du halt, dass die Gegenspieler natürlich anders anlaufen und schneller bei dir sind als in der Oberliga. Und die paar Sekunden oder Zehntelsekunden, die dann den Unterschied machen, sorgen halt dann dafür, dass du eben ja deine Chance nicht so verwandeln kannst wie in der Oberliga. Und das wird natürlich noch krasser dann in der Bundesliga sein, sollten wir aufsteigen. Aber gut. Genau, aber trotzdem gibt es ja wenig Argumente, warum er zum Beispiel die Chance gegen Leverkusen im Pokal nicht nutzt. Ne? Also die, ja, wenn du ein guter Stürmer bist, dann machst du den halt einfach rein und jetzt gegen Aue und gegen Leverkusen halt zweimal solche hundertprozentigen halt versiebt. Und das ist, glaube ich, auch ein Grund, warum er halt dann halt doch in der zweiten Mannschaft spielt, nicht in der ersten. Sein Vater hätte beide gemacht. Der hatte drei Tore aus den beiden Chancen. Aus den zwei Chancen gemacht, genau. Gut, was man noch erwähnen muss, die Kickers, die sollten ja auch am Samstag in die Rückrunde starten. Leider Gottes ist das Spiel gegen Bissingen verschoben worden, weil es hat irgendwie am Freitag geschneit, das habe ich gar nicht mitbekommen. Ich war allerdings auch nicht hier ums Eck rum, wie man so schön sagt. Aber es muss irgendwie auf dem Killesberg geschneit haben, dann muss es relativ schnell abgetaut sein, der Schnee, und dann stand Wasser auf der Spielfläche. Und deswegen musste dieses Spiel gegen Bissingen verschoben werden. Ah, du meinst in Degerloch? Ja, auf dem Killesberg oben, habe ich gesagt, wa? Ja. Hast du gesagt, aber die haben schon in Degerloch gespielt, oder? Ja. Und nicht auf dem Killesberg. Wie komme ich denn jetzt auf dem Killesberg? Ich weiß nicht.
wahrscheinlich zu viele Natalie Grahl Instagram Stories geguckt hat oder so. Nein, das ging an mir vorbei. Also das ist, kann ich gleich mal dazu sagen, ich weiß nicht, wie sich Spielerfrauen aktuell auf die große Krise vorbereiten. Nur das, was auf Twitter kommuniziert wird, landet auch bei mir. Ich verfolge da nichts. Ja, aber es liegt wahrscheinlich halt wirklich an dieser Scheißaufzeichnung, dass ich gedanklich irgendwo anders bin. Aber gut, die Kickers, wie gesagt, haben nicht gespielt und der Herr Gentner hat gleich dazu gesagt, wir wollten den Spielausfall der Stuttgarter Kickers nutzen und uns ein kleines Polster schaffen. Das ist uns gelungen. Diese Einstellung gefällt mir. Nochmal richtig schön reinreiben, dass VfB jetzt hier, ich glaube, mit 5 Punkten Vorsprung in die nächsten Spiele geht. Spiele. Und die Kickers holen ihr Spiel am 10.3. nach Bissing. Aber selbst wenn sie gewinnen, sind sie immer noch 2 Punkte hinterm VfB. Also insofern sieht das ganz gut aus. Nächstes Spiel, Samstag, gegen Villingen. Die stehen aktuell auf Platz 7. Auch die konnten am Wochenende gegen Reutlingen nicht spielen zu Hause. Wurde da auch wahrscheinlich dann wegen Schnee das Spiel abgesagt. Ja, ist eine gute Mannschaft. Also das wird nicht so leicht. Aber man spielt zu Hause und da ist ja der VfB ganz gut unterwegs. Deswegen hoffen wir jetzt einfach mal, dass die U21 das nächste Spiel gewinnen wird. Ja. So. Was denn? Jetzt geht's los. Ja. Jetzt kommt dein Lieblingsthema. Nein, es ist ein wichtiges Thema. Und zwar geht es natürlich jetzt um die Causa Klopp, wollte ich fast schon sagen, aber es ist Hopp, um den es hier gehen soll. Und ich würde mal sagen, wir steigen damit ein, dass wir, oder dass ich kurz vorlese, was Sven Mislintat hat zu den Vorfällen in Hoffenheim so gesagt hat. Nicht nur zu diesen Vorfällen, sondern allgemein zu dem, was aktuell so in Stadien vor sich geht. Ich denke, wir müssen den Vorfall in Hoffenheim jetzt nicht nochmal erklären. Das wird ja jeder mitbekommen haben, was sich dazu getragen hat, oder? Ja, da gab es halt keinen Weg dran vorbei. Ja, ja, denke ich auch. Also Sven Mislintat sagt, Diffamierungen und Ausgrenzungen aufgrund von Herkunft, Kultur und Religion hat im Fußball nichts zu suchen. Ich finde es wichtig, dass wir als Club alle notwendigen Zeichen setzen, die wir überhaupt aussenden können. Wir müssen in der heutigen Gesellschaft extrem aufpassen, in welche Richtung sich das Ganze bewegt. Im Moment ist es von der Tendenz her nicht so, dass wir das gut finden. So, und dann ging es natürlich darum, was passiert, wenn jetzt zum Beispiel am Montag in der Cannstatter Kurve sogenannte Hassplakate auftauchen würden. Da sagt Sven Mislintat, wenn es in der Cannstatter Kurve künftig Hassplakate geben sollte, müssen wir das bewerten, auch unter dem Gesichtspunkt, ist das nur ein Idiot oder sind es mehrere? Reaktionen in der Art, dass wir als Mannschaft den Platz verlassen, sind dann auch vorstellbar. So, das ist mal die Seite des VfB Stuttgart. Da haben sich natürlich dann auch gleich wieder viele drüber aufgeregt, zu Recht oder nicht. Das lasse ich dich jetzt mal beantworten. Dass jetzt hier wieder mal der Vorfall in Hoffenheim mit rassistischen, sexistischen und homophoben Beleidigungen gleichgestellt wird. Vielleicht kannst du das ganz kurz mal so für, also du sprichst im Endeffekt da auch für mich, ich kann ja direkt den Artikel, den ihr auf Vertikalpass veröffentlicht habt, mit einfügen. Also das ist halt so im Endeffekt genau die Sichtweise, so wie ich sie auch vertrete. Deswegen würde ich sagen, die Worte, die ihr da gefunden habt, vielleicht kannst du die jetzt unseren Hörern auch nochmal mitteilen, Sebastian. Genau, also ich finde erstmal die erste Aussage, die du von Smith zitiert hast, die trifft sehr. Ne? Also Diffamierung und Ausgrenzung aufgrund von Herkunft, Kultur und Religion hat im Fußball nicht zu suchen. Punkt. Das ist ja tatsächlich so. Ja. Und das, was jetzt am Samstag in Sinsheim passiert ist, da wurde niemand ausgegrenzt aufgrund von Herkunft, Kultur oder Religion. Das war halt schlichtweg nicht der Fall. Und ich glaube, wir sind uns alle einig, dass wir es nicht gut finden und auch verurteilen, wenn jemand beleidigt wird und dass wir es auf keinen Fall gutheißen, wenn irgendein Mensch, also egal wie reich er ist, egal wie alt er ist, egal welche Hautfarbe er hat, sein Porträt verziert mit einem Fadenkreuz sehen muss. Das ist halt, das gehört sich nicht, das ist nicht gut und der Betroffene hat wirklich jedes Recht dagegen vorzugehen. Aber was mich und viele halt an der ganzen Geschichte so stört, dass jetzt auf einmal sich die ganze Liga solidarisch erklärt mit Dietmar Hopp und jetzt vor allen Dingen das Leute sind, die jetzt sich darin ergehen, immer härtere Strafen gegen Ultras zu fordern und auf einmal sich gebärden, als seien sie irgendwie Greta Thunberg oder Nelson Mandela, die vorher den Mund nicht aufbekommen haben, als Spieler auf dem Platz rassistisch beleidigt wurden, als es Sexismus im Stadion gab, als Mesut Özil seinen Rücktritt erklärt hat, die haben sie alle nicht geäußert und jetzt auf einmal sind sie alle da und liefern sich ein Wettrennen, jetzt irgendwelche
Beleidigungen zu verurteilen, weil diese Transparent, die in Hoffenheim oder in Sinsheim hochgehalten wurden und auch schon davor, das sind halt Beleidigungen natürlich, aber es ist halt auch nicht mehr, ne? Und diese Doppelmoral, die man jetzt gerade allerorten sieht, das ist, glaube ich, das, was uns alle so ein bisschen bestürzt und beschämt und vor allen Dingen auch, dass die Presse und die Medien da so mitmachen. Ne? Man sieht ja wirklich ganz wenig ausgewogene Kommentare zu der Sache, sondern vor allen Dingen, ja, sei es Sport 1, sei es Sky, sei es auch der Kicker, alle sehen das ja komplett unreflektiert. Ne? Und das ist ja, glaube ich, das, was uns alle brutal auf den Geist geht. Weil wir uns wünschen, dass man das Ganze eher so ein bisschen differenziert sieht. Nein, Beleidigungen gehören nicht ins Stadion, diese Transparente gehören auch nicht ins Stadion, aber man muss ja auch sehen, ja, welche Ursache die haben und dass natürlich auch die Leute, die sie hochhalten, auch einen Grund haben, warum sie sie hochhalten. Aber diese Differenziertheit, die ist irgendwie völlig verloren gegangen am Wochenende. Ja, also auch für mich ist die mediale Aufarbeitung das fast schon größte Problem an der ganzen Nummer. Also ganz ehrlich, mir ist es halt egal, was Kalle Rummenigge oder irgendjemand vom DFB zu der ganzen Nummer sagt. Ich meine, ich kann halt, die kommen jetzt mit irgendwelchen Werten, ja, und das ist den, sag ich mal, den Rest des Jahres komplett scheißegal. Ja, also wenn ich jetzt den DFB zum Beispiel nehme, die sich natürlich jetzt positionieren oder noch nicht mal richtig greifbar positionieren, sondern wieder so Wischiwaschi-Aussagen raushauen in Form des Präsidenten des DFB, ja, die nach Katar fliegen oder von mir aus dann jetzt eine WM in Ländern stattfinden lassen, die eigentlich eine WM nicht verdient hätten und jetzt aber plötzlich mit Moral kommen und Werten und so, das sind halt für mich die falschen Leute, die sich gerade aktuell dazu äußern. Also ich bin bei jedem, der sagt, du hast es ja gerade eben auch schon betont, Dietmar Hopp muss sich nicht als Hurensohn bezeichnen lassen und Dietmar Hopp muss auch nicht in irgendwelchen Fadenkreuzen gestellt werden. Da bin ich sofort dabei und sage, nee, das muss so nicht sein. Also man kann Protest mit Sicherheit auch irgendwie anders kundtun als mit Fadenkreuzen. Das Thema Hurensohn muss ich nochmal irgendwie ein bisschen anders angehen. Also ich finde es natürlich nicht richtig, wenn Dietmar Hopp als Hurensohn bezeichnet wird. Aber mich wundert es halt schon, dass es noch nie irgendwie nur ansatzweise eine Regung gab, wenn zum Beispiel der Schiedsrichter als Arschloch bezeichnet wird. Ja, Schiri, du Arschloch, seit Jahrzehnten wird das auf Plätzen gebrüllt. Da trat noch nie Stufe 1 in Kraft oder so. Also jedenfalls habe ich das noch nie miterlebt. Und das wundert mich natürlich schon, dass jetzt plötzlich bei Dietmar Hopp die ganze Klaviatur sozusagen aufgeboten wird von dem, was man sonst ja eigentlich auch schon hätte machen können. Aber da passiert halt nichts. Bestes Beispiel ist Torino Riga auf Schalke. Ja, das wurde natürlich jetzt auch schon mehrfach thematisiert. Aber da siehst du halt, da wird ein Spieler rassistisch beleidigt. Dann sagt der Schiedsrichter, ja, ich habe das nie gehört. Also es ist auch schon lange her jetzt. Sind schon wieder 5 Minuten rum. Weiß ich nicht so genau, ob das jetzt noch gilt als rassistische Beleidigung oder so. Also ist natürlich jetzt Quatsch von mir, was ich sage. Aber ich wundere mich halt, warum jetzt plötzlich so getan wird, gerade von den Medien, dass jetzt ja der richtige Zeitpunkt sei, dagegen vorzugehen. Und davor, jetzt sagt man natürlich auch häufig, ja, davor hätte man natürlich auch schon einschreiten können. Aber nur weil man es jetzt erst tut, heißt es ja nicht, dass es falsch ist. Nee, heißt es nicht. Aber es ist halt, oder bei mir kommt es halt so an, dass es euch scheißegal ist, solange es irgendwelchen Spielern oder von mir ist auch Schiedsrichtern passiert, auch diverse Offizielle wurden ja regelmäßig beleidigt, auch Uli Hoeneß hat sich jahrelang irgendwelche Anfeindungen aussetzen müssen und gleiches geht für Meier Vorfelder hier in Stuttgart, also es gab ja diese Fälle schon immer irgendwie, aber da hat es halt irgendwie keinen interessiert oder beziehungsweise war da der Aufschrei nicht so groß und jetzt auf einmal, jetzt wird mit Verständnis darauf reagiert, dass die Bayern da sich 13 Minuten solidarisch mit den Hoffenheimern den Ball hin und her spielen und so. Für mich war das ein Riesentheater letzten Endes. Die Bayern machen das wahrscheinlich auch aus der Situation heraus, dass man 6-0 führt. Das muss man halt einfach auch noch berücksichtigen. Also ich finde, dieses Thema geht mir irgendwie... Ich weiß nicht so richtig, wo jetzt die ganzen Leute mit ihrer Diskussion hinwollen. Ja, also man tut jetzt die ganze Zeit so, als ob alle gegen Hopp wären und dass die Ultras, ja, es wird dann immer von diesen, also das sind natürlich keine Fans, das hört man immer wieder, sind Chaoten und Idioten und Schwachköpfe und was weiß ich, das sind einfach nur das Allerletzte, was es im Stadion gibt und so. Das haben wir jetzt auch schon 5-mal gehört, das Gleiche hört man ja immer bei den Leuten, die dann Pyro zünden und so. Aber dass das von den Medien mal wirklich so aufgearbeitet wird, wie das zum Beispiel online oder auch von verschiedenen Online-Journalisten, Blogs und so weiter getan wird, das fehlt mir halt komplett. Ja, du siehst dann halt so Sendungen, wie gesagt, bei Sport 1, du hast ja vorhin angesprochen, da sitzt der Mario Basler, der wahrscheinlich einen IQ-Test gegen ein geköpftes Huhn verlieren würde. Also das ist halt wirklich die unterste Schublade, wie man mit diesem Thema umgehen kann.
Und ich finde, man kann mit Sicherheit darüber diskutieren, ob dieser Protest die richtige Art und Weise ist, wie man mit Menschen umgeht. Also das Thema kann man mit Sicherheit mehr in den Fokus rücken. Aber ich finde, dann sollte man das auch mit einer anderen Qualität tun, als es aktuell in der vor allen Dingen der Fußballmedienwelt passiert. Und das, ja, weil die Betrachtung, die wir ja derzeit weitestgehend mitbekommen, ist ja einfach komplett einseitig. Ne? Also da geht es ja nur darum, hopp, gut, Ultras böse. Und das greift halt viel zu kurz. Man muss halt dann wirklich suchen, um halt ausgewogene Kommentare zu finden. Also da kann man den Marco Fuchs erwähnen, der bei Spiegel Online einen guten Kommentar dazu geschrieben hat, den Christian Spieler, der bei der Zeit einen tollen Kommentar dazu geschrieben hat. Und ja, man muss das halt wirklich in seiner Gesamtheit halt irgendwie betrachten. Und ja, und dann, wenn man das tut, dann muss man sich wirklich fragen, also Leute wie, also dass Mario Basler das im Doppelpass so meint, wie er es sagt, das glaube ich sofort, weil das ist halt so. Aber ich halte halt zum Beispiel den Karl-Heinz Rummenigge für intelligenter als, also ich kann mir wirklich fast nicht vorstellen, dass er das, was er da sagt, wirklich ernst meint. Ne? Jetzt haben sie ja, haben die Bayern ja, glaube ich, heute eine, wie heißt es, eine Anti-Hass-Kommission gegründet halt. Ne? Und da fragt man sich wirklich jetzt, also da werden Spieler rassistisch beleidigt. Ne? Da tritt ein Mesut Özil aus der Nationalmannschaft zurück, während dann irgendwie sein Mannschaftskollege Thomas Müller sagt, es gibt keinen Rassismus im deutschen Fußball in der Nationalmannschaft. Also und gerade jetzt werden alle auf einmal so irgendwie panisch und aktiv. Und da frage ich mich, also meinen die das wirklich ernst oder haben die halt irgendeine Agenda? Also macht sich das gerade irgendwie gut? Und ja, das nutzen die aber auch jetzt gerade natürlich aus, um unliebsame Ultras irgendwie aus den Stadien zu verbannen, weil die sind denen ja schon auch ein Dorn im Auge. Das muss man ja auch mal so auf den Punkt bringen. Also es wurde ja so getan, als ob die Ultras sozusagen deswegen geduldet werden, weil sie dafür zuständig sind, dass Stimmung da am Stadion herrscht und so und die Choreografien und was weiß ich. Aber du siehst ja, sei es beim DFB oder bei Leipzig oder so, dass sowas natürlich auch vom Verein gesteuert werden kann. Ja, dann werden halt irgendwie so Pappen ausgelegt vorher. Also die Ultras bringen die Stimmung ins Stadion, ist, glaube ich, für die ganzen Offiziellen da, sei es jetzt ein Kalle Rummenigge oder was weiß ich, wer sich da sonst noch so geäußert hat, glaube ich, wirklich nur noch so Leute, die man nicht so gern im Stadion hat. Also, absolut. Ich meine, ich glaub, kann mir schon vorstellen, dass sich viele Funktionäre in der Bundesliga wünschten, ihr Club wäre so wie RB Leipzig. Ne? Also du hast halt kaum Mitglieder, du kannst halt alles schön steuern. Genau. Deine Fans haben eigentlich keine unbequeme Meinung. Das ist doch super. Ne? Ich meine, und klar, aus Business-Gesichtspunkten, da musst du ja auch so denken. Und ich finde, das lässt ja auch schon tief blicken, dass sich die Bayern dann halt irgendwie komplett auf die Seite von Dietmar Hopp schlagen und gegen ihre eigenen Fans austeilen. Ne? Also wirklich ganz klar. Und wie man hört, wussten sie ja vorher von den Protesten. Ich finde das echt schon so. Aber Sebastian, das, was ich merkwürdig finde, also ich verstehe dich, ich verstehe auch alle anderen, die dann immer wieder mit Bayern und so kommen, aber das ist für mich noch nicht so sehr das große Problem eigentlich und auch nicht so überraschend. Für mich ist es viel schlimmer, wie die Medienwelt damit umgeht. So. Natürlich. Also, ja, das schadet ja den kompletten Journalismus in der aktuellen Zeit, weil jeder, der sich nur du musst dich noch nicht mal tief mit dem Thema Fans und Fankultur auseinandersetzen, um zu wissen, dass es hier nicht nur darum geht, Dietmar Hopp als Hurensohn zu bezeichnen. Es ist mehr als das. Und es ist auch nicht so, dass Dietmar Hopp der Heilige ist, der jetzt hier gerade durch die deutschen Bundesliga-Stadien zieht und den man jetzt am besten huldigen sollte, sondern der hat auch sich im Vorfeld, also es wird ja immer so getan, ja, der Hopp, der hat halt Hoffenheim so geliebt. Das ist halt seine Stadt. Mensch, ist doch toll, was der macht. Und der hat beim KSC angerufen und wollte da zuerst investieren. Also so groß kann die Liebe ja nicht gewesen sein zu Hoffenheim, dass seine erste Idee war, nach Karlsruhe mit seinem Projekt zu gehen. Also man sollte jetzt, finde ich, auch nicht so tun, als wäre der Dietmar Hopp jetzt irgendwie wirklich der heilige Engel von Hoffenheim, der diese arme Rhein-Neckar-Region da irgendwie aus der Versenkung geholt hätte oder sonst irgendwas. Also ich finde, hier muss man erwarten können, dass Journalisten differenzierter über das Ganze berichten. Und du hast halt jetzt das Gefühl, dass die Leute, die davon profitieren, dass Fußball so weiter stattfindet, wie es aktuell ist, und dass sie Interviews bekommen von Offiziellen von Bayern München, von Spielern, von was weiß ich, also dass die jetzt denen auch so ein bisschen zuarbeiten und das nutzen, um diese Meinung der ja,
der Offiziellen und der Funktionäre, ja, und das Volk zu bringen. Und das setzt sich dann irgendwie fest. Also, wenn du dann im Freundeskreis darüber diskutierst, dann hörst du halt auch, ja, was denn das geht ja gar nicht. Was sind denn das für Idioten? Dann habe ich halt auch, ich hatte halt auch die Diskussion auf Arbeit, da habe ich auch gesagt, ja, was sind denn das für Idioten, die eine Mannschaft dafür bestrafen, dass sie geschlossen vom Platz gehen? Ja, weil ein Spieler rassistisch beleidigt wurde. Passiert bei der Hertha U17, glaube ich, oder U16. Genau, ja. Die gehen vom Platz, weil ihr Spieler rassistisch beleidigt wird. Der DFB sagt danach, ja, muss mal, also, das ist halt Spiel abgebrochen, wird gegen euch gewertet. Turner Riga bekommt diese gelb-rote Karte, weil er einfach nicht mehr an sich halten kann, weil er ständig beleidigt wird. Und danach entsteht tatsächlich eine Diskussion darüber, ob, ja, ob das jetzt gerechtfertigt war oder nicht. Also eigentlich muss doch klar sein, was in diesem Moment passiert, wenn da ein Spieler auf mich zukommt. Ja, also ich bin der Schiedsrichter und er sagt, ey, ich werde rassistisch beleidigt. Da muss doch klar sein, dass ich in dem Moment das Spiel einfach beende. Das war's hier. Und ich glaube, zumindest unterbreche. Und das passiert halt nie bei rassistischen Fällen. Und ja, auch und darüber kann man nicht berichten. Stellt sich dann halt Schalke auch dann mit der Historie eines Clemens Tönnies hin, der halt irgendwie einen ganzen Kontinent beleidigt, stellt sich dann jetzt hin und sagt, ja, wir fahren halt nicht einen Dreistufenplan, sondern einen Einstufenplan und jegliche Beleidigung wird sofort mit Spielerbruch geahndet halt, ne? Und da bin ich echt mal gespannt, was da dann, ich glaube, morgen ist das dann passiert, ne? Und ich denke, dass diese Woche noch einiges passieren wird. Das erwarte ich sowieso. Aber klar, jetzt in der Berichterstattung, also da haben sich viele ja der kompletten Lächerlichkeit preisgegeben. Also sei es das aktuelle Sportstudio, sei es der Doppelpass von Sport 1, sei es auch der Kicker, der dann heute irgendwie titelt mit großer Sport. Also wobei man dazu sagen muss, man muss es sich durchlesen. Also das ist nicht nur schwarz und weiß, sondern da wird schon noch ein bisschen detaillierter diesmal drüber berichtet, als das noch auf der Titelseite den Anschein macht. Also ich habe mir das durchgelesen, ich möchte es hier nicht hochjubeln oder so, aber es wird sich etwas differenzierter mit dieser Thematik auseinandergesetzt. Das schon, aber es geht natürlich auch noch viel, viel besser, ne? Das haben wir eigentlich gezeigt, ne? Und wenn man jetzt heute, jetzt habe ich es gerade nicht auf Griff, doch ich habe es auf Griff, hat sich ja dann auch der, jetzt weiß ich gerade gar nicht, wie er heißt, ich glaube der Vorstandsvorsitzende von Werder Bremen, geäußert, und der kriegt es tatsächlich hin, das sehr differenziert zu machen und weitaus differenzierter als 9 von 10 Fernsehsendern und in der Presse. Und es geht und es ist gar nicht so schwierig halt, ne? Und man fragt sich also, warum kommt dann die meisten Journalisten halt diesem Anspruch oder werden diesem Anspruch nicht gerecht? Und also das fand ich wirklich fatal. Also ich habe heute noch einen Kommentar gelesen dann vom Sport 1, auch Vorstand oder so, furchtbar, ne? Also wirklich komplettes Schwarz-Weiß Denken Interview halt, ne? Schickert an, da fesselt ihr an die Birne. Ja, genau, und also der fordert ja, also dass er nicht die Todesstrafe fordert für Ultras, ist ja das Einzige, aber sonst, ne, also ja, man muss halt die Leute dann halt abgreifen und einen Tag in die Zelle stecken, das hat schon immer funktioniert, also da fragt man sich, wo sind wir denn, irgendwie in der DDR oder in Nordkorea oder also, was soll denn das, ne? Und dazu muss man auch noch sagen, also es wird ja jetzt hier, die Vorfälle in Richtung Hopp werden ja auf die gleiche Stufe gestellt wie Rassismus, Sexismus und Homophobie. Und das geht halt gar nicht. Also der Protest gegen Hopp ist ja was anderes als eine rassistische Beleidigung. Aber es wird von den Medien oder von manchen Medien so dargestellt, als wäre das das Gleiche. Und als wären das auch die gleichen Leute vor allem, die das tun. Also da ist ja derjenige, der jetzt das Hopp-Plakat mit dem Fadenkreuz hochhält, gleichzeitig schon ein Rassist, wenn nicht sogar schon ein Terrorist, der mehr oder weniger dazu aufruft, dass Dietmar Hopp ermordet werden soll. Also solche Sachen hat man ja auch gehört, gelesen. Also gerade hier der Patrick Wasserzieher, ich habe mir das Sky90-Ding da angeguckt, das ist ja absurd, was der da von sich gibt. Und ich fand es auch traurig, da wurde, ich weiß nicht, was, ein normaler Fan oder irgendwie so von der Fanhilfe jemand aus München mit dazu geschalten. Der hat ja versucht, das Ganze irgendwie ein bisschen zu erklären, warum es zu diesen Plakaten kommt, warum dieser Hass gegen Hopp und so. Und dann werden halt immer so Fragen gestellt. Ich kann mich erinnern, da meinte er so, ja, haben Sie sich mal überlegt, was das mit diesem Mann macht, wenn er dieses Plakat sieht und so. Das sind ja so Fragen, die kannst du dir eigentlich sparen. Darum geht's ja in dem Moment nicht. Lass doch den Typen erstmal ausreden, erklären, um was es insgesamt geht. Also, auf was ich hinaus will. Diese Berichterstattung der deutschen Sportmedien ist einfach nur eine Farce. Und ich habe die Befürchtung, dass es aber in der Breite der Bevölkerung verhaften bleibt. So. Also so wie die das darstellen, dass dann praktisch die wenigen Ultras diejenigen sind, die hier den Fußball nachhaltig schädigen. Und
ja, das macht mir natürlich dann auch so ein bisschen Sorge. Und ich hoffe, weil du es gerade angesprochen hast mit Schalke, ich hoffe fast schon auf so eine DDoS-Attacke von allen Fußballfans am Wochenende. Eigentlich sollten überall jetzt hier Punkt, 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 du Hurensohn. Also es muss ja nicht mal Dietmar Hopp sein. Einfach irgendeinen Namen ausdenken und hoch mit dem Plakat. Weil eigentlich müsstest du dann jedes Spiel abbrechen. Ja, genau, weil das haben wir auch jetzt am Wochenende gesehen, dass dann teilweise Spiele unterbrochen wurden wegen Bannern, die keinerlei Beleidigung gezeigt haben. Ne? Also ich glaube, das war Duisburg gegen Meppen. Das war ein Transparent, das war vorher genehmigt worden. Und da stand ja, glaube ich, ich weiß den Wortlaut nicht mehr, aber irgendwie der Wortlaut war ja, oder der Sinn war ja, Versprechen werden gebrochen wegen eines Hurensohns. Ne? Also wurde dort niemand beleidigt und der Schiedsrichter hat das Spiel deswegen unterbrochen. Und wenn das jetzt der Gradmesser ist, das ist ja vergleichsweise so, als ob ein Schiedsrichter in einem Spiel nach 5 Minuten 4 gelbe Karten gezeigt hat. Und dann musst du ja überlegen, entweder du änderst deine Linie und zeigst weniger gelbe Karten oder du beendest das Spiel mit 7 gegen 7 Spielern. Und da bin ich gespannt. Ne? Wir haben Pokal, also wir haben Schalke gegen Bayern, wir haben, glaube ich, Gladbach gegen Dortmund, dann spielt auch Frankfurt noch. Und also ich bin mal gespannt, was sich die Kurven einfallen lassen, weil dieser viel zitierte Machtkampf, der ist jetzt, glaube ich, schon ausgebrochen. Und ja, die Funktionäre glauben, sie sitzen am längeren Hebel. Und ich glaube, die Ultras glauben auch, dass sie am längeren Hebel sitzen. Und ich weiß gar nicht genau, wie sich es in Wirklichkeit verhält. Aber ich befürchte, wir werden es jetzt rausfinden in den nächsten Wochen. Also aktuell sehe ich auch eine Zuspitzung. Ich finde, es geht auch nicht, es gibt keinen Weg zurück, solange es weiter diese Kollektivstrafen gibt. Zum Beispiel jetzt für die Dortmunder, die 2 Jahre nicht nach Hoffenheim dürfen. Das kann es halt einfach nicht sein. Also wenn ich jetzt in Aldi gehe und er wird geklaut und da bekomme ich ja auch kein Hausverbot, obwohl ich es nicht war oder so. Also das ich finde es einfach, das geht halt nicht. Du musst die Jungs ausfindig machen von mir aus, ja, das finde ich okay. Wenn du die dann findest, kannst du denen eben ein Stadionverbot geben, aber diese Kollektivstrafen, das funktioniert halt nicht mehr. Und dass die Leute da keinen Bock drauf haben, ist doch auch klar. Also ist doch nicht so, dass ein ganzer Block, ja, voller Dortmund-Fans jetzt die Meinung vertritt von, was weiß ich, einer Ultra-Gruppierung oder so. Ja, mag sein, dass dann vielleicht ein Großteil des Blocks mitsingt, aber die singen natürlich auch Timo Werner ist ein Hurensohn mit, es hat auch keine Sau interessiert. Oder ja. Mario Gomez ist ein Hurensohn. Auch da wurden Witze drüber gemacht. Gomez hat das später selber im Bus mit seinen Mannschaftskollegen gesungen. Ich möchte das jetzt nicht schönreden, das ganze Thema, aber ich finde halt einfach, dass du jetzt hier nicht, wie gesagt, die kompletten Fans einer Mannschaft bestrafen kannst, weil wenige irgendwie so ein Plakat hochheben mit eben Dietmar Hopp und dem Fadenkreuz drauf. Genauso wenig finde ich, dass du die Leute komplett, weiß nicht, aus der Kanzler der Kurve verbannen kannst, weil irgendwie die Südbande sexistische Plakate hochheben kann. Das funktioniert so nicht. Also ich finde, da sollte auch juristisch eine andere Aufarbeitung stattfinden. Und das ist ja offensichtlich auch halbwegs möglich, technisch. Und wenn nicht, dann haben sie halt Pech gehabt. Wenn sie es nicht herausfinden, wer das war, dann kannst du nicht einfach alle bestrafen. Sowas genau, ich meine, nicht. Und wenn Hoffenheim schon im Dortmunder Gästeblock Richtmikrofone installiert, damit sie es genau herausfinden können, dann sollen sie es halt auch machen. Ne? Also, wo es auch juristisch mal die Frage gibt, ist das überhaupt zulässig? Also du kannst doch nicht einfach so ein Richtmikrofon da reinhalten und alle Gespräche mitschnüffeln und danach sagen, so, jetzt gucken wir uns das an. Ich habe das heute im Rasenfunk gehört, das hat 6 Wochen oder so gedauert, bis die herausgefunden haben, wer jetzt die Leute waren, die in Hoffenheim eben jene Sätze gesungen haben. Ja, also Dietmar Hopp ist ein Hurensohn oder Sohn einer Hure oder was auch immer da alles gefallen ist für ein Zeug. Das finde ich halt auch rechtlich mal sehr interessant, ob da sowas überhaupt möglich ist. Keine Ahnung, vielleicht geht es durchs Hausrecht oder so, aber es würde mich sehr wundern. Ja. Was ich noch krasser fand, das hat der Max Eber erzählt bei Sky 90, in Italien ist es so, dass die Leute taggen können. Also du bist im Block, zündest Bengalo, hast dich vorher natürlich maskiert, zündest ein Bengalo, dann setzen die irgendwie so einen Tag auf dich und lassen erstmal die ganzen Leute nicht mehr aus diesem Block raus, wo dieses Bengalo gezündet wurde, also nach Spielschluss. Und dann ist ja praktisch dieser Tag ständig auf dich gerichtet, die lassen die Leute nur langsam raus und wenn dann halt derjenige kommt, der diesen Tag abbekommen hat, dann ist er halt dran. So ging es diversen Gladbach-Fans, als die in Italien beim Auswärtsspiel waren. Die haben da Bengalos gezündet und es hat irgendwie Stunden gedauert, bis alle aus dem Block raus waren, weil sie eben diese Jungs irgendwie technisch festhalten können und dann ist halt immer so ein Punkt auf denen drauf und die wissen danach genau, wer diese Bengalos gezündet hat. Und sowas, das erwarte ich jetzt auch noch. Also es wird jetzt so ein Aktionismus kommen, denke ich, dass man versucht, noch härtere Strafen und auch Maßnahmen im Stadion irgendwie durchzusetzen. Also
Das befürchte ich halt auch noch. Und das ist ja auch eine Art Kollektivstrafe, kann man sagen dann. Weil auch hier sind es wenige und alle anderen müssen darunter leiden. Finde ich unverhältnismäßig. Ja, vor allen Dingen, weil man das Gefühl hat, dass es halt Leuten wie Karl-Heinz Rummenigge, Dietmar Hopp und den anderen Funktionären, denen geht es ja nicht um den Fußball, denen geht es ja um sich selbst und um die Kohle. Ne? Das, natürlich, darum geht's nur um die Kohle. Also, sie gucken halt wirklich gerne über alles andere hinweg, aber wenn halt einer der Iren dann quasi angegangen wird, dann ist die rote Linie überschritten halt. Ne? Und wie gesagt, also ich heiße das alles nicht gut. Ich finde Fadenkreuzplakate total scheiße, aber dieses Thema Hurensohn, das ist halt schlichtweg eine Beleidigung und nicht mehr, ne? Und warum dann auf einmal dann die Polizei in Mannheim eine Sonderkommission dann einrichtet und der DFB da irgendwie völlig amok läuft und sich die Leute in der Forderung nach immer härteren Strafen dann ergehen, das verstehe ich halt schlichtweg nicht. Es ist halt eine Beleidigung, die gehört sich nicht, die muss halt, die kann geahndet werden, aber mehr ist es halt auch nicht. Und wenn dann halt irgendwie einer wieder schick halt ankommt und sagt, man muss die Leute halt einsperren, deswegen, dann weiß ich nicht. Also da stimmt doch irgendwas nicht mehr. Gebe ich dir absolut recht. Unser Vorstandsvorsitzender Thomas Hitzesberger wurde auf Twitter gefragt, warum er sich zu dieser Sache nicht äußern würde. Er meinte nur, nein, nicht ich sollte etwas sagen, sondern all jene, die seit gestern Abend nur noch austeilen, beschimpfen, beleidigen und diffamieren, sollten endlich mal die Klappe halten. Und ich gehe mal davon aus, dass er diese Aussage an Karl-Heinz Rummenigge, Mario Basler und Dietmar Hopp gerichtet hat. Ja, ich fand die Aussage von ihm ganz clever, weil so richtig weiß man ja nicht, auf wen er sich jetzt bezieht. Aber ich finde es okay, so wie sich Sven Mislintat geäußert hat. Ich würde es nicht kritisieren. Es ist natürlich immer schwierig. Die Kritik kommt ganz schnell auf. Ja, ihr werft hier Rassismus und eben diese Beleidigung in einen Hut oder in einen Topf. Und ja, da gebe ich jedem recht. Aber auf der anderen Seite will man, glaube ich, damit nur zum Ausdruck bringen, dass es uns nicht nur darum geht, also uns meine ich jetzt die Seite des Vereins, das zu verurteilen, was Dietmar Hopp da widerfahren ist oder seit Jahren widerfährt, sondern dass wir grundsätzlich gegen sowas sind wie Beleidigungen und natürlich Rassismus und Sexismus. Also ich glaube, das will man damit eigentlich nur noch mal unterstreichen. Genau, aber also ich hätte mir im Idealfall gewünscht, dass man das genauso formuliert wie, jetzt habe ich auch seinen Namen, Dr. Hubertus Hess-Grunewald, dessen Namen ich noch nie gehört habe, aber der tatsächlich Werder-Präsident und Geschäftsführer ist. Und ich kann ja ganz kurz mal vorlesen, was er gesagt hat, weil ich finde, das ist halt genau das Statement, was man sich nicht nur von Dr. Hubertus Hess-Grunewald und vielleicht auch von Thomas Hitzesberger wünscht, sondern wirklich von allen, auch von Fritz Keller und auch von Karl-Heinz Rummenigge und allen von denen, die sich am Wochenende halt völlig daneben geäußert haben. Dr. Hubertus Hess-Grunewald sagt, wir appellieren nach den Vorkommnissen am vergangenen Wochenende in der Fußball-Bundesliga an alle beteiligten Interessengruppen, die Ereignisse differenziert zu betrachten und von Pauschalisierungen in jede Richtung abzusehen. Zudem würden wir uns wünschen, dass mit gleicher Deutlichkeit wie am vergangenen Wochenende auch rassistische, sexistische, homophobe oder antisemitische Verfehlungen abgelehnt werden. Im Rückblick auf das vergangene Wochenende unterstreicht der SV Werder Bremen, oder hier bitte jeden anderen Club einsetzen, aber ebenfalls, dass Gewalt und Aufrufe zur Gewalt, genauso wie gewaltverherrlichende Banner und massive Beleidigungen gegen Einzelpersonen, weder etwas in unserer Gesellschaft noch in unseren Stadien zu suchen haben. Das ist halt komplett auf den Punkt, ne? Und genau. Das hätte jeder so sagen müssen. Und es hat niemand so gesagt. Also auch Thomas Hitzesberger nicht und auch Sven Mislintat nicht. Also ich denke, das ist echt so eine Blaupause, wie sich die Verantwortlichen hätten äußern sollen, und die wenigsten haben es getan. Ich fand noch interessant, dass Daniel Didavi gestern bei SWR Sport gesagt hat, jeder Spieler mit meiner Hautfarbe hat sowas schon erlebt. Also da ging es natürlich um rassistische Äußerungen auf dem Platz, neben dem Platz und so weiter. Da habe ich mir auch gedacht, es ist so traurig, dass es ein Spieler sagen muss. Also ein schwarzer Spieler, dass er davon ausgeht, dass wirklich jeder schwarze Spieler, der in der Bundesliga oder wahrscheinlich überall, egal wo auf der Welt spielt, mit rassistischen Äußerungen leben muss. Und dann denke ich mir halt, wenn man so entschlossen schon vorher gegen Rassismus vorgegangen wäre, dann müsste Daniel Didavi vielleicht sowas nicht sagen. Aber für Dietmar Hopp ist man jetzt bereit, endlich mal entschlossen gegen Beleidigungen, Diffamierungen, du hast das alles aufgezählt, vorzugehen. Und ich finde das halt einfach, das sagt halt viel aus, was passieren muss, damit diese Leute aktiv werden, die dann vielleicht auch die Macht haben, was zu bewirken. Weil dass sich Fans darüber aufregen und echauffieren, das wissen wir ja. Aber
dass man von Seiten des DFBs, von Seiten verschiedener Vereine das akzeptiert und eben nicht diese Medien so einsetzt, wie jetzt in dem Fall, das finde ich halt, ist auch eine Aussage. Kann jetzt jeder deuten, wie er will, aber finde ich schon beachtlich, ja, dass die Daniel Didavi sagen muss, jeder Spieler, der schwarz ist, hat das schon erlebt. Das ist einfach nur traurig. Und leider Gottes ist es auch noch wahr. Ja. Ja, genau, und wie du sagst, ne, und jetzt auf einmal irgendwie wachen alle auf, weil halt Dietmar Hopp beleidigt wurde. Nochmal, ne, es gehört sich nicht, es muss geahndet werden, darf bestraft werden. Aber ja, dass sie sich jetzt halt die ganzen Funktionäre dann wirklich so gerieren, als wären sie irgendwie Nelson Mandela, das kotzt mich halt komplett an. Ne? Die sind auch also komplett unglaubwürdig. Sebastian, guck dir doch an, wo die Bayern ins Trainingslager fahren. Fahr doch da mal mit deiner Frauenmannschaft hin und lass die da mal ein bisschen kicken vor den Einheiten. Ja, aber Karl-Heinz Rummenigge sagt ja, seit die Bayern eine Partnerschaft mit Katar haben, ist in Katar alles schon viel besser geworden. Ja, wer hat die scheiß Stadien und den Mist dahin setzen müssen, damit die Bayern dahin fahren müssen, ja, eben, irgendwelche Zwangsarbeiter? Das ist doch scheiße. Und ja, das sagt keiner. Und das ist, Entschuldigung, das ist das, was mich so nervt. Da sitzt man bei den Medien und sagt, ja, nee, da Kalle, also, da muss ich den Kalle mal recht geben. Da sitzt der dumme Basler, erzählt irgend so einen Scheißdreck nach von, dass Frauen Bengalos in ihrer Vagina ins Stadion schmuggeln und so ein Mist. Und die Leute sitzen da und klatschen. Wo sind denn da Leute von den Medien, die dann das mal auch ins richtige Licht drücken und sagen, nee, was die Bayern da machen, das ist halt einfach fast schon bigott, was da abgeht. Und alle finden es geil und keinen interessiert. Da werden Verträge mit Fluggesellschaften abgeschlossen, die ihre Stewardessen rausschmeißen, wenn sie schwanger sind, beziehungsweise zur Abtreibung raten und kein Mensch reagiert. Es wird alles so hingenommen und jetzt auf einmal, wo der Hopp wird Hurensohn genannt. Wir müssen den Spielbetrieb einstellen. Das gibt's nicht. Das kann's doch nicht sein. Ey, da fasse ich mir in die Birne. Was sind das denn für Werte, die da vertreten werden? Genau. Und da frage ich mich jetzt tatsächlich bei Karl-Heinz Rummenigge zum Beispiel wirklich das Gleiche, was ich mich dann auch bei Donald Trump frage. Also glauben diese Menschen wirklich, was sie sagen? Also sind die so dumm oder ist das echt Kalkül? Und die wissen, dass sie halt kompletten Nonsens reden, aber sie machen es mit Absicht, weil sie irgendeine Agenda haben, ne? Und weil sie wissen, sie kommen damit durch. Aber du kannst ja nicht irgendwie dieses deine Sponsorship da mit Katar irgendwie verteidigen und sagen, dass in Katar alles viel besser geworden ist, ne? Und auf der anderen, also das ist halt völlig absurd. Da ist nichts besser geworden. Also vielleicht bei dir auf deinem Trainingsplatz ist alles ziemlich geil. Aber sonst ist nirgendwo was besser geworden. Und das kannst du ja auch locker herausfinden. Da musst du kein Hobbydetektiv sein, um herauszufinden, dass da rein gar nichts besser wird. Aber ja, ich glaube, das ist eine Gier, die Leute antreibt. Also das ist einfach wirklich diese Geilheit, noch mehr Geld einsacken zu wollen. Ich frage mich das dann auch immer wieder, zum Beispiel bei irgendwelchen Staatsmännern, jetzt schweif mal ganz weit ab, die sich irgendwie Kohle unter den Nagel reißen. Und zwar nicht irgendwie 2, 3, 4, 5 Millionen, sondern immer hunderte Millionen und Milliarden und was weiß ich, wo ich mir denke, ist denn nicht mal irgendwann gut? Haben wir nicht mal irgendwann so eine Grenze erreicht, wo man sagt, okay, jetzt sind wir eigentlich soweit ganz cool mit den Finanzen? Es geht immer nur um die eigene Karriere und um die Kohle. Es geht nicht darum, irgendwie jetzt den Fußball voranzubringen, was sie immer sagen, und den deutschen Fußball, den wollen wir unbedingt auf die nächste Stufe bringen. Labert doch nicht so eine Scheiße. Ja, und auch dieses Mithalten mit, also kann der deutsche Fußball noch mithalten? Da gebe ich einen Fick drauf. Sag ich dir ganz, ist mir scheißegal, ob der deutsche Fußball in der Champions League mithalten kann. Das interessiert mich wirklich ein Scheiß. Dreck. Also wenn ich dafür meine Werte verkaufen muss, interessiert mich das ein Scheiß, dann spiele ich halt nicht mehr in irgendwelcher Euroleague um irgendwelche Titel mit. Also das kann doch nicht die Antwort sein, wenn es darum geht, dass man Werte in eine gewisse Richtung wiederbringt. Also ich habe das Gefühl, dass der komplette Wertekompass von diversen Funktionären einen Drehfehler hat. Das ist mein Eindruck, den ich da habe. Und kein Mensch sagt was. Und da sind eigentlich die Medienjournalisten dafür verantwortlich, das in den Fokus zu rücken und richtig zu stellen. Ja, und deren Kompass ist ja genauso fehlerhaft eingestellt, wie wir jetzt festgestellt haben. Also das macht ja niemand mehr. Die Autojournalisten, die jedes Auto hochjessen, weil sie da im 5-Sterne-Hotel 5 Wochen lang mit einem neuen M5 durch die Gegend fahren können, und sagen, das ist echt geil. Da könntest du mich auf ein Dreirad setzen und ich würde es abfeiern, wenn ich so hofiert werden würde. Und so ist es doch. Und ich, wie gesagt, ich greife nicht alle Journalisten an. Es gibt genügend Journalisten, die das richtig gut machen. Aber wie ist es denn, wenn ich irgendwie was höre von Journalisten, da wird darüber gesprochen, wie geil das Catering bei irgendwelchen Fußballvereinen ist und wo man sich die nächste, weiß ich nicht, Gummitiere-Box kaufen kann. Leck mich doch im Arsch! Das kann es doch nicht sein, dass das dein Job ist. Also das habe ich noch nie über meinen Job erzählt, dass ich jetzt, weiß ich nicht, in Basel bin, da gibt es irgendwie gutes CBD-Öl oder was weiß ich. Also ich finde, dass manche Journalisten irgendwie nicht ganz verstehen, dass sie mit
dem, was sie jetzt gerade tun, dem kompletten Berufsstand keinen Gefallen tun. Und zwar nicht nur jetzt im Sportbereich, sondern allgemein. Es ist ja sowieso schon so irgendwie angekratzt bei vielen, dass sie nicht mehr das glauben, was aus diversen Zeitungen zu entnehmen ist. Und ich finde genau das jetzt, ja, unterstreicht ja eigentlich wieder die Furcht davor, dass nicht alles, was man liest, auch so ist, wie es letzten Endes ja dargestellt wird. Und du weißt gar nicht mehr, wem du glauben kannst und wem nicht. Selbst die Öffentlich-Rechtlichen schaffen es nicht, differenziert über dieses Thema zu sprechen. Und das ist eigentlich ein Armutszeugnis. Ja, ganz im Gegenteil. Angst. Also das ist eine aktuelle Sportstudio am Samstag, das war ja wirklich auch an Peinlichkeit nicht zu überbieten. Und das sind halt gerade, was wir da jetzt gesehen haben, das waren ja echt schon so Fox-News-Verhältnisse. Ne? Also sei es das Sportstudio oder sei es auch der Doppelpass. Also ganz, ganz furchtbar. Ne? Also es gibt keine neutrale Einordnung der Dinge. Also die musste man wirklich suchen einfach. Genau. Ne? Das ist bestürzend. Genau, du musst sie suchen. Tagesthemen gestern Abend wird auch wieder von Chaoten, Unverbesserlichen gesprochen. Es wird nichts eingeordnet. Es wird einfach so stehen gelassen, dass da sind Leute, die hassen Dietmar Hopp, die wollen am besten, dass der noch morgen ermordet wird von irgendjemandem. So wird es am besten dann noch dargestellt. Die müssen aus den Stadien raus. Es muss personalisierte Karten geben. Es muss alles überwachbar sein. Am besten nie wieder Stehplätze. Alle raus, nur noch Logen. Leck mir Marsch. So. Und ich weiß gar nicht, ganz ehrlich, wie lange ich noch Bock auf diese Scheiße habe. Also das, ich denke mir halt so, warum soll ich denn dafür kämpfen eigentlich? Also du kannst diesen Kampf ja eh nicht gewinnen. Also die Fans werden nicht als Sieger hervorgehen, das kann ich dir jetzt schon sagen. Wir verlieren diesen Kampf, definitiv, ist nur die Frage wann. Aber du wirst nicht als Sieger rausgehen. Diese Kollektivstrafen werden nicht zurückgenommen werden, es werden noch drastische Maßnahmen eingeführt werden und du wirst nicht als Sieger rausgehen aus der Nummer als Fan. Da bin ich mir sicher. Du hast die Wahl, dann irgendwie so einen romantischen Verein noch beizuwohnen. Vielleicht hast du Glück und dein Verein spielt dann in der dritten Liga. Da ist es nicht ganz so schlimm. Aber jeder Bundesliga-Verein wird sich, glaube ich, auf lange Sicht so entwickeln, wie man es aktuell jetzt zum Beispiel bei den Bayern oder von mir auch in Leipzig ist vielleicht noch ein besseres Beispiel sieht. So werden sich die Fußballvereine in Deutschland entwickeln. Das ist meine Befürchtung. Und da mache ich nicht mit. Da habe ich keinen Bock drauf, auf so einen Schwachsinn da. Nee, also aktuell kann man wirklich fast froh sein, dass man Fan eines nicht Bundesliga, sondern eines Zweitliga-Clubs ist, weil es da nicht ganz so schlimm ist halt. Ne? Also ja, aber da gebe ich dir recht. Also die Entwicklung geht dorthin. Ja, aber ich glaube halt auch, wie gesagt, dass sich die Kurven natürlich auch jetzt nicht damit abfinden werden und dass es da in den nächsten Wochen ganz schön knallen wird. Und man ist ja, man hofft ja fast schon drauf, dass es irgendwie zum großen Knall mal kommt, ne? Also, weil diese Gangart, die jetzt der DFB da irgendwie vorgelegt hat, das geht halt einfach auch so nicht. Und die Fans werden das nicht mit sich machen lassen. Und ja, und wenn dann mal eine ganze Kurve dann mit irgendwelchen, mit Tausenden von Hurensohn-Transparenten da stehen, mal gucken, was dann passiert halt, ne? Das wäre die richtige Antwort. Alle stehen sie da jetzt muss ich mich ja auch langsam mal wieder einkriegen. Ich finde, am Ende muss man noch kurz darauf hinweisen, dass das Ganze viel besser als wie ich es momentan getan habe oder aktuell getan habe, Sebastian hat das sehr gut gemacht, bei mir ist es heute irgendwie holprig, vorgetragen wird von Max Jakob Ost in der letzten Schlusskonferenz im Rasenfunk. Ich finde, wer sich das anhört und das Segment dann eben zu den Vorfällen in München, der versteht eigentlich, was viele Fans aktuell von der ganzen Sache halten. Also ich finde, der macht das ein bisschen besser, als mir das jetzt gelungen ist. Aber Sebastian, du hast es sehr gut eingeordnet. Also ohne dich wäre ich verloren gewesen heute. Danke, danke. So, aber mir ist aufgefallen, wir haben was vergessen. Den Startelf-Tipp. Genau, in dieser sowieso sehr merkwürdigen Sendung haben wir komplett diesen Startelf-Tipp jetzt ja auch noch hier vergessen. Den müssen wir jetzt noch schnell nachreichen und dann gehen wir nach Hause. Jetzt muss ich mal gucken. Machen wir aber ganz schön umswitchen hier. Hast du deinen Startelf-Tipp schon? Oder machst du den jetzt hier on the fly? Ich mach den on the fly. Okay. Also im Tor sind wir uns ja wieder einig, das ist der Kobel. Ja. So, jetzt Innenverteidigung. Beziehungsweise Dreierkette oder Viererkette? Änderst du da was? Nee. Also ich glaube nicht, dass ich jetzt gerade, wir haben ja schon gesagt, dass ich jetzt gerade gegen Bielefeld irgendwie da die Defensive komplett durchwürfeln würde. Also ich habe ja schon gehört, du willst Bartstuber bringen, aber ich lasse meine Dreierkette da hinten so stehen mit Stenzel, Karasor, Philips. Aha, das ist schon die erste Überraschung, denn da habe ich schon ganz große Probleme bei meiner Dreierkette. Also ich würde auch mit Dreierkette spielen, da bin ich bei dir. Ich würde aber Nathaniel Phillips eine Pause geben, den würde ich auf jeden Fall rausnehmen und dafür natürlich Bartstuber bringen. Und dann habe ich halt entweder Stenzel, Bartstuber, Karasor, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass Endo irgendwie hinten reinrutscht
und du im, im zentralen Mittelfeld mit Karasor spielst. Weil ich also weiß Endo halt nicht, und Karasor tauschen quasi. Das Ding ist halt für mich, warum ich jetzt diese Überlegung anstrebe. Bartschuber ist für mich ein zentraler Innenverteidiger. Also der wird nicht auf rechts oder links spielen, den sehe ich einfach im Zentrum. Und ich weiß nicht, ob Karasor Probleme hätte, dann zum Beispiel als rechter Innenverteidiger zu spielen oder als linker Innenverteidiger. Das weiß ich halt nicht. Das hat er halt nie gemacht. Er war halt immer der zentrale Innenverteidiger. Nur sehe ich Holger Bartschuber, wenn er spielen sollte, nicht als rechter Innenverteidiger oder als linker Innenverteidiger, sondern es ist für mich halt auch ein zentraler Innenverteidiger. Deswegen tue ich mich dann auch so ein bisschen schwer mit, wie ich das jetzt anordne. Weil Stenzel halt auch nicht so gut war, aber ich kann jetzt hier nicht die komplette Dreierkette durchwürfeln. Ja gut, also komm, dann, damit wir hier heute noch ein Ende finden. Stenzel, Bartschuber, Karasor ist meine Innenverteidigung. So, dann kommen wir zu den Wingbacks. Ja gut, da müssen wir natürlich mal abwarten, was mit Massimo jetzt ist. Ich habe gehört, der kann, also er muss erstmal ein bisschen kürzer treten, aber der kann wohl nächste Woche Montag wieder spielen. Gonzales ist aber auch eine Option, finde ich. Deswegen, ich lege mich fest, Silas und Gonzales. Ja, also Silas spielt auf jeden Fall. Und rechts, na, ich glaube auch, dass Gonzales spielt, aber ich würde ihn dann eher weiter vorne sehen eigentlich. Ja, das musst du jetzt hier. Ja. Du kannst ja noch freilassen und dann später nochmal darauf zurückkommen, wenn du dann den Rest ja, ausgewählt hast in Sachen Startaufstellung. Genau, also die Doppel-Sechs, denke ich, Mangala Endo lassen wir. Ja, genau, da bin ich auch bei dir. Castro Di Davi. Ja, also ich würde Castro, glaube ich, dann eher quasi für Massimo sehen und die Davi halt dann wirklich zentral auf die 10 setzen. Also Castro aus dem Zentrum raus. Mhm. Auf okay. Den Flügel. Ich muss mir das nur notieren, dass ich es nachher richtig abbilde. Und Gonzales ist dann im Zentrum. Nee, die Davi ist im Zentrum. Und? Und vor ihm stürmen, hab noch zwei jetzt übrig, oder? Jetzt pass auf, jetzt nicht, dass wir wieder jemanden vergessen. Also du hast 5, 6, 7 Spieler habe ich jetzt aufgeschrieben von dir. Ich kann es nochmal kurz durchgehen. Tor, Kobel, Innenverteidigung, Stenzel, Karasor, Philips. Mhm. Ach, die beiden Doppel-6 habe ich vergessen. Doppel-6 ist klar. Mangala und Endo. In der Mitte auf der 6, ja. 9. Links dann Silas, rechts Castro. Dann zentral die Davi. Zentral die Davi. Ich schreibe hier gerade mit, aber meine Miene von meinem Kugelschreiber schiebt sich immer wieder in den Kugelschreiber. Das ist gerade ein bisschen anstrengend, muss ich sagen. So, dann hast du 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Genau, jetzt hast du noch 2. Und dann lasse ich Gomez und Gonzales stürmen. Also Doppelsturm. Ja. Okay. Alles oder nichts. Alles oder nichts. Ja. Wir brauchen die 3 Punkte. Okay, das habe ich notiert. Also, bei mir Gonzales als linker Wingback, als rechter Wingback Silas und Castro lasse ich spielen, die Davi lasse ich spielen und im Sturm. Also Algard Gui hat mir zu viel liegen lassen gegen Fürth. Ja, komm, Gomez. Muss ich nachzählen, ob ich auch einfach habe. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ja, habe ich. Also, dann haben wir das noch nachgereicht, den Startelf-Tipp. Ich habe schon auf die Aufkleber verwiesen. Ich habe Dennis angebracht. Dann haben wir es geschafft, Sebastian. Eine sehr holprige Sendung. Ja, das ist wohl wahr. Ich möchte mich nochmal entschuldigen. Das war heute nicht meine stärkste Ausgabe, aber ja, bis nächste Woche. Das lag an der Technik. Also, ja, es lag an der Technik und dann ist man natürlich auch unzufrieden und vielleicht fühle ich mich so ein bisschen wie Castro nach dem Elfmeter, dass ich so dachte, ja, weißt du, leck mich doch Arsch, jetzt nochmal alles neu starten und so. Ich habe die Schnauze voll. Ich habe sozusagen das Mikrofon in Richtung Schiedsrichter geworfen. Ah, egal. Gut, Sebastian, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und den kleinen Ausflug wieder mit mir hier zusammen absolviert hast. Ja, aber gerne. Man natürlich wie immer auf Twitter folgen. @butze ist dein Twitter-Handle. @vertikalpass ist der Twitter-Handle eures Blogs, also der von dir und deinem genialen Partner Andreas. Ihr macht da hervorragende Arbeit und ich empfehle nochmal die Artikel der letzten Tage durchzulesen. Da gab es auch einen tollen Artikel zu Orel Mangala, den man sich vielleicht nochmal durchlesen könnte. Vertikalpass.de, dann landet ihr da direkt auf der richtigen Seite. Ja,
So, dann sind wir eigentlich durch, oder? Ja. Gut, ich denke schon. Jetzt freuen wir uns aufs super-duper Spitzenspiel am nächsten Montag. Ja, mit besserer Technik hoffentlich. Also, schön. Wir haben auf jeden Fall eine bessere Technik als wir heute, ja. Bis dann. Ciao. Bis dann. Tschüss. Boah, das war eine Katastrophe, Leute.